Dieser Podcast wird präsentiert von audible.com. Hol dir jetzt ein kostenloses Hörbuch und einen kostenlosen Probemonat unter audibletrial.com/podcast. Ihr habt die Auswahl aus über 150.000 Hörbüchern für euer iPhone, Android, Kindle oder MP3-Player. Wie beispielsweise Die kleine große Lummermaus, eine Kurzgeschichte für kleine und große Leute. Seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 80 mit dem Bram, dem Jay, dem Sebastian, mir, dem Peter und einem Special Guest. Heute, es ist Mikkel Robran vom zweitklassigen Peter heißt Podcast. Und Mikla! Das ist super, jetzt muss ich selbst gar keine Werbung mehr dafür machen, weil das hast du gerade gemacht. Gott. Ja, aber das Mikla, ist ja okay. Das ist jeder, ganz ehrlich, Mikkel, jeder, der das hier hört, ja, der kennt auch den Peter heißt Podcast. Das ist dieser Podcast, der immer in diesem blöden Feed geladen wird und man freut sich, jeh, neuer Pikan, nee, ist wieder Peter heißt Podcast. So verklickt, ah, kacke, jetzt sind wir die drei Pfosten. Naja. Aber wir hatten, der letzte Podcast war super, den kann ich jedem empfehlen, der sich für Filme und Serien interessiert. Wir hatten nämlich Marco da, war? Genau, von Nerdkultur, ein wandelndes Filmlexikon. Also wir haben 1,5 Stunden zugehört, das war sehr spannend. Richtig, warum können wir das nicht immer so machen, dass dann hier der Marco das dann ab jetzt immer Peter als Podcast macht? Und wir haben auch vorgeschlagen, dass er vielleicht einen eigenen Podcast machen sollte. Weil dann wäre der ja vielleicht mal tatsächlich eine Konkurrenz für uns. Und interessant und so. Ja, aber der will bestimmt bezahlt werden, im Gegensatz zu unseren Sklaven. Wie, das ich krieg kein Geld mehr von euch jetzt? Nicht für den Podcast, den macht ihr aus Spaß. Ja, ihr erzählt uns ja immer, das können wir bringen euch ganz groß raus und eines Tages und jetzt zieht euch endlich nackt aus. Ja, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich musst du da noch gefickt werden. Setz dich doch mal bitte auf diese Couch hier, da können wir mal kurz ein kleines Teaser-Foto schießen. Auf diese schwarze Leder-Couch, oh ja. So, ich war letzte Woche nicht da. Ihr habt bestimmt einen tollen Job gemacht. Ich weiß es leider nicht. Ich hab's natürlich, gemacht. Alter, den besten Warum Job. Warum hast du es dir denn noch nicht angehört, Peter? Das war der beste Podcast ever. Kein Mensch hat 3 Stunden Zeit für so eine Scheiße. Also, ich habe zumindest keine Zeit gehabt in der Woche. Wir hatten tatsächlich endlich mal geballte Kompetenz da. Wen hattet ihr denn als Gast? Dalu. Ach so, ja, sehr gut. Und dich nicht. Ja, und? Also... Das da weiß er jetzt nichts drauf zu antworten. Ja, ich. Das ergibt halt keinen Sinn. Wir hatten geballte Kompetenz da. Heißt ja nicht, also ob ich jetzt da bin oder nicht, selbst wenn ich inkompetent bin, heißt ja doch, dann nichts. Doch, vielleicht ziehst du das ja runter. Genau. Ja, na, nee. Doch. Ja, abgehoben hier oder was? Nee. Nichts. Nee, ja, das ist einfach von runter. Sich selbst alles überzeugt. Klar. Alles klar. Also, ihr habt kluge Dinge gesagt. Wir haben ganz viel geredet. Nur kluge Dinge. Super Fragen beantwortet vor allem. Okay, also habt ihr wahrscheinlich alles mögliche abgehakt. Wir haben über deine Motorfehlfunktion im Urlaub geredet, eigentlich 3 Stunden. Aber auch über die PS4 Pro, nehme ich mal stark an, und das iPhone 7. Was? Nee, wir haben wirklich nur 3 Stunden über deinen Urlaub geredet. Alles klar, über meinen Urlaub vor allen Dingen. Genau. Peter, hast du dir das iPhone denn vorbestellt? Ja. Wann kommt das bei dir? Anfang Oktober. Das war ein bisschen asozial. Welche Version hast du denn geholt? Das iPhone 7 Plus Jet Black. Okay. Ich weiß halt nicht so. Weißt du, du hast ja da 32, 128, 256 Gigabyte. Nee, die 32 hast du beim Jet Black gar nicht. Ach so. Es gibt nur. Ist die teurer? Ist das Jet Black denn generell teurer? Nee, glaub nicht. Nee. Okay. Aber wo ist denn. Also, ich verstehe halt noch nicht hundertprozentig den Sinn, 256 GB zu nehmen, wenn man sowas haben will. Also ich meine, 128 reicht halt wirklich vollkommen aus für Spiele und so weiter. Was soll ich denn hochladen? Vielleicht, wenn du, 256 vielleicht wenn du ganz brauche. Viele Filme dir offline runterziehst. Weißt du? Ziehe ich die also, bei Apple TV, kann ich die da irgendwie so runterziehen, dass ich die dann quasi drauflade? Ja, genau. Also ich habe meine 128 auf meinem iPad schon mal voll bekommen. Als ich mein iPad für den Urlaub vorbereitet habe und ich besitze tatsächlich über das Apple-Ding, habe ich schon relativ viele Serien vor allen Dingen gekauft. Und dann habe ich mir halt ein paar Serien vorbereitet, die mehrere Staffeln runtergeladen und dann war es voll.
Weil für einen Urlaub dann, also beziehungsweise wenn ich halt weg bin oder Zugfahrten beispielsweise, wo du einfach nicht die ganze Zeit streamen kannst, dann lade ich mir halt die Sachen dann im Vorfeld runter und dann, ja. Was ja auch nicht dumm ist. Ja. Ja. Aber dann, also das ist halt das Einzige, was tatsächlich viel Platz braucht, ist halt so Filme oder Serien. Was anders fällt mir das halt nicht ein, weil Musik ist ja kein Thema mehr in dem Sinne, so ein riesiges, also das sind ja minimale Dateien und mit also normale Bilder oder so, da musst du erstmal viele Fotos schießen, um das dann voll zu bekommen. Und das, obwohl ich habe jedes Foto, das ich jemals mit einem Fotohandy gemacht habe, in meiner Cloud quasi, also beziehungsweise auf meinem Handy drauf, und das reicht trotzdem nicht. Ein paar Staffeln von Die Sopranos sind doppelt so groß wie meine komplette Fotosammlung im Endeffekt. Krass. Das ist einfach so. Sehr, also sollte dein Handy nicht abhanden kommen, weil da sind nämlich alle Fotos drauf, die du jemals gemacht hast, Peter. Er hat hoffentlich auch einen Pin drauf oder so. Ja, ist sehr gut gesichert. Ja. Natürlich, ich würde niemals so ein Gerät ohne Pin benutzen. Nee, das verstehe ich auch nicht. Also das ist mir viel zu gefährlich. Wieso das denn? Bisschen Risk for Risk for Dead. Risk for Dead. Ich check das mal gerade. Okay, das kostet so viel. Aber nee, also ob du jetzt Jet Black oder die anderen, also beziehungsweise auf Deutsch heißt es ja Diamantschwarz, oder die anderen Farben nimmst, macht preislich keinen Unterschied. Nur dass du halt mit dem Diamantschwarz keine 32 GB Variante hast, die ich mir aber sowieso nicht geholt hätte, ehrlich gesagt, weil 32 finde ich ein bisschen knapp. Ich habe 16 und ich kämpfe mittlerweile ganz, ganz viel mit Speicherplatz. Nach dem neuen Update ist, glaube ich, das System noch größer geworden. Und ich habe einfach nur noch Speicherprobleme. Das ist richtig ätzende Zeit, dass ein neues Handy da kommt. Ja, glaube ich. Amazon Prime kannst du ja zum Beispiel auch Filme runterladen. Ja, das meinte ich ja vorhin. Offline. Das ist halt vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ist es das? Wäre 100 Euro für 128 GB, ne? Das ist halt schon... Ja, also das ist halt nicht, steht nicht im Verhältnis, aber das machen die einfach. Naja, natürlich, ist halt Apple. Natürlich können die das machen. Das war übrigens, die Bestellung war mal wieder so typisch Apple. Also es hieß ja, das war der Freitag, das war letzte Woche Freitag, genau 9 Uhr morgens, da sollte es losgehen. Ja. Und ich natürlich pünktlich da und der 5 und der 5 und der 5. Dann hat irgendwie so 35 Minuten oder so gedauert, nee, nicht ganz so lange, irgendwie so zwischen 20 und 30 Minuten, bis es dann endlich reinkam. Also bis ich reinkam und bestellen konnte. Und normalerweise sollte das Handy halt ab heute ausgeliefert werden. Und das erste Mal, wo es bei mir geklappt hat, war halt schon direkt Lieferung 5. bis 11. Oktober. Oh. Also ich weiß nicht, wie die Leute das geschafft haben, da vorher reinzukommen und mir alle Handys wegzukaufen quasi. Also was aber auf jeden Fall ging, war, du konntest bei der Telekom dir vorreservieren lassen, um halt safe einer der Ersten zu sein. Vielleicht hat der Apple einfach selber an die eigenen Leute keine frühen Versionen, sondern hat die all den Partnern gegeben. Es gibt Leute, die bestellt haben und am 16., also heute bekommen. Ah, okay. Ich habe gestern nochmal Just for Fun da reingeguckt und wenn ich das gestern bestellt hätte, Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Das wäre ja dann, glaube ich, deine Zeit. Jo, das ist meine Zeit tatsächlich. Kommt sogar voll drauf an, was für ein Handy du nimmst. Manche sind sogar direkt verfügbar. Weil die Farben halt nicht so frequentiert. Ja, okay, ich hatte halt auch iPhone 7 Plus gesucht. Weil Diamantschwarz ist sehr beliebt oder die hatten davon nicht so viele. Was spricht dich denn an dem Diamantschwarzen besonders an? Ich finde, es sieht mega nice aus. Ich finde es total dämlich, sich ein Handy zu holen, ohne es einmal vorher in der Hand gehabt zu haben. Deine Mutter ist dämlich. Ja gut, ein iPhone 7, wer halt ein iPhone Plus gekauft hat, der hat halt auch dann das iPhone 7 in der Hand. Also 6 Plus. Ich glaub, das ist ja genauso groß. Die geben heutzutage auch nicht mehr so viel an. Da tut sich ja wirklich nichts. Nee, aber auch von der Farbe und so und von der Haptik und sowas finde ich das schon. Ich möchte das immer vorher gerne in der Hand haben, weil nachher hast du die Scheiße, dann rutscht die halt immer aus der Hand, was ich zum Beispiel beim 6er hatte. Deshalb muss ich auf jeden Fall eine Hülle haben, weil mir das sonst aus der Hand rutscht. Finde ich dann doch schon wichtig. Dann nimm doch einfach, weißt du, ist eh letztendlich scheißegal, weil er da hinten eh dann deine Nougat-Fondhülle draufklatscht. Weißt du, das ist dann egal, ob es rosa, gold, pink. Wir müssen unbedingt oder irgendeine andere Handyhülle aktualisieren. Du machst ja generell halt eine Handyhülle. Das wird keine Handyhüllen geben zu den neuen iPhones. Gut. Irgendwelche Handyhüllen wird es schon geben. Vielleicht nicht von uns, aber von jemand anderem dann theoretisch. Und dann habe ich ja trotzdem kein Diamantschwarz mehr zu sehen. Ja, ich werde auch keine Hülle benutzen. Auf der Frontseite. Keine Hülle benutzen ist halt echt voll gefährlich bei einem Ding, das halt 1000 plus Euro kostet, Hört sich auch so.
Ja, aber musst du ja also, wissen, was du tust. Also ich habe das bei meinem letzten gemacht, Peter. Ich habe da keine guten Erfahrungen mit, weil es einfach zu rutschig war ohne Hülle. Aber gut. Ja, es kann sein, dass es rutschig wird. Das werden wir dann sehen. Also das Diamantschwarz soll doch das mit Abstand rutschigste sein. Und das, was also Apple selber empfiehlt ja sogar, benutzt eine Hülle, denn das zerkratzt schnell. Ja, das habe ich als erstes zu dem Ding gelesen. Das hat diese Mikrokratzer dann überall, ne? Ja, weil das halt so diese... Das ist super hochpoliert. Das ist halt glänzend, ne? Genau, das ist halt krass poliert. Ja, genau. Und das ist halt fies. So geil, das erinnert mich an die halt alten alles. iPhones, die noch hübsch waren. Deswegen. Boah, und du siehst die Antennen halt nicht, aussieht, was ich auch mega nice finde. Welche Antenne denn, Peter? Wie, welche Antenne denn? Du siehst die Antennen nicht, hast du gerade gesagt. Ja, genau. Du, die Streifen, die du oben bei deinem iPhone hast, das sind Antennen. Die Streifen, die... Warte mal. Rückseite mal. Oben und unten hast du Streifen, die einmal quer da drüber gehen und einmal den Außenbereich quasi entlang gehen. Unten und oben hast du das. Graue Streifen. Und das sind Antennen? Das sind die Antennen. Ja, genau. Das ist krass. Ja. Ja. Und jetzt frech behaupten, das ist einfach zur Stabilisation des Gehäuses. Nein, das sind die scheiß Antennen. Ich weiß das. Du kannst behaupten, nein, was du willst. Nein, Sepp ist der Ingenieur. Der hat recht. Ne, das hab also ich würde sagen, gesagt. Peter sagt nur das. Gesagt, ich habe nur gesagt, was ich behaupten würde. Ja, aber ich weiß es. Wenn Peter das weiß, ja, das glaube ich dir doch auch. Ja, das glaubt ihr mir nur nicht. Ich glaube, das ist Mann, der Barcode zum Kaufen von Apple. Das ist also dieser Qualitätspodcast hier. Ja, ohne Spaß, du bist direkt hier downgegradet. Und ich finde die Antenne halt mega hässlich. Downgegradet, Sepp, alles. Ja, ja. Und beim Diamantschwarz siehst du die nicht. So. Okay. Aber Sepp sah auch im Trailer von einem Jahr viel, viel besser aus, muss man sagen. Wobei du die beim Mattschwarz auch fast nicht siehst. Aber bei den anderen siehst du sie halt schon sehr, sehr gut. Und ich finde das nicht schön. Ja, ist doch egal, wenn du dann nachher deine Kratzer hinten auf der Rückseite hast, weil du keine Hülle benutzt. Weißt du, danach siehst du halt das. Ich freue mich schon darauf, mein Handy immer mit unter die Dusche zu nehmen, jeden Morgen. Und dann Podcasts zu hören. Oder einfach mal Jay anzurufen und zu sagen, hey Jay, ich stehe gerade unter der Dusche, wie geht's dir? Tust du eh nicht. Irgendwann werde ich es bestimmt mal tun. Was ich interessant finde, Peter, das Handy ist spritzschutzgeschützt, ne? Das ist spritzschutzgeschützt. Das ist nicht wasserfest. Ja, aber ich kann damit unter die Dusche gehen. Ja, dann mach das mal 2-3 Mal und dann dusche dich mal richtig und dann hast du kaputt. Glaube ich nicht. Werde ich machen. Ich werde den Selbsttest machen. Ich glaube, selber erzählt Quatsch. Also es gibt halt Unterschiede zwischen, hey, ich bin wasserdicht und hey, ich bin... Ich weiß, es gibt Unterschiede, definitiv. Also die IP-Klasse, die da ist, ist halt nicht 100% safe. Und bei einem 1.000-Euro-Handy mit wichtigen Daten drauf, würde ich es nicht unbedingt drauf anlegen. Die IP-Klasse, die da ist, ist nicht 100% safe, damit tauchen zu gehen, ja. Ja. Aber Regen und Dusche gehen eigentlich. Ja, gehen. Aber ob das für den Alltag vorgesehen ist... Interessant ist aber auch, da google ich gerade nämlich nach, Apple behält, hat sich das Recht vorbehalten, Wasserschäden nicht zu ersetzen in der Garantie. Ja. Ja, schön, dass sie das tun. Würde ich halt auch nicht, weil halt so gespannt, Leute wie Peter, die jeden Tag dann damit duschen gehen wollen, da nicht dran gedacht wird. Das ist dafür gedacht, damit, wenn du im Regen läufst, dass das nicht kaputt geht. Oder wenn du mal in den Pool fällst, dass das nicht kaputt geht. Aber nicht dafür, dass du jeden Morgen damit duschen gehst. Und das liebhaben wirst und ejakulierst und sowas. Dafür ist das nicht gedacht. Es steht ja auch Wasserschutz und kein Spermaschutz. Genau. Der war Spritzschutz, ja. Oder? Spritzschutz! Genau, Mick. Aber Peter, mach das ruhig. Es war nicht so teuer gewesen dann. Peter hat doch bestimmt nur die Versicherung gemacht, wenn er sich keine... Du, wasserdicht ist das iPhone. Peter ist doch kein dummer Mensch. Apple Care, ich habe immer Apple Care. Das ist er ja. Echt, du hast Apple Care? Geht das in Deutschland überhaupt? Ja. Klar, Mann. Irgendwie im Stream. 500 Euro, kein Problem. Ey, das kostet 150, ja? Pro Tag? Naja, ja, pro Tag. Einmalig. Einmalig, für was? Für mein iPhone 7. Ja, nee, also was tut es dann? Also, Bildschirm kaputt, einschicken, neuer Bildschirm wieder da. Genau. Oder Handy kaputt. Oder neues Handy quasi im Endeffekt. Okay. Ist immer oder nur einmal? Also so alle 2 Tage geht Peter dann mit seinem neuen Handy duschen. Oh, ist kaputt. Boah, neues.
Ich glaube, irgendwann werden die sagen, nee, das geht so nicht. Aber es gibt da keine Einschränkung eigentlich. Ich lese gerade. Warmes Wasser ist nicht geschützt. What the fuck? Ja, weil dann die Dichtung nicht runterkommt. Der Dichtung ist nicht dafür ausgelegt. Nee, warmes Wasser meinen die über 30 Grad. Als noch Pokémon Go in war, bin ich auch mit meinem Handy im Regen draußen rumgelaufen. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch Spritzschutzgesicht. Also mein iPhone 6? Aber, ja. Okay, was ist also denn der Unterschied zu dem iPhone 7? Die haben doch das extra beworben, dass er Wasserschutz ist. Und jetzt steht da wieder nur Spritzschutz. Nee, da steht eigentlich. Also es ist mehr als Spritzschutz sicher. Also es ist IPX6 und das ist Schutz gegen starkes Strahlwasser. Das ist aber weniger gut als Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen, genau. Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen und Schutz gegen Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung. Vielleicht solltest du doch überlegen dazu. Aber mehr als Schutz gegen Strahlwasser aus einer Düse aus beliebigem Winkel. Ja, guck mal. Guck mal, das ist doch die Definition von Dusche. Ja, genau, du gehst immer unter einen Hochdruckreiniger. Peter, ich würde gerne mal den Test machen und auf dein Handy pinkeln, ob das aushält. Aus beliebigen Winkel. Ja, das würde ich gerne mal bei Peters Handy testen. Also andere Lösungen außer Wasser sind nicht gedeckt. Wie zum Beispiel, und dann werden halt ein paar Beispiele aufgezählt, unter anderem Alkohol, Lebensmittel und so weiter. Urin. Ja, da steht zwar nicht Urin, aber es wird explizit alles andere außer Wasser ausgenommen. Genau, deswegen ist das scheißegal, was sie da als Beispiel schreiben. Es zählt nur für Wasser. Das ist ja langweilig, ey. Ja, das heißt, du darfst dich unter der Dusche, darfst dich nicht einschäumen. Moment, sagen wir mal so. Ne, ich mache einfach so ein Handyhalterung unter die Dusche, so dass ich das Handy dann ablegen kann quasi. Warum brauchst du das beim Duschen? Einfach weil man es kann, ist doch voll geil. Weil es kann, genau. Ja. Okay, Aber du darfst es nicht laden, während es nass ist. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Peter, das kannst du bei anderen Android und anderen Handys schon total lange. Damit kannst du sogar tauchen. Ja, aber wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass ich das bei anderen kann. Interessant ist aber auch, dass das iPhone 6 das auch schon konnte, nur nicht zertifiziert war. Genau. Ja, deswegen. Das meinte ich nämlich. Das iPhone 6, das ist ja so halb, ne? Nein, das konnte das, aber das war halt nicht garantiert. Ja. Und also stand halt nirgendwo offiziell. Ne? Okay. Also laut iPhone 5 sind wohl die IPX 6.7 Spezifikationen erfüllt, aber Apple hat jetzt das erste Mal zertifiziert. Ja. Laut iPhone 5? Das ergibt viel mehr Sinn. Ja, okay. Ja, genau, nur jetzt ist das erste Mal, dass offiziell nach EU-Richtlinien zertifiziert worden. Und dann dieser Standard heißt das IPX 6.7. Ich frage mich, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht kostet das Geld, sowas zu zertifizieren. Kostet Geld, ja. Werbeeffekt ist doch riesig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das exakt gleich gut ist, ehrlich gesagt. Vielleicht haben sie sich das bis jetzt aufbewahrt. Weißt du, meinten so, yo, weißt du. Das iPhone 7 hat sonst nichts. Lass doch mal jetzt die Wasserfestbombe zünden quasi. Ja, das ist für mich so ein bisschen so wie, wenn ich mir denke, EA macht FIFA oder so. Ja, die müssen auch super viele Ideen haben, die sich aber auch dann teilweise aufsparen für 2018, 2019, 2020, weißt du? Ja, in der Sorge, dass man dann nichts anderes aufzuweisen hat. Ja, genau. Was aber auch sein kann, ist, dass halt bei dem iPhone 6 das Ganze zwar dann nicht Fritte geht, aber zum Beispiel, was bei der Apple Watch ja zu sehen war, dass die Lautsprecher zum Beispiel kaputt gehen, wenn die halt lange, lange Wasser ausgesetzt sind. Was beim iPhone 6 da noch so ist und beim iPhone 7, die auch die neue Lautsprechertechnik verbaut haben, die halt wirklich resistent wassergeschützt ist. Okay. Dass halt wirklich ohne Schäden das iPhone davon kommt und nicht nur halt nicht kaputt geht. Aber wäre ja nicht also so schlimm, wenn der Lautsprecher kaputt gehen würde, weil das ja Stereo jetzt hat. Wobei das ganz geil ist halt eigentlich. Wieder normal. Ich hab mir da mal eine Analyse zu angeguckt. Ein Lautsprecher ist halt da, wo du beim Telefonieren normalerweise dein Ohr hast. Also dass der Lautsprecher guckt, wenn du das Handy vor dir hältst, dich an. Und der andere Lautsprecher ist, wie man bisher auch kennt, an der Unterseite des Handys. Also guckt quasi nach unten weg. Also nicht bei meinem Handy. Ist bei meinem auch so. Und das ist dann ja schon irgendwie so halb geil. Was? Ja, also das ist ja nicht so geil, als wenn die Lautsprecher in die gleiche Richtung gehen würden.
Das stimmt. Ja, aber ganz, also dieses Stereo-Ding, das ist halt auch echt so ein weil, ja, ganz ehrlich, wenn ich halt. Das kann ich ja nicht mal twittern! Wenn ich gute Qualität haben will, wenn ich Musikqualität haben will, dann hole ich mir halt einfach so eine Box von irgendeinem Hersteller. Da habe ich doch eine viel bessere Qualität als solche popligen, möchte gern Stereo-Boxen, die dann bei jedem Handy dabei sind. Es gibt ja kein Handy, was halt wirklich gute Qualität hat. Ja, aber das ist das wobei ist wichtig das vom für die iPhone schon Gangster. Gar nicht so schlecht ist. Also beim iPhone die ist das nicht scheiße. Ja, das ja, habe ich auch nie gesagt, dass das nicht scheiße ist, aber wenn ich halt richtig geil Musik hören will, dann höre ich das nicht mit meinen geilen, tollen neuen Stereo-Boxen vom iPhone, sondern habe ja halt, wenn ich schon das Geld habe, mir ein iPhone zu leisten, dann kann ich mir auch für 150 Euro so eine Box kaufen. Noch, weißt du? Aber die ganzen Gangster-Junge, die in der Bahn immer mit ihren geilen Handys rumlaufen und damit Mucke machen, für die ist das jetzt ein Vorteil, dass das Stereo ist. Die können jetzt die Straßenbahnen in Stereo beschallen. Ja, okay. Alles klar. Ich würde sowieso immer Kopfhörer benutzen eigentlich. Vor allen Dingen bei Bahnfahrten. Immer schön Kopfhörer rein und währenddessen laden. Ach nee, geht ja nicht mehr. Scheiße. Hast du eigentlich das ist tatsächlich so ein Ding, was ich nicht verstehe. Von den Wireless-Kopfhörern Courage, schon bestellt, ja. Peter? Nee. Hallo? 160 Euro? Nee. Es gibt auch noch andere, die noch teurer sind. Weiß eigentlich jemand, warum man sein Telefon nicht mehr in diese Ladestation stellen kann, was auch die Boxen dann hat und dann das gleichzeitig geladen wird? Ja, doch, warum, das geht, ja. Warum kann man das nicht mehr? Ich wollte gerade sagen, das habe ich aber Fotos von gesehen. Also, das geht. Du musst halt nur neue haben, weil der Anschluss ja gewechselt ist im Laufe der Jahre. Nee, also, was, ja, keine Ahnung, aber den Anschluss, den Lightning-Anschluss, den gibt es ja, glaube ich, seit dem 5er. Ja. Und das geht auch weiterhin. Also, du kannst gleichzeitig laden, also in diese Boxen beispielsweise, die laden und Lautsprecher haben. Das geht noch. Was das Problem an der Sache ist, dadurch, dass die 3,5 mm Buchse wegfällt, kann ich halt nicht mehr normale Lautsprecher anschließen und währenddessen über Lightning laden. Und wenn ich jetzt die Lautsprecher anschließen will, die mitgeliefert sind, muss ich die über den Lightning-Anschluss anstecken und habe dann keinen freien Platz mehr für einen Ladestecker. Weißt du, was ich meine? Also Zugfahrt. Ja, ich habe auch gerade schon gesehen, gibt schon einen Adapter dafür. Ein Y-Stecker einfach ist ja auch relativ easy. Tatsächlich habe ich den noch nicht gesehen. Kannst du mir davon einen Link schicken, weil den will ich mir wahrscheinlich. Nee, ich meine, ich habe aber auch schon gegoogelt mal. Weil das ist tatsächlich recht relevant, weil ich ja noch diese vergleichsweise teuren Bose-Kopfhörer habe, die Noise-Canceling sind und mit 3,5 mm Buchse. Boah, dann hast halt du da so einen riesen Kabelsalat an deinem Handy dran. Der Y-Adapter macht aus dem einen Lightning-Anschluss zwei. Sollte laden, kannst du Musik hören gleichzeitig, wa? Ja. Ja, aber dann muss er den 3,5-Adapter auch noch dranhängen. Und dann hast du da so einen riesen Kabelsalat. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich bei Apple nicht verstehe. Die achten immer so krass auf Kundenfreundlichkeit und so weiter. Aber wenn du halt dich so minimal außerhalb der Spezifikation von Apple bewegst, dann brauchst du halt immer den Adapter-Chaos. Ja, du musst halt, die wollen triggern, dass du Wireless kaufst. Fertig. Genau, das ist ja deren Vision. Genau. Und das haben die ja auch auf ihrer Präsentation gesagt. Ja, aber ganz ehrlich, so. Ich putze mir noch jeden Tag die Zähne. Ja, ich muss mir nur jeden Tag die Ohren putzen. Hä? Worauf willst du jetzt hinaus? Ja, ganz ehrlich, die Wireless-Kopfhörer von Apple sehen aus wie die Aufsätze, die ich von meinen elektrischen Zahnbürsten habe. Ja, letzte Woche gebracht. Ja, aber du kannst dir ja auch andere holen. Es gibt ja von anderen Herstellern auch welche. Haben die ja auch auf der Pressekonferenz gezeigt. Sogar mit Noise-Canceling. Fand ich sehr cool. Weil es ist auch im Grunde eine coole Sache, die vieles besser macht im Endeffekt. Aber das ist erstens teuer und zweitens hält es nicht so lange. Also 14 Stunden, Peter. Das finde ich nicht lang. Find ich. 14 Stunden? Ja, aber für Bügelkopfhörer, ne? Ja, okay, aber 14 Stunden ist, finde ich, eine vollkommen erträgliche Zeit. Ich glaube, mit Noise-Canceling. Ich weiß nicht, mich würde das voll nerven, wenn ich immer darauf achten müsste, dass jetzt nicht nur mein Handy, nicht nur meine Powerbank, sondern auch noch meine Kopfhörer aufgeladen sind. Ja, wobei ganz ehrlich, bei Noise Cancelling musst du auch, wenn du ein Kabel hast, Batterien drin haben. Okay. Also da ändert jetzt nichts Großartiges, weil die müssten sowieso geladen sein. Und Batterien finde ich sogar eine ganz erträgliche Lösung sogar, weil die ewig halten. Batterietechnologie ist ja mittlerweile ganz gut, aber 14 Stunden, okay, dann muss man, das kann dann halt nervig sein, dass du es vergisst, für die nächste Reise zu laden, aber gut. Mittlerweile müsste man sich immer so eine Liste machen, so, das muss ich noch laden, das muss ich noch laden, das muss ich noch laden, das muss ich noch laden.
Wäre eigentlich schon fast geiler, wenn alles mit Batterien laufen würde, weil dann würde ich einfach immer so ein 100er Pack Batterien im Rucksack haben. Und wenn irgendwas leer geht, kann ich es halt einfach austauschen. Aber nee, das geht ja bei Apple-Produkten eh nicht, das Akku auszutauschen. Nee, das geht sowieso nicht. Nee, das stimmt allerdings. Wo denkst du hin, Peter, ey? Weil das wär noch richtig klug, einfach einen Ersatzakku dabei zu haben, weißt du? Ja, stimmt, wie in der guten alten Zeit. Ja, aber no, Sir. Wobei, das geht ja mittlerweile bei den meisten Android-Handys auch nicht mehr so einfach. Also zumindest die Flagship-Handys. Nee, das stimmt, die Flagship-Handys machen das auch mittlerweile. Da haben sich die großen Hersteller häufig auch sehr, sehr angeglichen eigentlich. Was ich total verrückt finde so ein bisschen, weil das, was sie positiv abgesetzt hat von Apple, also diese, gerade sowas wie, es funktioniert halt einfach mit allem. Du hast einen SD-Karten-Slot, du kannst deine Akkus austauschen. Die sind alle auf diesen, oder viele sind auf diesen Zug mit aufgesprungen, was ich nicht verstehe, weil ich dachte, deren Erfolg kommt ja daher, dass sie genau das anbieten. Mhm. Aber gut, der Kunde ist bereit, für auf SD-Karten-Slot zu verzichten und dafür mehr Geld fürs Handy zu bezahlen, wenn es einfach das beste Handy ist, was es gibt aktuell, oder eines der. Also ist ja egal, ob es das Note 7 ist oder... Oh, jetzt schickst du mir nicht Beats bei Dr. Dre Kopfhörer. Das sind die, die offiziell auf der Pressekonferenz vorgestellt wurden von Apple, die Noise Cancelling haben, 12 Stunden Akkulaufzeit. Die kosten ja auch nur knapp 400 Euro. Ja, aber geschenkt. Sind, ja, im Endeffekt, du hast ja die von Bose oder was hast du gesagt, ne? Die sind auch nicht viel günstiger, yeah, oder? Doch, 150 haben die gekostet. Oh, das geht ja sogar wirklich noch. Das ist nicht viel weniger. War allerdings auch ein Amazon-Deal, deswegen habe ich die ja geholt. Das ist ja die veraltete Variante sogar von den Kopfhörern, weil die neuen haben ja Bluetooth. Aber die kosten dann tatsächlich relativ viel. Und das war ich nicht bereit. Die kostet 350 Euro. Bose Quiet Comfort 35. Die sind sehr, sehr beliebt. Aber ja, 350 Euro sind 350 Euro, ne? Ja. Ein paar Kopfhörer auf jeden Fall. Wobei, tatsächlich, bevor ich mir Dr. Dre Kopfhörer hole, würde ich mir Bose Kopfhörer holen. Also das... safe. Es gibt ja, es wurde mal Dr. Dre Kopfhörer auseinandergenommen und es wurde festgestellt, dass die da einfach nur Gewichte reingetan haben, damit es sich qualitativ hochwertiger anfühlt, die einfach keinen Sinn haben, die Gewichte. Außer nur Fake. Ja, aber sonst trotzdem nur Plastik ist, ne? Und Plastik wiegt halt nichts. Ja. Wobei man natürlich argumentieren könnte, okay, wenn du Gewichte reintust, dann, dann sitzt also es einfach hätten, besser. Die hätten ja statt den Gewichten einfach mehr Akku da reinpacken können, weißt du? Ja, das wäre doch mal eine geniale Idee. Wobei, ich glaube, die Kopfhörer waren Kabel, die da auseinandergenommen haben. Dann... Weil das wäre doch so, Alter, lass das Kopf, was machen wir jetzt mit dem ganzen Platz in den Ohrmuscheln noch, Alter? Ja, hast du gewiss, das war voll die gute Idee, Alter. Lass auf keinen Fall mehr Akku reintun. Wobei Akku schon sehr, sehr teuer ist, ne? Das musst du auch bedenken. Ich meine, was haben die davon im Endeffekt? Ja, also die Leute, die es verkaufen. So. Klar, natürlich, aber wo ich mir denke, bei einem 400-Euro-Kopfhörer kann man wahrscheinlich auch die 3-4 Euro oder so mehr investieren, um sich nochmal ein bisschen abzusetzen und dann statt 12 von mir aus 18 Stunden zu haben, dann noch werben, wir sind einer der Kopfhörer, die am längsten halten oder so einen Scheiß. Ja, das wäre natürlich gut. Also lieber statt da Gewichte reintun. Aber selbst du, wenn ich die teilweise E-Mails richtig verstanden habe, wir haben übrigens super wenig E-Mails diese Woche bekommen. Weiß ich nicht so hundertprozentig warum, aber das war echt. Vielleicht haben wir da beim letzten Mal einfach zu wenig gefeatured. Die von letzter Woche, wir haben eh nur zwei E-Mails besprochen. Aber wir haben ganz viele Themen besprochen. Alter, und ich war letzte Woche per letzterweise ein bisschen. Wir haben zwei E-Mails gehabt, darüber haben wir tatsächlich über eine Stunde gequatscht. Ja, also ganz ehrlich, das wundert mich nicht. Also das ist ja auch nicht das erste Mal. Manchmal verliert man sich einfach in Themen. Ja. Was seid ihr eigentlich von den Hatern? Boah, Alter, diese Produktplatzierung auf YouTube. Da haben wir einen Kreis geschlagen, leck mir am Arsch. Ja, worauf ich hinaus wollte, Sepp, du hast ja offenbar letzte Woche erwähnt, wenn ich die E-Mails richtig verstanden habe, dass du überlegst, welches neue Handy du dir holst. Bist du da weitergekommen? Ja, ich bin da in die Richtung weitergekommen, dass ich mir ein paar Listen angeguckt habe, beste Handys und besten Liste von aktuellen Handys, wo leider das iPhone halt noch nicht drin ist, weil es kommt ja jetzt erst raus. Um zu sehen, wie es da einkategorisiert wird. Aber was ich mir durchgelesen habe, dass bei Samsung aber oder auch bei dem OnePlus oder aber auch bei anderen Herstellern da die Unterschiede gar nicht so groß sind. Aber was halt positiv fürs iPhone ist, ist natürlich, dass du viele Aspekte, die bei den einzelnen anderen Handys sehr gut sind, halt in dem iPhone so gemittelt
gut drinstecken, was für mich jetzt positiv wäre fürs iPhone, ich aber eigentlich gar keinen Bock habe. Ich habe mir das mal komplett durchgerechnet. Müsste in 2 Jahren für meinen Vertrag, wenn ich mir das kleine iPhone, also das normale 128er, im Vertrag nehmen würde, würde ich in 2 Jahren 2000 Euro mit meinem Vertrag für dieses Handy plus meinen normalen Vertrag bezahlen bei der Telekom. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, Jungs, das geht nicht. Dann haben die gesagt, tja, Pech gehabt, so ist das halt. Und ich so, ja, letztes Jahr habe ich, oder vorletztes Jahr habe ich 300 Euro bei meinem iPhone bei gezahlt. Und jetzt wollt ihr auf einmal 600 Euro dabei haben. Ihr könnt mich doch hart an der Kochonis. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich dann halt entweder ein anderes holen. Ich werde mir auf jeden Fall ein anderes holen, weil mein Speicher von meinem iPhone 6 ist einfach Krepel. Werde ich dann verkaufen, mir ein anderes, wahrscheinlich Android holen. Ich weiß noch nicht, ob es das S7 wird oder das 3 Plus One. Das werde ich mir noch im Laden angucken, weil ich beide noch nicht wirklich in der Hand hatte. Dann ein bisschen testen. Das 3 Plus One gibt es im Laden? Nee, aber dann von dir. Das OnePlus 3, so rum. Von dir dann. Packst mein Handy nicht an, fick. Ja, ich kenne dein Handy ja, ich habe das ja gestern sogar in der Hand gehabt. Ja, letztes Mal, Junge, ja? Ja! Weiß ich genau, und, was du hier wolltest. Am nächsten Mal kostet 10 Euro Begutachtungsgebühr. Ja, ja, ja. Begutachtungsgebühr. Finde ich gut. Aber nur, wenn du den PIN entsperrst. Ja, 1000. Und da wollte ich aber erstmal mal gucken. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis Oktober und bei den Handys ist es ja auch nicht so schlimm, weil da habe ich keine Lieferzeit drauf. Weil die gibt's ja schon und die sind nicht so krass frequentiert wie so ein iPhone 7, was ja echt einfach unmenschlich. Allein damit spare ich schon 500 Euro, dass ich nicht das iPhone 7 nehme. Dafür hast du aber auch dann kein iOS. Dafür habe ich kein iOS, was mich aber nicht stört, weil ich dafür immer Android hatte. Dafür hast du dann halt auch kein iOS, ja? Bram, wie viel kostet das OnePlus 3, wenn du es direkt von OnePlus kaufst? 389, glaube ich. 400 plus Euro, minus ja. 20 Euro gerade, ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ich habe auch alle Preise hier stehen, das neue iPhone 7 kostet 870 Euro. Ich habe ja gesagt, ich habe es alles miteinander gerechnet und habe hier alle Preise stehen. Im Endeffekt kostet das iPhone 7, so wie ich das haben will, 870 Euro, das S7 kostet 550 Euro und das S7 Edge kostet 600 Euro, das OnePlus 3 kostet 400 Euro. Ist damit das günstigste bei vergleichbarer Leistung zum S7. Von daher ist auf jeden Fall, egal was für ein Handy ich mir hole, deutlich besser weg. Als, naja. Was aber trotzdem noch ich echt ein bisschen komisch finde, ist, dass ich halt, wie gesagt, vor 2 Jahren 300 Euro dabei gelegt habe bei meinem iPhone und dann im Vertrag halt das bekommen habe, was ja damals eigentlich zum Release genauso teuer war. Damals warst du aber Neukunde. Ist nee, Neukunden- damals war ich Sache. Nicht Neukunde. Nicht? Nee, da wurde mein Vertrag nur upgegradet. Ja, gut, halt das, vielleicht wegen dem Vertragsupgrade? Könnte ich jetzt auch machen, weil die jetzt auch wieder eine neue Version von dem Vertrag haben. Könnte ich auch machen, da bezahle ich sogar noch 5 Euro mehr im Monat und muss dann halt weniger bezahlen. Aber im Endeffekt kommt es summa summarum aufs Gleiche raus. Im Endeffekt zahle ich dieses Jahr, wenn ich das iPhone haben möchte bei der Telekom, 300 Euro mehr als vor 2 Jahren für das iPhone, was genauso viel gekostet hat. Das ist alles ein bisschen komisch. Du hattest die 16 GB Variante letztes Mal. Ja. Wobei, stimmt, die 32, nee, du wolltest jetzt die 128, ja, okay. Genau, aber das rechtfertigt nicht 300 Euro Unterschied. Sagt er nicht. Ganz ehrlich, ja. Die Diskussion, die habe ich damals mit Hardy schon unfassbar aufgeführt, ja, wie Apple es denn wagen kann, für 100 oder für 16 GB irgendwie einen Huni zu nehmen. Nee, das, ja, ich möchte mal ganz kurz sagen, Euro. dass das Samsung Galaxy S7 Edge wieder einen Micro-SD-Slot hat. Kannst du also upgraden. Ja, ich glaub sogar, das S7 normal hat auch ein Ja, das kann sein, ich habe jetzt gerade nur von dem Edge gelesen. Die haben nämlich standardmäßig nur 16 GB. Das ist das Note. Ah, okay. Es gibt viele unterschiedliche Android-Handys. Gibt's eigentlich schon ich bin gespannt, was jetzt nächste Woche erstmal für ein Skandal dann mit dem Apple-Handy rauskommt. Irgendwas gibt es bestimmt. Ja, klar. Solange es nicht explodiert. Samsung hat schon eine ganze Abteilung wahrscheinlich. Deshalb gibt es wahrscheinlich das iPhone noch nicht so schnell verfügbar, weil Samsung eine ganze Abteilung abdegradiert hat,
die dann nächste Woche erstmal gucken, was alles nicht so läuft. Ja, aber das war Samsung ja auch selber schuld. Die hätten die Chance gehabt und dann verkacken die es einfach und rufen irgendwie 300 Millionen Handys zurück, ey. Das ist schon, glaube ich, extrem schädigend gewesen, ey. Ja, Airlines verbieten das jetzt wohl schon, das Ding mit auf dem Flugzeug ja. zu legen. Ja, ist echt so. Ja. Ich meine, das ist halt auch echt, weißt du, es ist halt ein Unterschied, ob es sich biegen lässt und dann halt einfach kaputt ist, ja, oder einfach deine gesamte Existenz in Flammen aber Jonathan, das wird ja alles von den Medien etwas gepusht, weil bisher sind, glaube ich, 40 oder 50 von diesen Dingern, die weltweit produziert wurden, abgeraucht wirklich. Das heißt, von 2 Millionen, die produziert wurden, sind halt 50 abgeraucht, was natürlich trotzdem nicht schön ist, aber im Schnitt halt nicht zu sagen ist, ja, wenn du das hast, dann brennt auf jeden Fall safe ab. Woher weißt du denn, dass das nur 50 sind? Weil ich das gestern in den Nachrichten gehört habe. Ach, auch von den Medien? Aber allein schon dieses Wissen, ich meine, diese Medien, Mensch, theoretisch abrauchen könnte, finde ich schon echt ungeil. Ja, das ist halt ungeil. Das ist auf jeden Fall ungeil, aber es ist halt nicht so wahrscheinlich, wie es halt jetzt vielleicht von Jay gesehen wird. Nur mein iPhone 6 hat sich auch nie durchgebogen. Ja, das ist, von daher hat immer so eine Mediensache, ne? Wird halt gerne auch ein bisschen hochgepusht. Aber trotzdem nicht geil, wenn du im Flugzeug sitzt und dann dein Handy brennt in der Tasche. Sepp wechselt also wahrscheinlich zurück auf Android. Da bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich, ja. Wartet mit allen Apps, die du bei iOS gekauft hast. Ja, wow, 2. Achso, du hast da 2, okay. Wow. Das ist vergleichsweise wenig, muss ich sagen. Also ich glaube, warte mal, ich habe Tomb Raider gekauft und was war noch? Tomb Raider und noch irgendwas. Ehrlich gesagt, jetzt auch Pokémon nicht so. Pokémon Go, glaube ich, Inhalte. Ja, die kann ich auch nicht mitnehmen. Doch, die kann ich wohl mitnehmen, weil das ist Account ja gebunden. Account gebunden. Tja, dann 1. Ja, WhatsApp. Aber, hat das nichts, kostet das nicht. Über ja, stimmt, iOS. Kann sein, dass die 80 Cent dann auch weg sind. Ja, das stimmt. Dass ich mir, nee, auf Android ist es ja kostenlos, von daher ist das dann egal. Ich find's voll krass, ich weiß nicht, wie viele 100 Apps ich mittlerweile schon gekauft habe. Ich hab halt keinen Speicher auf meinem Handy. Ich hab Hearthstone auf dem Handy, WhatsApp, was halt auch über die Bilder und sowas. Ich hab Hearthstone verstanden. Hearthstone habe ich auf dem Handy. Oh Gott. Dann habe ich halt noch die ganzen Sachen wie Steam und Origin. Ich werd gerade angerufen. Authentifizierung scheiße. Pokémon Go habe ich noch auf dem Handy. Hallo? Die WoW-App habe ich auf dem Handy und sonst halt nur die Standard-Scheiße, ne? Hast du nicht gut genutzt, dein iPhone, Mensch? Dann ist das schon voll. Ich habe, glaube ich, noch nie eine App gekauft. Krass. Also ich habe auch noch nie eine illegal gedownloadet. Aber gut, du hast ja auch kein Geld, weil wir dich ja versklaven. Eben. Aber ich habe auch gar keinen Bedarf. Ich wüsste gar nicht, welche App ich kaufen soll. Weil mein Handy eher so für Musik, Hörbücher und sowas da ist. Ja, aber dann hast du doch bestimmt Spotify oder so einen Scheiß. Ja, aber die App habe ich ja nicht. Okay, aber Spotify ist ja Account gebunden und nicht Android oder iOS gebunden. Mhm. Das ist ein Unterschied. Weißt du, mein Netflix funktioniert ja auch noch dann bei Android als Beispiel. Ja. Weißt du, ich könnte beispielsweise auch meine ganzen Final Fantasies verkacken. Ich habe ja Final Fantasy 1 bis 7, glaube ich, für iOS. Ja, ich verstehe. Ja, das wäre ziemlich uncool. Genau. Genau. So, genug Handy-Talk jetzt hier, Freunde. Wollten wir gar nicht. Bisschen, also Mikkel ist übrigens da, also einer der Gründe, warum Mikkel da ist, einer der Hauptgründe eigentlich ist, weil Jonathan keine Geschichte erzählen kann. Auf einer Reise waren, aber dazu kommen wir erst im zweiten Teil. Kurz noch ein bisschen Games. Düs. Ey, habt ihr eigentlich, das fällt mir gerade so ein, habt ihr letzte Woche über die Mod-Geschichte von PlayStation geredet und Bethesda? Nein. Okay, weiß jetzt also nicht genau, was du meinst. Nee, pass auf. Als die Skyrim Remastered-Variante für die PlayStation 4 angekündigt wurde, hieß es auch so, yo, geil, mit Mod-Support. Und für Fallout 4 sollen auch Mods kommen und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles allerdings doch nicht der Fall. Also PlayStation 4 und Mods doch nicht, wird es doch nicht geben, denn Bethesda und Sony konnten sich nicht einigen. Denn Sony hat gesagt, okay, wir können das infrastrukturmäßig machen, dass Mods und so weiter angeboten werden, aber
wir haben zu viel Sorge, weil wir sind die Verantwortlichen für die Inhalte der Mods. Das heißt, ihr müsst erstmal checken, ob die überhaupt cool sind, bevor wir die auf unsere Plattform lassen. Und dann hat Bethesda gesagt, nee. Also das ist jetzt schon relativ anstrengend, diese ganzen Mods immer zu checken und so. Bei Steam geht das ja auch alles. So, ja, Sony hat aber gesagt, nee, tut mir leid. Also wir haben hier Qualitätsanspruch und so. Also die Mods müssen auf jeden Fall erst noch so einen Review-Prozess durchlaufen. Und dann hat Bethesda gesagt, nee, dann nicht. Und dann hat Bethesda eine Pressemitteilung rausgehauen, in der die geschrieben hat, Sony will nicht. Wow. Weil sich keiner gemacht. Einig ist über die Kosten, die dahinter stecken, um das zu freizugeben. Ja, also wenn, dann wäre es schon, ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive auch Bethesdas Job. Ja, natürlich. Die wollen ja die Inhalte bei Sony ja halt auf die Plattform anbieten. Bringen. Natürlich könnte man auch sagen, ja, aber das bringt ja auch Sony was, wenn da Mod-Unterstützung ist, weil dann ein weiterer Grund ja, quasi. Wenn Sony Konsole jetzt anfängt, für jedes Spiel irgendwie so ein Team hinzusetzen, dass die Mods dann reviewt. Naja, das geht gar nicht. Also das würde ich mir auch nicht ans Bein binden wollen. Generell geht es nicht. Also, dass Mods überhaupt vorher gecheckt werden müssen, das wird auch kein Entwicklerstudio machen. Nee. Das ist einfach unrealistisch. Ich frage mich halt, warum Sony auf so einem Scheiß pocht. Ja, das ist halt interessant. So, Valve scheißt ja halt beispielsweise drauf. Ist halt ein Mod, weißt du, wo ich mir denke, okay, der ist halt von Spielern für Spieler gemacht. Also warum aber die haben halt eine Firmenphilosophie, dass alles, was im Store angeboten ist, du dir sorgenfrei, so wie bei Apple, kannst dir sorgenfrei runterladen. Echt? Ganz ehrlich, ganz viele Produkte im PlayStation Store, die man sich sorgenfrei nicht runterladen kann, angefangen mit Battlefront. Ja, Moment, also das ist halt schon ein Unterschied so ein bisschen, ne? Ja, also mir ist natürlich durchaus bewusst, die wollen natürlich keinen Schadcode oder so mit drin haben und Valve gibt halt ein Ding Shit drauf. Genau, was ich faszinierend finde. Also Valve sieht sich da auch rechtlich irgendwie auf der sicheren Seite. Wenn da irgendein Nazi-Scheiß und so bei denen gepostet wird in den Mods. Ja, okay, wenn die Leute sich dann darüber beschweren, gucken die, dass die das rausnehmen. Das ist mittlerweile ziemlich automatisiert. Aber ansonsten... Aber ich finde das tatsächlich sogar richtig, weil ich bin, also aus Valves Sicht würde ich da sagen, ich bin Valve, ich bin Plattform. Ich biete euch die Möglichkeit, das bei mir runterzuladen. Warum soll ich das prüfen? Genau, und das funktioniert auf den Konsolen alles ein bisschen anders. Da ist ja auch die Spiele, also da Spiele oder DLCs oder so rauszubringen, ist viel komplizierter als auf Steam, weil da tatsächlich Sony oder Microsoft einen internen Review-Prozess haben, den die Spiele und DLCs erst durchlaufen müssen in Bezug auf, läuft das und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, was sie da hundertprozentig genau machen. Aber das dauert immer ewig, deswegen kommen häufig so Patches, DLCs und so, kommen häufig erst auf den PC. Weil das einfach bei Sony und so ewig dauert und am PC interessiert es keine Sau, weißt du, sagst du Steam hier, ich habe einen Patch, sagt Steam, Patch. Okay, cool, Patch. Ey, der Patch macht alles kaputt und unsere Speicherstände funktionieren alle nicht mehr und nichts geht mehr. Und dann sagt Steam ja dumm gelaufen, Pech gehabt. Ja, aber bei Sony wird der Patch gar nicht erst kommen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, bei Steam, keiner blamed auch Steam dafür. Nee, ja, das ist richtig. Als bei Arkham Asylum oder Batman, dem Batman, ich weiß nicht mehr welchem das war, Entschuldigung, Arkham Origins, whatever, bei dem Batman-Teil halt war der Rocksteady, war es die ganze Zeit. Und Rocksteady, die war eigentlich nicht mal schuld, weißt du, sondern halt dieses andere Entwicklerstudio. Aber trotzdem, keine Sau gesagt, du meinst die PC-Variante, ja, genau. Ja, kein Mensch hat gesagt, boah, Steam, was habt ihr denn da gemacht, weißt du? Sondern, boah, Rocksteady, ohne Spaß, ihr könnt nix und bla bla. Richtig. Aber würde man Sony dann blame auf der Konsole? Das glaube ich nämlich auch nicht, also. Ja, aber die wollen das einfach nicht. Die wollen keine negativen wollen den Ruf nicht haben. Schlagzeilen, genau. Aber man muss auch sagen, das war ja bei Steam auch mal anders. Die hatten, ist ja auch gar nicht so lange her, dass sie sich erst so geöffnet haben gegenüber Dritten. Richtig, ja. Und mittlerweile ist mindestens ich würde sagen, mehr als 70% der Spiele, die es insgesamt auf Steam gibt, sind scheiße. Ja. Was? Also das ist halt voll die Grabbelkiste geworden. Habt ihr das mitgekriegt, dass sie die Reviews geändert haben? Jo, das habe ich mir auch als News rausgesucht für heute tatsächlich. Du darfst jetzt nur noch, also es zählen nur noch Reviews von Leuten, die das Spiel direkt über Steam gekauft haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Ark von der Ark-Seite gekauft habe als Beispiel und das dann in Steam integriert wird, dann kann ich keine Review schreiben, beziehungsweise zählt die nicht. Ja, macht ja auch Sinn. Richtig, Peter? Steam-fremde Spiele sind ja auch Bullshit, da kann ja jeder schreiben.
Also im Endeffekt darf man nur schreiben, wenn man das Spiel bei Steam in der Bibliothek Essen. Hat. Bin gleich wieder da. Das Geile ist, dadurch sind super, super, super viele. Es gibt irgendwie, ich weiß nicht, wie die an die... Ach doch, da gab es Prozent positiv und Prozent negativ, glaube ich. Da sind halt ganz, ganz viele Spiele so von 80er-Wertung runtergekommen auf 14 und so weiter. Ja, weil und, halt die eigenen Mitarbeiter halt quasi dann einfach schreiben können. Nee, weil zum Beispiel die Leute das bei Kickstarter gebackt haben oder weil sie es über den Shop... Die halt sowieso schon positiv dem irgendwo drüber eingestellt sind oder was, oder die es geschenkt bekommen haben oder whatever. Also es ist halt so, also viele Indie-Besitzer sind auch richtig am Sack jetzt deswegen. Weil halt natürlich, weißt du, so... Ja, aber halt am Sack. Vielleicht kommen dann einfach nur mal die Indie-Spieler auch gute Bewertungen, die doch verdient haben. Genau. Und nicht jeder... Was heißt denn? Ich glaube, da können wir jetzt kein Urteil bilden, ne? Also und nicht jedes scheiß Trash-Night-Spiel. Vielleicht, aber dafür kommt jetzt für uns der Vorteil wieder zustande, dass wir jetzt vielleicht dann nochmal aus positiven... also, dass wir jetzt Spiele spielen, die positive Reviews haben, negative Reviews haben, die früher positive Reviews haben und wir uns dachten, okay, das ist halt eh... wahrscheinlich langweilig oder sowas, dass wir das dann lieber dann nicht nehmen. Vielleicht haben wir jetzt dann wieder ein paar Perlen dadurch neu, die wir finden. Das wäre natürlich ganz witzig. Who knows? Aber finde ich sinnvoll. Ja. Weil alles andere wäre eigentlich dumm und war eigentlich dumm dann. Ich finde das auch jeder einfach nur quasi die Leute, die gespielt haben, können dann. Genau, und das ist bewerten. Ja das, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Naja. Wird sich eigentlich irgendwann von euch Echo holen? Was ist das denn? Amazons Echo. Okay, nicht. Ist das diese Soundbox? Ja, diese schwarze Säule, mit der du reden kannst und so weiter. Ah, das hatte ich gesehen. Ich habe das mal gesehen in einem Spot von einem halben Jahr. Kannst der Box zum Beispiel sagen, die soll dir ein Bahnticket buchen oder ein Taxi oder whatever. Das ist so wie Siri, nur ein bisschen weiter gedacht. Das kannst du, ist quasi wie so eine Sonobox. Was du vorhin meintest, du kaufst dir für 150 Euro dann halt eine Musikbox, die du hinstellst, ist im Endeffekt sowas, nur dass du wie mit Siri quasi mit dem Ding reden kannst, kannst fragen, ja, wie wird denn das Wetter? Und dann sagst bestell mir eine Nutte! Genau, und dann sagst du, bestell mir eine Nutte und dann bestellt er dir eine Nutte. Weiß nicht. Geil, dann entsteht dann aus der Box ein Lutschmund. Ja, wer weiß. Aber, ich finde das schon irgendwie ein bisschen unheimlich, wenn da irgendwas ist, was immer mithört. Ich finde das cool. Ich finde es nicht praktisch für mich persönlich. Wo ist der Sinn? Weißt du, kann ich auch zwei Klicks machen. Ja, genau. Weißt du, bis dass ich der Tante dann vernünftig erklärt habe, was ich haben will. Und vor allem, dann ich will ja vorher immer. Du könntest schreiben einfach, hallo Alexa, Taxi. Und dann bestellt er eins. Ja, okay. Okay, ja, dann kommt dann die Frage, wohin möchten Sie das hinbringen? Nee, da musst du ja gar nicht. Der weiß doch, wo du wohnst. Okay, gut. So, dann die Sache Bahnticket kaufen, wenn ihr mir das gerade sagtet. Wie soll das dauert doch viel länger. Kauf mir das heißt denn, ich kaufe mir ein Bahnticket von Gießen nach Hamburg am 15.06. Also in Amerika ist das schon 13 Uhr. In Amerika ist das schon oder so weit. Lange draußen und das funktioniert so unfassbar gut alles. Also ich hole mir das auf jeden Fall. Da gibt's so viele Optionen. Ich würde es halt einfach nicht so oft nutzen. Da kannst du ja mal ein schönes Video voll machen, das würde mich mal interessieren. Da kannst du ja dann mal. Ich bin da auch total gespannt. Ich habe da nur von Amerika so viele positive Reviews einfach nur gehört, wie gut das funktionieren soll. Also sowohl die Spracherkennung, als auch halt die Funktionen an sich. Und das finde ich cool. Ne, vom Hören her überhaupt nicht überzeugt. Was ich aber viel interessanter bei Amazon finde, ist die kleinen Knöpfe, die du in deiner Wohnung quasi verteilen kannst, um halt automatisch was zu bestellen. Das finde ich hingegen eigentlich ganz praktisch, wenn du irgendwie eine Family hast, wo du halt regelmäßig irgendwelche Einkäufe brauchst, wie halt Waschmittel oder sowas, oder wenn es halt größer wird, musst du dann einfach nur noch auf den Knopf drücken und dann wird das automatisch bestellt und zu dir geliefert. Dann kannst du so einen kleinen Klebeknopf an deine Waschmaschine dran machen, okay, dann siehst du, Waschmittel ist bald leer, dann drückst du den Knopf und dann wird das bestellt. Zack. Und dann hast du nach 3 Tagen oder am nächsten Tag. Das finde ich hingegen noch deutlich praktischer, weil das halt genau dieses eine Produkt ist, was du halt haben möchtest. Davon gibt es halt nur. Ich überlege gerade, welches Produkt das wäre bei mir und das fällt mir auch keins ein, ehrlich gesagt. Deshalb meinte ich, das ist sehr praktisch für Familien mit einem größeren Haushalt. Also für mich als bei Familienhaushalt ist nicht so mega notwendig, dass ich da alle 2 Wochen irgendwie Waschmittel kaufen muss. Mhm. Aber wenn du das jede Woche hast, so wie bei meiner Mama früher oder so, kannst du nicht vergessen, hast du direkt, warum nicht?
Und es kostet ja nicht mehr. Der Vorteil ist, es kostet nicht mehr. Außer halt, du kaufst dieses Produkt. Außer das Produkt. Gerät, was ich dann kaufe dafür, ne? Das ist kein Gerät, das kriegst du kostenlos. Also, es ist einfach nur so. Geil, ey. Alexa, stell meinen Ventilator ein. Alexa, dimme meine Esszimmerlampe. Alexa, stell die Schlaftemperatur auf 18 Grad. Ohne Spaß, ich brauch das Scheißding, ich muss nie wieder was tun. Ja, aber du brauchst ja dann auch Geräte, die sich dimmen lassen und so, oder? Ja. Also, okay. Die damit verbunden sind. Aber ja. Also das, was du damit in Zukunft machen kannst, finde ich cool. Nur ich sehe aktuell noch nicht so die Möglichkeit für mich, weil es einfach noch zu wenig kann dafür. Mhm. Genauso wie mit diesen Knöpfen. Diese Knöpfe sind aktuell eher ausgelegt für hochwertigere Marken und auch meistens so Waschmittel und sowas, so Drogeriesachen, die meistens sowieso ein bisschen teurer sind. Aber wenn es das in Zukunft noch weiter gibt, halt für jeden Scheiß, weißt du, dann hast du deine Zahnbürste, okay, dann drückst du den Knopf der Zahnbürste, möchte ich mal eine neue haben, zack, kriegst du eine neue Zahnbürste. Oder Zahnpasta. Und dann drückst du da 5 Knöpfe und dann hast du alles direkt drin. Gut, du könntest genauso gut auch dein Handy nehmen und das alles bestellen oder beim nächsten Einkauf dran denken. Aber so hast du ein bisschen Komfort noch mehr und ein bisschen Spielerei wahrscheinlich einfach nur. Es ist halt moderneres Wohnen, ne? Auch diese Echo-Box. Genau, das kann die ja auch, ne? Du kannst ja quasi sagen, das habe ich in einem Video damals auch gesehen, dass du dem sagen kannst, ja, bitte packe einmal Zahnbürste und Zahnpasta in meinen Warenkorb. Und dann legt das den in deinen Amazon-Warenkorb und dann kannst du es im Zweifel nachher sagen, so, und jetzt bitte bestell das alles. Geht auch. Ich brauche es. Ich brauche es auf jeden Fall. Seid ihr bei diesem Echo-Ding, oder was? Ja. Ah, ja. Und bei diesen Knöpfen von Amazon. Also von dem, was Bram davon erzählt, da bist du dann eigentlich doch das perfekte Ding für dich sein, Peter. Also wenn du ein Zugticket buchen willst, musst du sagen, Alexa, buche Deutsche Bahn, eine Verbindung Köln-München. Ja, okay, was bucht er mir denn dann? Die nächsten möglichen? Ja, wow. Da bringt mir dann richtig viel. Sonst sagst du dem halt noch, buch den Zug um 18 Uhr. Da bucht er nur um 18 Uhr. Mhm. Dann möchte ich dann den Sitzplatz am Fenster im Ruhebereich haben und das funktioniert alles bestimmt mit Bahncard 50 und alles. Dann erzähle ich denen, da muss ich erstmal einen Text vorschreiben, damit ich das dann einmal hinterlegen oder so. Ja, wie gesagt, das ist halt echt interessant, wie sie das vernünftig hinkriegen wollen. Du kannst also die Deutsche Bahn-App mit Echo verknüpfen. Jetzt schon, das geht jetzt schon. Ich bin. Kommt erst am 26. Oktober, aber die Deutsche Bahn-App ist auf jeden Fall in den Verknüpfungs-Apps mit dabei. Das steht cool. Zumindest hier bei Amazon. Ja, das ist doch cool. Es gibt so ein Bild mit irgendwie 4x3, 12 Apps. Schon direkt, das ist das erste Bild, was man sieht, wenn man auf die Produktseite geht und da ist die Deutsche Bahn-App auch dabei. Und ja, Spiegel cool. Online. Hat das Ding eine Vorlesefunktion? Kann sogar sein. Alexa, erzähl mir die News von heute. Ja, kannst du sagen, Alexa, liest mein Hörbuch vor, kannst du das auch sagen. Ja, gut, aber das Hörbuch ist dann ja schon was vorher aufgenommen ist. Das liest dann ja nicht die Computerstimme vor. Gut, ja, aber liest mir mein E-Book vor. Das meint er. Das weiß ich wiederum nicht, ob das geht. Aber du kannst sagen, Alexa, was steht heute in den Nachrichten? Ja, guck mal, okay, dann wird die irgendwas sagen, wahrscheinlich. Ist das nur mit einer weiblichen Stimme? Ich nehme keine Befehle von einer weiblichen Stimme. Nee, du ist auch kein Befehl, die Befehl sei ihr. Genau. Das ist jetzt, also, ja, okay, ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber das ist so ein Fun-Fact im Endeffekt, dass BMW, das erste Navi, was die rausgebracht haben, hatten die große Probleme mit, weil das nur eine weibliche Stimme hatte und sich super viele darüber beschwert haben, dass sie keine Befehle von Frauen annehmen. Und holy shit, ey. Deswegen haben relativ viele ihr Wagen auch zurückgegeben. What? Ja, okay, das ist krass. Weil das konntest du damals noch nicht so per Patch machen. Was für Spastis. Ja, was für eine spastische Einstellung das früher war. Heilige Scheiße. Du recht. Ich glaube, die gibt's auch noch immer noch bei manchen Leuten. Ich glaube, das ist nicht nur früher. Ja. Aber trotzdem mega komisch. Mittlerweile kannst du ja auch Männer machen. Mittlerweile kannst du auch Männer machen. Das ist voll komisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn mich das Navi so, hallo Dennis, bei uns mit dem Bäger links ab. Meine Freundin hat tatsächlich eine männliche Stimme eingestellt. Boah, Alter. Okay, generell sind Stimmen mega nervig. Man braucht keine Stimme. Ja, genau, ich mach Stimmen am liebsten aus. Stimmen komplett. Hören aus. Ja. Lass mir nichts von meinem Computer sagen.
Ja, nee, ja, doch, halt, aber halt visu- immer, visuell. Ja, immer, sagen, Peter. Ja, also genau. Immer, wenn ich halt irgendeine voll coole, irgendwie gerade Nachrichten höre oder irgendwas, was mich genau interessiert, ja, dann kommt immer, biegen Sie jetzt ab in 400 Metern auf die bla 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 Straße. Oder du, genau, dann, wenn der Beat droppt, Junge, und du freust dich schon drauf, ja. Sofort geht's richtig ab, sofort geht's, ah! Ja, und dann wird er da, aber nee, das geht gar nicht. Find ich ganz schlimm. Deswegen also, bin ich auch so froh, dass ich jetzt mein Heads-Up-Display habe. Wo ich den Sound immer anmache, tatsächlich ist innerstädtisch. Hm. Okay, du hast doch kein Heads-Up-Display. Dann, mit Heads-Up-Display brauchst du es echt nicht mehr. Ja, aber die Anzeige, die ich bei mir in der Mitte auf dem Navi habe, ist die gleiche, die du auf dem Heads-Up-Display hast. Ja, aber es ist halt ein Unterschied. Du siehst das ja. In deinem Augenblickwinkel, wo du gerade ausfährst. Du musst ja nicht mal nach links, rechts gucken. Nee, das ändert nichts. Du kannst ja vollkommen auf den Verkehr konzentrieren. Nee, das ändert nichts daran, dass ich teilweise die Anzeige selbst für irreführend halte. Immer noch. Weil die nie perfekt ist. Ja, okay. Du hast ja auch dann noch eine alte Anzeige. Nee, auch wenn ich benutze normalerweise Google. Gut, dann hat halt Google eine Scheißanzeige. Ja, okay. Du hast einfach keine Ahnung, Jay. Alles klar. Du weißt einfach nicht, worauf ich hinaus will. Doch, dass du damit nicht zurechtkommst. Nein, die Anzeige teilweise, wenn du zwei kleine Straßen hintereinander hast oder ähnliches oder verschiedene Fahrstreifen gibt, hilft mir die Anzeige nicht genug. Wir brauchen noch das Audio. Ja. Sondern dann hätte ich gerne das Audio, das mir dann sagt, die zweite rechts und nicht die erste. Wenn du dann, wie gesagt, teilweise einen Seitenstreifen hast, auf den du runterfährst, ja, und dann hast du irgendwie vier Abzweigungen oder so, dann schafft es manchmal, das Display nicht vernünftig zu visualisieren, wo ich jetzt genau, dass ich erst links muss, dann erst auf die rechte Spur, dann auf die linke und dann rechts abzubiegen zum Beispiel. Ja. Und dann hätte ich das gerne einfach per Sound, dass der mir sagt, fahr rechts, dann nimmst du die linke Spur und dann biegst du rechts ab. Man muss halt nicht so viel gucken und die ganze Zeit schauen, was denn da gemacht werden soll, sondern der kann dir das sagen, dann bist du nicht so stark abgelenkt. Genau, und das hätte ich halt gerne. Das ist ja alles. Auch kein Problem. Ich habe nur gesagt, mit dem Heads-Up-Display brauchst du es nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja, doch, meiner Meinung nach halt schon. Auch mit dem Heads-Up-Display. Ja, gut, dann haben wir das doch fertig. Ja. Die Diskussion. Was, hä? Agree to disagree, würde ich sagen. Ja, agree to disagree. Der eine braucht es halt und der andere nicht. Ist genau. Okay. Ich hätte das gerne. Ja, oder so, whatever. Ja, du hast es ja auch an. Also, ich hab's auf jeden Fall immer an. Deswegen. Ich würde sagen, wir kommen zur ersten kleinen Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Ja. Oh, Josef! Josef, du mieser Esel! Ich hab ihn vor 50 Jahren geheiratet und der Tisch wackelt immer noch! Jetzt reparier den Scheiß doch mal! Ich hab keine Zeit, den scheiß Tisch zu reparieren, du olle Schnepfe, ey. Hier, nimm. Der Neffe hat doch hier letztens ein Buch dagelassen. Hier, nimm das doch. Ja, was ist das denn für Scheiße? Ist mir egal, brauchst du so keine Sau. So, ach, guck mal, jetzt wackelt nicht mehr. Hast du gut gemacht, Josef. Ja, aber kochen muss er auch noch lernen. Na, fick dich doch. Total verzockt, destabilisierend, nutzlos. Jetzt auf bits.me/buch. Wir sind zurück beim Pietcast. So, jetzt angekündigt und jetzt wird eingelöst. Mikkel und Jonathan haben Dinge erlebt und können uns jetzt davon erzählen. Okay, fangen wir an. Wir sind eingeladen worden, also wir alle vom BZM sind quasi eingeladen worden, zu einem Final Fantasy 15 Event zu fahren. Die Jungs von Square haben da was organisiert. Und da wir halt dann, Christian beispielsweise im Urlaub ist und so weiter, hat sich das dann rauskristallisiert, dass letztendlich ich und Mikkel fahren, oder Mikkel und ich besser gesagt, weil Esel nennt sich ja immer zuletzt. Und ja, wir sind dann. Mikkel als letzten nennen wir. nein, das wäre ja unfair. Das wäre ja fies. Und wir sind dann vorgestern bin ich dann um 6 Uhr morgens mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Da und Mikkel von Kiel. Da hat es sich endlich mal gelohnt, im Norden zu wohnen. Also, abgesehen davon, dass es hier sehr schön ist. Ja. Hatte ich endlich mal eine kurze Anreise. Ja, da hat es ja echt mal Lack gehabt, tatsächlich. Das ist ja auch mal was für dich, sozusagen. Weißt du, wenn halt mal irgendwas in Frankfurt ist, habe ich vielleicht auch mal Glück. Wenn jetzt irgendwann hier bald die Buchmesse ist. Oder was Beispiel. Auch immer.
sind dann, also Zugfahrt war ohne weiteres wieder gar kein Problem, bla bla bla, sind dann in die Hafen City gegangen und von da aus sollten wir dann, bei Final Fantasy ist es ja relativ wichtig, dass man in dem Spiel mit einem Auto und den vier Hauptcharakteren quasi so durch die Gegend da reist. Und das haben sie versucht halt so ein bisschen rüberzubringen, indem man das halt selber macht mit einem Cabrio, dann zu seinem Camp fahren. Also wir, das Ziel war es halt, also das, was wir wussten, ist, wir fahren mit dem Auto irgendwo hin, 1,5 Stunden, und gehen da campen. Wir sollen halt Klamotten mitbringen und alles andere für alles andere ist gesorgt, oder? Genau, Nickel? Wir sollten Klamotten am Körper tragen. Was ist überhaupt die Story von Final Fantasy? Weiß man das? Camping. Ja. Jein, du, hast halt, also, du hast halt ein Königreich, das heißt Niflheim, glaube ich. Die sind die Bösen sozusagen und die haben dann die Guten angegriffen und haben dann da böse Sachen gemacht. Und da kann man tatsächlich halt, den hatten wir letzte Woche schon angesprochen, hatte Sepp mir ja den Tipp gegeben, es gibt tatsächlich zu dem Film gibt's ein Final Fantasy, zu dem Spiel gibt's ein Final Fantasy Film, der halt die quasi so die Prequel ist, um halt auf die Story klarzukommen von Final Fantasy 15. Prequest? Prequel. Ja. Was ziemlich cool ist, ich habe mir den Film jetzt angeguckt und den fand ich auch ziemlich nice. Der war richtig geil, ne? Vor allem die Animation. Ach, den gibt's jetzt schon? Ja, den gibt's schon lange. Den hab ich doch letztes Mal erzählt, du Wurm. Ja, du hast doch nur vom Trailer erzählt, da war oder? War nicht da. Also da waren so, halt letztes Mal, ja, da war ich nicht. Da waren halt also synchron, also es ist halt wirklich so wie Advent Children, der Final Fantasy 7 Film halt nur jetzt in besserer Qualität animiert. Richtig krasser Qualität. Ja, okay. Also schon alles klar. Also auf meinem 4K Fernseher sah das richtig geil aus. Ich fand's halt okay, aber ja whatever. War auf der jeden krasseste Fall, Shit ever, Meister. Ja. War ein guter Film. Aber die englischen Synchronsprecher sind ganz cool. Aaron Paul unter anderem ist der Hauptcharakter. Und cool. Bitch. Lena Head, wie heißt die? Lena Headey? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Die Cersei von Game of Thrones. Ich glaube Heedley oder so. Und hieß er Sean Bean. Unter anderem dabei. Ist ja mega nice. Also da haben schon echt krasse Synchronsprecher da gesorgt. Und naja. Aber auch da wieder die Frage, stirbt Sean Beams Charakter? Das will ich nicht spoilern. Nee. Er hat auf jeden Fall König gespielt. Also ja. Er hat auf jeden Fall einen König gespielt. Okay. Ist dieser König am Ende so am Leben? Alles okay. Alles gut. Ist auf jeden Fall sehenswert, der Film, tatsächlich. Vor allem für jeden Final Fantasy Film. 100%iger Fan ist es definitiv ein sehr cooler Film. Ja, wir sind dann angekommen in Hamburg. Dabei waren bei dem Event unter anderem Debitor, kennt man ja. Der war da. Dann noch ein paar Jungs von PlayStation Insight, Rocket Beans und noch so ein paar, wer war da noch hier? Wie hieß er? Wartime Dignity. Wer? Nein, wieder Spaß. Ja, war auf jeden Fall eine ganz lustige schon, Truppe. Oder? Haben wir jemanden vergessen? Ja, es war ein sehr exklusives Event. Ja. dazu, was auch noch ganz wichtig ist, ist, es wird ein Video dazu kommen. Das habe ich auch nochmal versucht, in dem Video in einer kleinen Matz oder in einem kleinen Cut dann darzustellen, dass das halt quasi eine Produktplatzierung ist, aber wir dafür quasi keine Knete bekommen haben, weil es halt ein cooles Event ist und wir dadurch halt ein cooles Video machen können, weil dann ist das halt auch okay. Und macht halt auch Spaß und Final Fantasy ist halt auch echt ein cooles Ding und so weiter. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass es trotzdem als Produktplatzierung gekennzeichnet ist und nicht ein einziger Post von mir über das Wochenende halt hinweg irgendwie Hashtag sponsored war, weil das habe ich halt nicht rangeschrieben. Weiß ich nicht, weil man hat ja dafür quasi nichts bekommen. David, komm und dich holen, mein Freund. Ja, liebe Medienanstalten, ja, ich habe das gekennzeichnet. ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Also wir sind dann mit dem, bei was waren das, 35 Grad? Ja, es gibt eine ganze Menge noch zu erzählen. Ja, es war halt mega, mega scheiße heiß. Ja, und dann sonst halt das Cabrio. Ich bin zum ersten Mal Cabrio gefahren, ich muss sagen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und warum nicht?
Weil mich das so windig Wind, ist? Ja, der Wind nervt mich. Du sitzt in der prallen Sonne. Das ist irgendwie laut. Bist halt ein Kellerkind, wa? Absolut, durch und durch. Leider haben Jay und ich auch erst ganz zum Ende herausgefunden, wie man das dazu ja. macht. Standen wir so ja, ewig im Stau und dann hat Jay immer mal irgendwo rumgedrückt, ja. Ich dachte, weißt du, ich kenne das halt, die Cabrios, dass du da wirklich auch so eine Verankerung hast oder hinten noch was lösen musst oder sonst was. Boah, Alter, warte, was bist du das letzte Mal mit dem Cabrio gefahren? Lange Zeit her. Scheint echt so, 1996 oder so. Bin noch nie Cabrio gefahren. Ist auch nichts für dich, Peter. Definitiv ja, glaube ich. Also ich bin schon mal mitgefahren, das war ganz cool, aber nur eine kurze Strecke. Hm. Heutzutage kannst du Cabrio-Dächer auf und zu machen während der Fahrt. Ja, bei gewisser Geschwindigkeit. Ja, bis 50. Aber während der Fahrt. Meistens bis 50. Echt scheiße heiß. Und, naja, es, die Sonnencreme hat mich am, und Mikkel am Leben gehalten, definitiv. Also ohne wäre wir, glaube ich, echt gestorben. Es war richtig, richtig ekelhaft heiß. Aber es hat immerhin nicht geregnet, was ja eigentlich auch ganz cool ist für so einen Campingaufenthalt, weil ich glaube, das wäre noch ein bisschen behinderter gewesen. Dann hättest du mit dem Cabrio durch die Gegend fahren sollen. Ja, das Geile ist, ich fahre jetzt ja seit mehreren Jahren wieder Automatikwagen, muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen, mit einer Nicht-Automatikwagen, oh ja, mit stimmt. einer richtigen Getriebe loszufahren. Das Geile ist, die haben, das war irgendwie in der Hafen City an einem, was war denn das? Das also war irgendwie großer, auf Sand. Ich weiß nicht, ja, so eine Baustelle oder sowas. Baustellenplatz, könnte man ja, sagen. So. Was also halt da vielleicht war einfach Sand, ja. paar Poller. Richtig, und naja, dann halt erstmal losfahren. Ich habe den Wagen halt beim Anfahren, beziehungsweise auf dem Sandplatz halt zweimal noch abgewürgt. Aber danach nicht mehr. Ja. Also Mikkel war komplett Trust. Also ich habe kurz abgeschlossen mit allem, aber so nach einer halben Stunde ging's dann. Okay. Also ich bin voll der safe Fahrer, ja. Ja. Nee, also ich würde persönlich, Mikkel ist noch nie mit Jay gefahren, glaube ich, wenn ich das erste Mal mit jemandem fahren würde und der wirkt den direkt zweimal am Anfang ab, dann würde ich schon ein bisschen skeptisch werden. Ja, also ich hatte ja grundsätzlich Vertrauen in seine Fahrkünste als solche. Also. Ja. Und ich verstehe ja, wenn man ewig Automatik jetzt gefahren ist und dann auf Kupplung wieder umsteigt, man da erstmal abwürgt, ist ja okay. Aber solange das nicht auf der Autobahn macht, Das wäre auch schon. Das ist schwer. Das ist tatsächlich auch nicht das so leicht. Das wäre schon bedenklich, ja. Ich dachte echt, das wäre auch so eine Sache so bei 200 Hoffnung. Ja, 200 konnte der Wagen ja gar nicht. Ah, guck mal, noch schlechter. Das war halt irgendwie so, ich habe halt versucht, mal auf die Tube zu drücken, irgendwie so ab 160 war halt Schluss. Ah, schade dann. Aber auf der anderen Seite mit dem Cabrio brauchst du nicht so schnell fahren. Ich glaube, dann ist das nicht mal, also dann ist es sogar auch unangenehm, wenn du so schnell fährst, oder? Oder selbst wenn du, selbst ja, man konnte sie halt auch echt schlecht unterhalten. Sollst du ja auch, glaube ich, nicht mehr so schnell fahren. Du hast dann eigentlich voll Probleme mit den Ohren nachher, da drückt ja mega auf die Ohren. Das ging eigentlich, glaube ich. Ja, wenn du noch schneller fährst, meine ich. Peter gerade meint. Ach so. Ja, dann, genau. Dann hast du die Windbrechung und das ist, glaube ich, nicht so schön. Also ich weiß nicht, ob ich mit einem Cabrio 200 km/h fahren will. Nee, das ist ja eigentlich zum gemütlich fahren, zum Cruisen. Ja, ja, genau. Wie Motorrad. Das ist halt für Lebemänner, ja. Für Genießer, ja. Für Poser, für Spastis. Ja, für genau. Spastis, ja. Wir sind nicht die Letzten, die angekommen sind. Ja. Wir sind aber irgendwie einmal zu früh abgebogen, weil das Navi das halt sagte, tatsächlich. Und beim Losfahren ist einer von den Square-Leuten losgefahren, die halt ortskundig waren. Meinte, fahrt mir hinterher. Ja, richtig. Wir fahren müssen. Und dann habe ich kurz irgendwann nicht mehr gesehen, aber dann kam halt dann direkt dann so, ja, Ausfahrt jetzt nehmen. Und dann bin ich hier halt, habe ich hier halt genommen, das war aber quer nochmal durch Hamburg gekurvt. Das war im Grunde so die erste Ausfahrt, so wie so gleich. Nee, das Navi sagt rechts. Ja, ich kenne mich halt in Hamburg nicht aus. Ja. Das ist halt auch nicht so leicht, wenn man wirklich nur nach Navi fahren gewohnt ist. Das ist halt so die Sache, das ist halt, was so die neue Zeit oder in Anführungsstrichen Navigationszeit, das gibt es ja jetzt schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Navigationssysteme. Aber mittlerweile hat keiner mehr irgendwie so Oldschool-Karten im Auto. Das hatte meine Mom früher noch vor. Als ich halt vor Ewigkeiten, nur als ich halt in der Grundschule war oder sowas, ne? Tatsächlich sind also die Leute, die blind Navi folgen, also mache ich ja genauso, sind aktuell ein Riesenproblem für Osnabrück. Weil Osnabrück aktuell super viele Baustellen auf Autobahnen drumherum hat. Nice. Und jedes Navi, die komplett durch die Stadt führt und dadurch die Stadt unbefahrbar ist aktuell, weil da nur Stau ist. Nice. Und das wird sich auch noch ein bisschen so halten. Nur mal so kurz so als Zwischending. Ja. Ist ja wunderschön. Ja.
Ja, wir sind dann angekommen. In Haßbergen war das. Ihr Dorf, also war halt wirklich, das war wirklich quasi Vemb. Also das war halt jetzt wirklich wissen die Zuschauer nicht. Bescheid. Das war halt klein. Sehr, 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 sehr klein. Und wir sind dann da losgefahren, sind dann da angekommen und sind dann da in den Wald gegangen. Ja. Ich hatte halt gedacht, okay, das wird halt ein Campingplatz oder sowas. Ja, wo halt, ich habe halt ein. Das hat man mitgenommen, halt Waschzeug mitgenommen, Wechselklamotten mitgenommen, Handtuch mitgenommen, ja, das halt so. Ich dachte halt, vielleicht sind da sanitäre Einrichtungen. Hatte ich zumindest gedacht. Falsch gedacht. Es war im Wald. Es war wirklich im Wald. Man muss sich das vorstellen. Zelte standen. Ja, ich dachte halt so, erster Eindruck, alles klar, willkommen im deutschen Dschungelcamp. Aber das war mega witzig. Weil ich fand das halt, also ich fand's halt persönlich nicht schlimm. Du wolltest ja eh mal in Dschungelcamp. Ja, also es war halt wirklich so, weißt du, mich wird das halt nicht so stören. Wir haben dann die Zelte bezogen. Und da kamen mir halt schon erstmal so zwei, drei Krabbeltiere entgegen und oben an der Zeltdecke Spinnen und so weiter. Ne, Peter, das wäre was für dich gewesen. Oh Gott. Für Dalu. Ja, oder für Dalu, der wollte ja auch erst dahin, musste ja absagen, weil er in Japan ist. Das wäre so witzig einfach nur gewesen. Der wäre wahrscheinlich ausgerastet. Das war gelaufen. Ja, wahrscheinlich. Hat sein Survival-Kit rausgeholt, wo er, keine Ahnung, so Spray hat, was gegen was Spinnen tötet oder so. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Das war sehr, sehr lustig. Aber Mikkel ist abgehärtet. Ich bin da, ist kalt, ich bin ja so nordischen Geblüt, sag ich mal, mir kann das nichts anhaben. Sehr gut. Du bist es gewohnt, meinst du? Ja. Das ist normal im Norden. Ja, wenn du so Brandschatzen gehst oder so, dann hast du eben auch keine besseren Brandschatzen. Ja. Alles klar. Mikkel, ja. Der Wikinger. Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem, was wir gemacht haben, oder Jay? Ja, auf jeden Fall. Na, wusste ich. Man hat dann da wirklich so ein kleines Survival-Ding organisiert. Wir konnten da echt coole Aktivitäten machen, die ich halt selber noch nie gemacht habe. Unter anderem haben wir, was konnten wir da machen? Wir konnten Axt werfen. Ja. Weißt du, wie man es vielleicht cool. Von Schlag den Raab kennt? Ja, da hast du dann deine scharfe Axt und konntest dann auch so ein Ziel werfen. Das haben sie uns ein bisschen beigebracht, konnte jeder machen. Dann hatten wir kleine, weißt du, die Shadow Daggers von Counter-Strike. Konntest du auch auf diese Ziele werfen. Wisst ihr, was ich meine? Diese zwei kleinen Messer, ja, die da ich in weiß, der Kiste gab. Die Shadow-Deck. Genau, sowas konnte man halt dann auch nochmal drauf werfen auf das Ziel. Während dann, Mikkel daneben stand, also so quasi wie so Messerkünstler, dass du um Mikkel rumgeworfen hast. Wir haben drüber nachgedacht, das fürs Video zu machen. Das wäre auf jeden Fall geil. Also wir waren gewesen. Auch schon so weit, aber es wurde uns dann verboten. Wir haben Foko das in der Post machen lassen. Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gedacht haben, okay, die Ziele sind Domi. Ja, darauf hatten wir uns geeinigt, als wir da mit den Äxten und mit den Shadow-Dagger draufgeworfen hatten. Ja, wir haben dann auch so ein kleines internes, ich sag mal, Battle gemacht. Ja. Hier so PHP gegen Feedcast, nochmal. Das Ergebnis werdet ihr dann vielleicht spoilern, im Video sehen. Ja, ja, nee, nee, das Ergebnis. Ah, doof ist ja nicht der Jay. Jay ist ja nicht doof. Doof ist ja nicht der Jay. Ja. Du sagst nicht so das klug. Ist richtig. ja. Was haben wir danach gemacht? Danach konnten wir. Du bist am Baum hochgeklettert, ne? Ja, das war heftig. Wir sind dann, das war wirklich so eine. Da passt, das war so eine kleine nicht Strickleiter, aber was ist denn das für eine Art von Leiter gewesen? Wirklich so eine ganz, ganz kleine hängende Leiter vom Baum, von einem Ast aus, wo du halt so einen Fuß reinpacken konntest, so platzmäßig, ja. Und die hat sich halt die ganze Zeit um dich rumgedreht. Und es sind halt ein paar Leute vor mir da drangekommen, die halt auch deutlich fitter sind und trainierter und so weiter. Und die klettern also so, ja, alles klar, kein Problem, so 25 Sekunden, gar kein Ding. Und dann kam dann immer so, ja, du darfst jetzt dir den Nächsten aussuchen, der das macht. Und dann war halt hier Rocket Beans, die Kamerafrau, die Sophia, die ist da erst hochgeklettert, weil der Colin, er hatte was an der Schulter. Mhm. Oh. Ja, ja, ja. Und konnte da nicht klettern. Und dann hat er gesagt, ja, hier die Pizmeets, die können dabei hochklettern. Ja, er ist auf Mikkel gezeigt und Mikkel so, nee. Ich hab verdammt krasse Höhenangst. Ich mach das nicht. Ja.
Und dann durfte ich das dann machen. Und ich denke mir so, Alter, alles klar. Ja, ich bin aber einer, der halt dann sagt, ja, okay, wenn ich es halt nicht schaffe, ich habe es wenigstens probiert. Mhm. Wenn ich das halt körperlich nicht schaffe, weil das war halt echt, wie, da war so eine Glocke ganz oben, das würde sagen, so 8 Meter Höhe. Hätte ich ja, jetzt so spontan ja, aus. 6 und 6, ich weiß es nicht. Ich habe da echt gar keine. 6 wären doch nur quasi dreimal deine Körperhöhe, oder? Also ich ein bisschen. Weiß es nicht, wie hoch das war. Ja, ist doch nicht 2 Meter groß. Vielleicht waren es halt auch 10 Meter oder so, aber vielleicht waren es auch nur 2 Meter. Oder 2 Meter würde mich wundern. Also ich war halt wirklich hoch. Nee, also 2 Meter wärst du schon dran gekommen. Also. Ja, das sieht man schon im Video. Also ich fand es hoch, als ich runtergeguckt habe, tatsächlich. Hab's aber vielleicht geschafft, vielleicht auch nicht. Man wird's dann sehen. Konnten wir noch. Was konnten wir danach noch machen? Was haben wir denn danach gemacht? Wir sind mit Drohnen geflogen. Ja. Das war ziemlich cool. Zum ersten Mal im Leben eine Drohne geflogen. Die hatten dann, die hatten tatsächlich so eine Kooperation gehabt, um sich dann irgendwie dieses ganze Event, sag ich mal, irgendwie zu finanzieren, whatever. Mit, was war's? Parrot, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und wir hatten dann erst so eine Art Tarnkappenbomber-Drohne. Sah halt wirklich so aus. Und die musstest du erstmal wie so ein Papierflieger werfen. Und dann hat die halt so einen kleinen, dreischwänzigen Schwanz. Das hatte einen Motor, so einen Rotationsmotor, wo halt drei Schwungdinger so dran sind, die halt sich gedreht haben. Die fürs Tempo gesorgt haben. Die halt fürs Tempo Propeller und Schub quasi. Und so weiter gesorgt haben. Ah! Wie so ein Propeller, aber das war halt nicht so ein Propeller, wie man vom Flugzeug kennt, sondern halt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie so ein Antrieb. Das würde sich niemand vorstellen können, wenn das jetzt. Nee, wird man nicht. Ist ja auch scheißegal, whatever. Das ist auf jeden Fall ganz cool gewesen. Du konntest dann da. Er hatte so eine Kamera vorne und du konntest. Der hatte noch eine Oculus gehabt und du konntest halt da quasi steuern durchs Oculus, wenn du das gewollt hättest. Cool. Und es gibt halt schon ein paar ganz coole Sachen. Und wir hatten dann noch so eine andere Drohne gehabt, die jedes Team dann steuern konnte. Und da konnte man halt auch nochmal Videos machen. Das war jetzt halt aber ohne Oculus. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da auch sich das upgraden kann, indem man halt auch nochmal eine Oculus kauft und das dann verbindet miteinander. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das halt auch bei der Drohne funktioniert hat oder funktionieren würde. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, mit so einer Drohne zu fliegen. Da kriegst du echt geile Aufnahmen. Ja, vor allem das Geile war ja, dass dann irgendwie, ich glaube, wie viele Drohnen waren in der Luft? 6 oder 7? 6 oder 7. Das hört sich halt an, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Bienenschwarm. Das war richtig hart laut und bin da richtig nah an die Teile rangegangen, hab mich einmal auch super erschrocken, weil ich halt auf mein Handy geguckt habe und versucht habe, so mich ganz nah zu ranzufliegen an mich und mich quasi dann auf dem Handy zu sehen durch die Kamera. Und dann gucke ich halt einmal nach oben und dachte so, Alter, das fliegt jetzt gegen mich. Da habe ich mega erschrocken. Also, da gibt, glaube ich, ein paar lustige Szenen auf jeden Fall davon. Es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und was haben wir dann gemacht? Dann ging es weiter mit Armbrustschießen, glaube ich, ne? Ja, cool. Armbrustschießen und Bogenschießen. Krass. Armbrustschießen fand ich um Längen uncooler als Bogenschießen tatsächlich, genau, weil beim Armbrustschießen, da hatten wir halt so Stühle mit Sitzplatz und damit man das, also das hat halt echt krass Durchschlagskraft, das Ding. Die hatten halt da, hatte so eine richtige, ich weiß nicht genau, was für eine Art von Armbrust, wie die heißt, ja, das war auf jeden Fall, das sah heftig aus, das Ding. Und ich will auch nicht von diesem Ding, von den Bolzen dann getroffen werden. Das konnte auf jeden Fall auf 25 Meter Entfernung, glaube ich, schießen. Und ich fand es halt echt so, das hatte dann also auch so eine elektrische Optik tatsächlich mit so 3 Punkten und du musstest den mittleren Punkt anzielen und dann hat das halt auch quasi da getroffen tatsächlich. Aber da du halt dann da so sitzt, fand ich das halt echt so viel weniger, was du geleistet hast, als wenn du halt wirklich Bogen schießt. Da kann ich schon echt verstehen, dass halt Sepp Skill. War eben sehr technisch, ne? Also du hast im Grunde nur einen Hebel betätigt.
Genau, wir haben dann noch Bogenschießen gemacht und das hat auch echt Spaß gemacht. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass mein Vater sich eine Armbrust kaufen wollte? Was? Naja, okay. Der hatte, also keine Ahnung, der hat auch so Luftpistole, Luftgewehr auch gehabt und dann hat er sich mal für Armbrüste interessiert, ist mal in so einen speziellen Laden gegangen und dann hat er so ein, zwei ausgetestet und dann meinte halt der Verkäufer, ja, sie müssen echt vorsichtig sein. Also, wenn sie drei Leute hintereinander stellen, easy. Der Bolzen geht durch alle drei durch und hat mein Vater gesagt, danke für diese Information, ich verzichte und hat sich keine Armbrust gekauft. Glaube ich, ja. Instant. Ja. Also es ist echt heftig. So viel Energie drin. Das hat mich auch echt überrascht. Das war schon ein krasses Ding. Und das Lustige, was man dann noch erzählen kann, ist, Colin. Du hast so einen kleinen Rückstoß gehabt tatsächlich, ja. Und der hat halt auch immer gesagt, der Typ, der uns da betreut hat, pack das Ding in deine Schulter. Ja. Und weil du halt einen Rückstoß hast, das Ding. Auge ran, so, ne? Und geh nicht mit deinem Auge, sondern an die Optik ran, ja. Und die Bohnen haben das scheinbar nicht verstanden oder etwas missachtet. Auf jeden Fall hat der Colin sich einen fetten Cut am Auge zugezogen. Ah ja, fett. Also. Ich habe gehört, der soll, also ich war halt nicht da, der aber die blutet. Haben gesagt, er hat gesagt, der blutet ziemlich heftig und die haben halt erst gesagt, die wissen nicht, ob es genäht werden soll. Es wurde am Ende nicht genäht. Nee, aber das die, war als fettes. War halt so ein bisschen, weiß nicht, wie so ein aufgekratzter Mückenstich, möchte ich fast sagen. Also es hat ein bisschen geblutet, aber das... Aber fast tot. Ja. Nenn es aufgekratzten Mückenstich. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, wehgetan. Jetzt ärgert sich Jay gerade, dass er dich eingeladen hat. Seine geile Überdramatisierung ist jetzt zerstört worden. Ja, deswegen sitze ich hier. Ja. Also der Taschentuch war auf jeden Fall voller Blut. Ja, aber hast du nachher gesehen, wenn er da am Lagerfeuer saß, das war doch echt nicht groß. Also. Und gerade über dem Auge ist die Haut ja so dünn, das blutet so schnell. Das stimmt. Das ist wahr. Auf jeden Fall war es extrem lustig, weil er was Böses mit der Drohne gemacht hat, das ich auch nicht verraten möchte. Den reingesteckt. Das war einfach Karma. Und deswegen bin ich da froh drum. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Video, muss ich sagen. Das war, glaube ich, echt eine coole Zeit, die ihr da hattet. Ja, wir sind echt zusammengewachsen, Jay und ich in der Zeit. Auf jeden Fall, wir sind jetzt richtig Bros. Und deswegen habe ich ihn ja auch eingeladen zum Podcast, ne? Weißt du? Muss halt ein Wochenende. Ihr vermisst euch schon. Da ich jetzt in der BFF bin, machen wir alles zusammen. Er ist jetzt auch demnächst beim Peter heißt Podcast. Ah, okay. Das klingt nicht fair. Also, ich bin natürlich beim Peter heißt Podcast nicht dabei. Weil ich wollte ja meine Gage nicht zahlen, die ich halt veranschlagt hatte. Wir wollten sie nicht zahlen, das ist ein großer Unterschied. Ja, okay. Das ist halt dann eure Sache, wenn ihr keine Qualität haben wollt, mal in eurem PHP. Da geben wir PHP. Der Hass in der Stimme ist klar zu erkennen. Dann haben wir am Abend, ich glaube, das waren so. Nee, stimmt, man konnte doch. Alter, da war so ein Tümpel. Das glaubst du gar nicht. Das war echt so eine. Das sah halt aus wie Öl. So eine schwarze Brühe. Die Amis haben schon überlegt, uns anzugreifen, um halt quasi das Wasser leer zu pumpen, um das halt in ihre Motoren reinzustecken. Alter Vater, das war echt eklig, dieser Tümpel, der da in der Nähe war. Und man konnte da auch noch, da war so ein Seil drüber quer gespannt, da konntest du dich rüberrollen lassen. Beziehungsweise rüberklettern. Noch als zusätzliche Aktivität. Habe ich jetzt nicht gemacht. Weil ich halt echt Angst, dass ich in dieses Ding reinfalle, weil das war halt echt eklig. Das war sogar so ekelhaft oder fest oder Modder oder was auch immer, dass da auf der Wasseroberfläche Gras gewachsen ist. Also das war halt echt. Ist das so ein bisschen so wie damals unser, wie haben wir das denn? Rennnässe genannt? Da war ja Müll drin und ekelhaft. Dirk haben wir genannt, den Bach. Das war ja nochmal eine andere eklige Ecke, sag ich mal, aber das war echt ekelhaft heftig. Da, dieser Tümpel. Nee. Da konnte man halt, wie gesagt, rüberklettern, habe ich aber nicht gemacht. Hatte da schon ein, zwei Bier-Intos und wollte das dann nicht. Und wollte einfach einen chilligen Abend jetzt machen. Und dann gab es dann halt noch haben wir cool gegrillt. Und dann gab es dann noch am Feuer geräucherter Lachs.
Geil. Nice. War mega nice, gutes Essen, schön. Dann also Maiskolben gab's da, hier so Grillkartoffeln, Bauchspeckkotelett, Würstchen, Grillfackel, alles, was man halt so brauchte. Und dann auch noch so ein richtiger. Es waren halt wirklich so zwei Survival-Experten, die sich da, diese da gebucht haben, die halt echt Ahnung von dem hatten, was sie machen. Und die machen das halt auch so, die haben gesagt, die machen auch so Junggesellenabschiede und so ein Zeug. Ja, die bieten eben so Kurse an, also von Survival über dieses Prepping haben sie es genannt, also wie man sich vorbereitet, wenn ein Krieg ausbricht, damit man so einen Unterschlupf hat, wo man hinflüchten kann. Genau, und wir hatten quasi so eine echte Light-Version gehabt, sagte er. Also war halt nix von alledem, was es halt hätte sein können. Er sagte halt, er macht halt auch so Sachen, ja, du kannst halt, du kriegst halt ein Messer und musst dann halt einfach so eine Woche überleben in deinem Urlaub. Den du dann da buchen Urlaub. Kannst mit denen. Ja, das ist halt, also das ist halt schon so eine Art von Abenteuerurlaub, meiner Meinung nach. Ja, genau. Das kann halt, glaube ich, schon Spaß machen. Also ich hätte, ich wüsste nicht, ich fände es, glaube ich, ganz cool, mal sowas zu erleben. Mal wirklich dann sich, sag ich mal, seinen eigenen Lachs im Fluss zu fangen. seinen Lachs im Fluss zu fangen und dann abends zu essen oder sowas. Oder keine Ahnung, dann, wenn du halt da sowas nicht hast, dann Pilze mal zu essen oder was auch immer es da gibt. Halt, wenn dann halt einer da ist, der halt Ahnung hat von dem, was er macht. Und dann sagt, okay, die Pilze darfst du essen. Ohne, dass du danach umkippst. Mhm. Also, oder dann halt unterm offenen Himmel schlafen, ja. Fände ich halt auch mal alles, finde ich halt echt mal interessant, sowas mal tatsächlich zu machen. Ja, und sonst, haben wir noch was zu erzählen? Irgendwas, was ich vergessen habe, lieber Mikkel? Ja, du hast noch die ganze was richtig Zeit Wichtiges verpasst. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, erzähl, das ist auch nicht im Video, das gibt es zu exklusiv für die Podcast-Hörer. Ja, genau, also in der Nähe war so eine Kaserne und schon als wir da hinkamen, hieß es so von wegen, wer raucht, kommt auf die Fresse, weil es gibt irgendwie so Feuerwarn- oder Notfallstufen irgendwie. Ja, Brandstufe 5. Brandstufe, genau. Und wir hatten Brandstufe 5, das heißt, da kann schon jeder Funke irgendwie dafür sorgen, dass der ganze Wald in Flammen steht. Mhm. Und wir sitzen so abends bei unserem Bierchen und bei unserem Fleisch und sehen dann so in der Ferne, wie ständig irgendwelche Blaulichter vorbeifahren und sowas. Und der Sebastian, der das da veranstaltet, der meinte schon so, hä, das habe ich noch nie erlebt hier. Irgendwie, ich mache das seit 4 Jahren. Hier ist sonst eigentlich immer voll Ruhe und man sieht gar nichts und niemanden. Und ohne Witz, also alle, jede Minute irgendwie Feuerwehrwagen vorbei und irgendwelche Polizei und hast du nicht gesehen. Dann ist der andere mal losgelatscht und hat dann irgendwelche Soldaten da getroffen, die hatten wohl gerade irgendwie eine Übung an dem Abend in der Gegend. Da hat irgendjemand so Leuchtraketen abgeschossen. Das heißt, einen Kilometer weiter stand der Wald in Flammen. Und dann musste da die ganzen Löschzüge irgendwie anrücken, um das wieder gerade zu biegen. Was? Stand halt eine kurze Zeit, stand es halt nicht hundertprozentig fest, ob wir dich dann, also wenn die das halt dich in das Feuer in den Griff bekommen hätten, hätten wir halt den Wald verlassen müssen irgendwann um, weiß ich nicht, was war das, so ich glaube 11 Uhr oder sowas, ja, oder 10. So. Das wäre schon crazy gewesen. Ja. Jetzt aber mal die Frage der Fragen, wie konntet ihr grillen? Die hatten da... Achso, du meinst wegen Brandstufe. Du darfst einen abgeschirmten Grill haben. Genau, der also war so ein hochprofessioneller Grill. Das war halt wirklich ein abgeschirmter Grill, da waren Feuerlöscher und 2 Wassereimer daneben. Ja. Ach so. Also okay. Der hat halt wirklich krass drauf geachtet. Und es gab auch für die Raucher, gab es halt auch wirklich nur ganz spezielle Feuerlöscher. Eine Feuerstelle, wo sie rauchen durften. Und die haben auch echt auf den Sack gekriegt, als sie einmal da erwischt wurden, wo sie da woanders geraucht haben. Da ist er schon richtig sauer geworden. Kann man so richtig sein. Ohne Witz. Ja. Tja, es sind halt ich Raucher, will unbedingt ne? rauchen, das muss aber jetzt da gerade hier sein, wo es voll gefährlich ist. Ja. Haben wir auch kein Verständnis für. Das war auf jeden Fall echt eine lustige Sache. Tatsächlich, also es war halt echt crazy, war halt auch echt. Hast du Paras geschoben, Jay? Wolltest du schon fliehen, weil du Sorge hattest, zu verbrennen? Überhaupt kein Stück. Überhaupt kein Stück. Mikkel hat ihn ja beruhigt. Ich war mir in wirklich. Den Arm ich hab Händchen gehalten. Yeah. Bei den beiden Typen von dem Survival-Dings war ich mir sowas von hundertprozentig safe, dass mir nichts passieren wird. Ja. Jay, das ist selbst doch mal gut. Eine Apokalypse überleben. Also im Falle einer Zombie-Apokalypse würde ich gerne mit den beiden unterwegs sein. Ja.
Also Daryl Dixon ist ein Scheißdreck gegen die beiden. Tatsächlich. Klare Ansage. Die waren schon mal cool drauf. Waren echt cool lustige, drauf. Lustige Boys. Okay, cool. Ja, wird auf jeden Fall dann irgendwann ein cooles Video davon entstehen. Ich weiß nicht, Andi wird das schneiden. Wird er dann wahrscheinlich irgendwann die Tage machen, während ich im Urlaub bin. Und dann bin ich gespannt, wie euch das gefällt. Guckt auf jeden Fall mal rein. Jay ist nächste Woche, anderthalb Wochen bist du weg, oder? 10 Tage, also 10 anderthalb Tage. Wochen, ja. Vom 17. bis 27. Radars! Oh, jetzt hast du es verraten. Oh nein, jetzt können sie triangulieren. Morgen fliegst du? Nee, das brauchen die nicht mehr. Morgen fliegst du? Ja, morgen ich werde jetzt nicht mehr schlafen. Um 1 Uhr nachts fahre ich nach Köln. Ach krass, okay, alles klar. Und kommst du vorbei? Du kommst vorbei und machst Klingelstreich, ey. Klar, mach ich. Poste vorher aber deine Handynummer. Ne, die weiß eh schon jeder. Macht ja gar keinen Spaß. Okay, krass. Ja, dann ist Jay ja nachher schon direkt weg. Voll geil. Ja, endlich. Voll geil. Voll geil. Endlich. Voll geil. Eine gute Zeit, man. Ich überziehe schon 2 Stunden 43 für mein hier Wochenende und quasi Urlaub. Ja. Nee, dein Urlaub ist erst am Morgen eingetragen, mein Freund. Ja, in dem Antrag, da stand was anderes drin, Jay. Ist ja gut. Ich bin ja da. Hör mal, Sepp, Bram, ihr habt gestern das erste Mal die gedruckte Fassung unseres Pizmeet-Buches gesehen. Oh, ich kann's mal eben holen. Okay, ja, Bram hat das geschickt bekommen. Das ist das allererste Buch, was gedruckt wurde. Wer hat's abgegrabbelt? Sepp hat's jetzt. Ja. Das ist ja überraschend. Sammler-Edition. Bei der eBay. Sepp hat's schon bei eBay reingestellt. Ja. Was sagst du? Ist tatsächlich qualitativ viel hochwertiger, als ich dachte, wenn ich ganz ehrlich bin. Also so auch von der vom Bund. Die haben jetzt so. Die haben jetzt deinen Teil rausgestrichen, ne? Deswegen. Ja, und genau, und deswegen ist der Bund qualitativ hochwertig. Ja. Absolut korrekt. Also weil ich dachte, der Inhalt wäre qualitativ jetzt hochwertig. Nee, hab ich nicht gesagt. Ich mit einem Wort hab ich das gesagt. Du hast gesagt, es ist Inhalt qualitativ hochwertiger, als du dachtest. Deswegen dachte ich halt, okay, vielleicht dachtest du vorher. Ja, falsch gedacht. Weiter hat Jay schon gar nicht mehr zugehört. Falsch interpretiert, Dennis. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr hochwertig produziertes Ding, muss man einfach mal sagen. Habe ich persönlich überrascht. Also positiv, finde ich gut. Sonst der Inhalt, ja, müsst ihr dann selbst urteilen, wa, liebe Zuschauer. Ich habe das gerade vor mir, es riecht noch sehr neu. Es riecht nach Farbe und Papier, ja, kann man so sagen. Ist ja auch Farbe und Papier. Es wird, glaube ich, habe ich gestern gesehen, nochmal die Frage, es wird kein E-Book geben, ne? Nur nochmal so als Info. Weil Domi dann erstmal geschrieben hat, ja, natürlich wird es ein E-Book geben. Und ich erstmal gesagt habe, nein, es wird kein E-Book geben, weil wir uns dagegen entschieden haben. Ist ja auch ein sehr interaktives Buch, ne? Genau, weil es sonst gar nicht den vollen Umfang hat, weil es interaktiv ist, genau wie Mikkel sagt. Ja. Also da sind halt auch so Spielchen drin und so weiter und so fort. Und da brauchst du halt schon das Buch quasi, oder das ausgedruckt theoretisch, aber das wäre dann auch scheiße. Genau. Und ja, es ist ein schönes Taschenbuch. Es ist hat keinen Hartbund, sondern einen normalen Bund. Also es ist kein Buchdeckel drum. Also Taschenbuch. Taschenbuch hat normalerweise, genau. Ist ja in der Regel nicht so. Genau. Und es ist komplett in Farbe. Also es ist kein Schwarz-Weiß. Es ist komplett in Farbe. Jede Seite ist farbig, also ein sehr hochwertiger Druck und auch. Echt? Ich dachte, das wäre komplett in Farbe. Ein sehr. Ist nur jede Seite hat Farbe. Jede Seite ist in Farbe und es sind ganz viele Pizmeet-Symbole überall. Sind die auch in Farbe? Die sind auch in Farbe, in Grün. Die sind in Schwarz-Weiß. Deswegen dachte ich, frag mal nach, Peter. Das Buch hat. Wie viele Seiten hat es? Warte mal. 207, wenn ich dem Inhaltsverzeichnis trauen kann. 207 ist die letzte Seite. Da sind die Lyrics von Braminös auf Seite 207. Oh ja, das stimmt. Oh, ich habe gerade das. Auf Amazon kann man ja schon einen Blick ins Buch werfen. Übrigens kann man das Buch bei Amazon vorbestellen. Das kommt am 4. Oktober raus und kostet 9,99 €. Genau. Ja, und sucht einfach nach Pizmeet-Buch. Genau. Ja, und sonst sehr viele Bilder von uns. Dennis und ich haben gestern schon
des Öfteren auf eine bestimmte Seite, irgendwie, wenn wir das Buch aufgemacht haben, so zufällig. Ja, das ist doch voll krass. Haben wir genau das immer diese eine, und jetzt finde ich sie gerade nicht, haben wir genau diese eine Seite, ja, mit diesen skandalösen Fotos von Jay und mir, die keine Sau kennt, die noch aus unserer Schulzeit sind. Ich finde die Bildergeschichte, ah, die er aus den Kindheitsfotos gemacht hat, so behindert einfach. Ja, also, rat mal, was das ist. Oh, ist der süß. Jetzt rat endlich. Mal sehen, was passiert, wenn ich dran lecke. Glückwunsch, du hast den J-Stick aktiviert. Boom! Boah, war der schlecht. Aber Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und dazu gibt's eine Bildergeschichte. Ich glaube, das Bildern funktioniert besser, wenn du die Bilder auch tatsächlich siehst. Ja, ich wollte eine Sneak Peek machen hier. Ja, okay. Und die Bilder sind leider sehr verstörend, auch wenn ich sie angucke und ich weiß, dass ich dabei war. Aber es ist sehr verstörend, was, naja. Ich finde tatsächlich, ihr beide habt auch die coolsten Kindheitsfotos dazu beigeliefert, muss ich sagen. Ja, so Schulfotos habe, also ich habe früher immer viele Schulfotos gemacht und immer, ja, Fotos gemacht. Das war ganz, hat sich ausgezahlt, endlich. Wir haben ganz viele Fotos. Ich glaube, da ist auch ein Foto drin, wo Bram und ich in Weeze an einem Pfadfindergang teilnehmen. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Da muss ich jetzt aber hier mal. Irgendwo aber, meine ich schon. Und wo wir die Doofen spielen, glaube ich auch. Da bin ich aber auch nicht hundertprozentig sicher. War geil. Boah, wie ich den Vorschlaghammer hier. Da war, das ist mein, das erste Bild, was ich glaube, was es von mir gibt, glaube ich. Wo ich so einen 5 Kilo Vorschlaghammer bei uns in der Küche, als wir eingezogen sind, versucht zu heben. Achso, haben deine Eltern keine Fotos von dir gemacht, als du ein Baby warst? Doch, aber das ist so das erste Bild von mir, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist. Weißt du, so Babyfotos sind ja immer so bla. Ja, ja, das stimmt. Und das ist so das erste coole Foto von mir. Ja, guck dir das jeden Morgen an. Oder Jay beim Kacken mit dem Gameboy. Ja, sowas ist da drin. Oder Jay sein alter Schreibtisch, wo wir immer früher voll viel gezockt haben. Oder Jay mit einer behinderten Behrensenflasche, die an seinem Kinn klebt, weil er es angesaugt hat und bis zum Kinn runtergezogen hat. So coole Sachen kurz, sind da drin. Weißt du, was mir gerade auffällt auf der Amazon-Seite, das finde ich mega nice, gibt es Pressestimmen, ja? Ja. Und da ist ein Zitat von letsplays.de und dieses Zitat ist einfach die offizielle Beschreibung des Buches. Also das, wow, ist voll die Verarsche gerade tatsächlich. Voll die tolle Review zu unserem Buch. Ja, ich glaube, Let's Play hat auch kein Review gemacht, weil es halt das Buch noch nicht gibt. Nee, aber auch wer nicht, auch immer diese Pressestimme auf der Internetseite eingereicht hat, ist ein ganz schön fieser Typ, ehrlich gesagt. Weil das ist... Gleich erstmal eine E-Mail schreiben, ne? Ja. Das ist echt witzig. Sehr, sehr witzig. Ja, viele, viele Tipps zu Computerspielen von verschiedenen Genres. Sehr, sehr witzige Sachen. Kleine Minigames drin, wie Peter schon sagte. Ja. Also. Ja, und ihr habt ja noch ein Video zum Buch gemacht, so ein kleines, genau, Spaßvideo. Das kommt dann auch noch. Und wir überlegen noch, was wir noch damit machen. Ich hoffe, meins kommt heute an. Ja, hoffe ich auch. Wäre cool. Ja, ich hab schon eins. Hoffst du auch, dass dein Exemplar heute ankommt? Ja, hier das von Bram, das werde ich schön in die Ecke legen. Ja, gestern haben wir halt was aufgenommen und dann war das noch in meiner Tasche und dann habe ich das irgendwie doverweise mit. Nee, wobei, ich hoffe tatsächlich, Bram, dass du noch eine Version bekommst, weil mit dem erst gedruckten Exemplar haben wir ja was vor. Ah, ja, stimmt. Ich weiß, ich habe das gestern, weil ich angefackelt habe ich das. Das ist ein paar Mal runtergefallen auf den Boden in Schlamm. Aber. Ja, gut, das macht es nur noch exklusiver im Endeffekt. Ja, genau. Das ist eindeutig identifizierbar. Oder hier Peter beim letzten Abi-Woche, wo er sich als kompletter Kerl-Abi verkleidet hat. Also quasi as usual. Und auf dem Sessel sitzt mit einer Bierflasche in der Hand. Ja, das, also as usual, wie Bram schon richtig sagt. Eigentlich müssten wir zu dem Buch, weil zum Beispiel, wenn jemand das Buch kauft, dieses Bild sieht, weiß er nicht, was das beschreibt im Endeffekt. Das wissen ja nur wir. Eigentlich müssten wir mal so einen Podcast machen, wo wir das Buch durchgehen und zu jedem Bild, was in dem Buch drin ist, irgendwie die Story dazu erzählen und schlapplachen, wie scheiße das war. Das wäre eigentlich ganz witzig, oder? Ich habe dafür gerade das Buch zu schlecht im Hinterkopf, aber das halte ich erstmal für eine gute Idee.
Einfach so Background zum Buch. Das wäre cool. Boah, Behind the Scenes, das Kids-Meet-Buch. Ja. Der Podcast. Voll die gute Idee. Ich finde halt die Story dahinter, wenn man das Bild so sieht, ist halt, es steht in der Rubrik LAN-Szene und wir und LAN-Partys. Wo es halt hinpasst, weil wir da immer so assi waren. Aber halt dieses Bild wird halt nicht beschrieben. Und das hat halt selber schon allein eine geile Story, womit man eine einzige Seite füllen könnte. Ja, ja, lass das mal im Hinterkopf behalten. Ich finde das eine gute Idee. Ja. Vielleicht gibt es ja einen Podcast zum Buch dann. Ja. Ja, ja, schön, ne? Also, wie gesagt, Buch kann man bei Amazon vorbestellen. Und ich habe ein Spiel gespielt namens Everspace. Dazu kommt demnächst auch ein Video. Weil ich bin darauf gekommen, ich bin gestern so die Top-Liste von Steam durchgegangen. Top-Seller-Liste. Da war so ein Spiel relativ weit oben. Ich glaube, dritter Platz oder so war es gestern noch. Ist das nicht mehr, weil es aktuell viele Sales gibt von Warner Brothers. Und Everspace, da habe ich noch nie von gehört. Was machen das auf Platz 1? Und dann habe ich auch noch festgestellt, das ist von einem deutschen Entwicklerstudio. Von Rockfish Games, die in Hamburg sitzen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, und dann zockst du es einfach mal an. Und das ist echt ein cooles Spiel. Das ist so ein bisschen wie Freelancer. Ja, ist aber ganz, also ist schon deutlich anders, weil das ist halt ein Roguelike. Also sowas wie FTL oder The Binding of Isaac. Okay. Also das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass du in einer, also du startest immer in so einem sehr, sehr übersichtlichen, also ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll, in sehr, sehr übersichtlichen Galaxie, sag ich jetzt mal, wo halt so ein paar Asteroiden sind, vielleicht Gegner, vielleicht Schiffe oder alles Mögliche kann da sein. Und du fliegst dann halt immer die nächste Galaxie an, bis du irgendwann stirbst. Und da passieren halt die verrücktesten Dinge auf dem Weg. Und wenn du gestorben bist, kannst du alle Credits, die du in diesem Weg eingesammelt hast, kannst du in Upgrade stecken. Und dann kannst du dein nächstes Leben beginnen. Cool. Und das machst du dann wieder und du hast dann zwischendurch Entscheidungen und bla bla bla. Also es fühlt sich echt cool an, sieht wunderschön aus und alles macht da Laune. Und du musst halt immer so versuchen, so weit wie möglich zu kommen und lernst dann immer mehr über die Welt. Aber das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass du verrecken wirst. Am Anfang bin ich sehr, sehr schnell gestorben und dann aber so langsam geht's dann besser. Und als ich dann mein Video dazu gemacht habe, habe ich sogar echt lange überlebt. Und das ist tatsächlich, also ein kleines Spiel, was bei mir komplett aus dem Nichts kam und mir richtig Laune gemacht hat. Das sieht sogar aktuell gerade aus, so gut aus, als ob ich das mir sogar holen würde. Ja, frag den Fabian, denn das ist, die offizielle Partner sind GOG. Cool. Also dann frag mal gleich ein paar mehr Keys an. Ohne also es sieht, also Freelancer habe ich super gerne gespielt, halt rumfliegen, ja, aber ballern. Du musst bedenken, ja, es gibt keine Story, ne? Ja, es also, gibt keine Story, aber das, was ich hier sehe und während du das beschreibst. Nicht wie bei Freelancer. Ich, bei Freelancer gab es echt eine Story, ne? Ja, aber nicht da, was wir gespielt haben. Ja, das ist richtig. Aber der Singleplayer-Modus war full-fledged out Story. Ja. Und hier gibt's halt ein bisschen Story. Und das ist auch noch Early Access, das muss man auch dazu sagen. Ich finde, das sieht halt super geil aus und du kannst halt alles angreifen. Das ist also das, was drin ist, das Spiel an sich funktioniert komplett. Aber es fehlen halt noch Features, die damals in der Kickstarter-Kampagne angekündigt wurden. Wie zwei neue Schiffe kommen noch. Okay. Beispielsweise. Aktuell kannst du nur ein Schiff steuern. Und die Story soll tatsächlich, es sollten dann eine Story geben. Mittlerweile ist das mehr so, okay, du kommst in eine dieser Galaxien rein und du siehst halt irgendwie so ein kaputtes, zerstörtes Raumschiff, das da so durch die Gegend wabert und das durchsuchst du da so ein bisschen, findest ein, zwei Sachen und währenddessen erzählt dir halt so eine KI-Stimme, die immer mit dir kommuniziert, so, ja, da gab es krasse Kriege zwischen dem und dem und bla bla bla, habe ich aber alles nicht drauf geachtet, weil hatte ich keinen Bock drauf. Aber das hat, ich finde das ganze Prinzip immer, also ich mag dieses Prinzip so. Du musst halt immer Ressourcen sammeln, damit du in die nächste Galaxie kommst und dann kannst du dich noch entscheiden, willst du dahin oder willst du dahin gehen. Hättest du mir das gestern mal gesagt, dann hätte ich das gestern direkt angefangen, ey. Ich habe gestern mit God Eater angefangen, aber das ist auch ganz nice. Aber ja, gestern haben wir uns nicht mehr unterhalten, du Bitch. Ja, ich weiß, aber hätte ich das gewusst, weil ich gestern nach einem neuen Spiel gesucht habe, hätte ich. Ja, du wusstest ja auch nicht, dass du nach einem neuen Spiel gesucht hast. Ja, geil. God Eater? Was ist denn God Eater? God Eater ist so ein bisschen Richtung Monster Hunter, so ein Anime-Spiel. Oder, ja, doch, Richtung Monster Hunter geht's. Aber, ja, das hatte ich mir mal rausgesucht. Und dann habe ich noch ein Spiel gespielt, das nennt sich Safety First. Also, das ist eigentlich so ein Bullshit-Spiel, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Man, keine Ahnung, er hat mich so im Entferntesten an Happy Wheels erinnert, weil du halt mit einer relativ bescheuerten Steuerung so physikmäßig eine Figur bewegen musst. Und das habe ich nur deswegen gespielt, nicht nur, weil wir davon eine Version geschickt bekommen haben, sondern weil ich eine persönliche Variante geschickt bekommen habe, wo die Hauptfigur mein Gesicht hat. Also das haben die Entwickler absichtlich gemacht, um halt mich zu cachen wahrscheinlich, damit ich davon ein Video gemacht mache, hat natürlich direkt geklappt. aber das Spiel hat echt Laune gemacht und das hat mich verwirrt, weil das wird relativ schnell sehr, sehr herausfordernd, also in dieser Art Geschicklichkeit. Und hat mich dann auch motiviert, weiterzumachen. Also das Video ist viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Am Anfang, ich dachte, ich mache halt so ein 10, 12, 13 Minuten Video raus. Aber es ist jetzt irgendwie so 26 Minuten geworden, weil ich irgendwann auf die Uhr geguckt habe und gemerkt habe, oh ja, so langsam soll es mal aufhören. Aber Kann es sein, dass du die ganze Zeit in irgendwelche Löcher pissen oder kacken musst? Nein, deine Magical Yellow Repair Liquid musst du benutzen, um die kaputten Kabel zu fixen. Ja, also okay, jetzt habe ich die Story verstanden. What the fuck, ja. Deine Magical Repair Liquid? Ja. Ja, Magical Yellow Repair Liquid, was also, zufälligerweise aus etwas rauskommt, was aussieht wie dein Penis, musst du benutzen, um Kabel zu fixen, ja? Ja, und das Kabel, das sieht so aus wie einfach ein Loch, wo du reinpisst. Ja. Aber, ja. Also ist eigentlich super trashig, aber es hat mich sowas von positiv überrascht, weil das echt Laune gemacht hat. Ah, ist halt so mal, wo man ein, zwei, wenn dein Kopf da drauf ist, ich glaube, dann macht das nochmal viel. Kostet nur 3 €, also. Von daher. Cool. War ganz nice. Dann habe ich diese Woche das erste Mal Dschungelbuch geguckt, was ich einen viel besseren Film fand, als ich dachte. Also den neuen Dschungelbuch. Mhm. Wollte ich auch nochmal kurz sagen. Und gestern habe ich noch hier, wie heißt der Film noch? Scheiße. Der Captain America 3 quasi, Civil War. Oh, den hast du noch nicht gesehen? Den hatte ich noch nicht gesehen, ne. Und der hat ja voll die guten Bewertungen bekommen und ich fand ihn gar nicht mal so gut. Ja, war ja so durchschnittlich. Also der hat fand ihn ziemlich geil. Ich fand die Story sehr plump. Ja, genau, fand ich auch. Also die Story hat mich leider ein bisschen. Aber sonst war der gut gemacht zumindest. Und die Charaktere waren alle geil. Ja, gut gemacht. Also, was tatsächlich für mich ein Highlight in dem Film war, war Spider-Man, muss ich sagen. Ja. Der war wirklich witzig. Ja, richtig. Ach, wobei ich sehe gerade, der hat eine Metacritic von 75. Ja, da könnte ich mich sogar anschließen. Der, ich habe nur bei, also ich habe den Film halt über Apple TV geliehen und da siehst du immer nur die Rotten Tomatoes-Wertung und der hatte der 90%, was ich dann etwas übertrieben fand, nachdem ich ihn gesehen habe. Aber 75 finde ich vollkommen okay. Ja, das war so ein bisschen mein Medienkonsum diese Woche. Ich habe The Conjuring hab ich geguckt und Conjuring 2 hatte ich letztens mit meiner Freundin im Kino geguckt. Kann ich nur empfehlen. Das muss ich erst googeln kurz. Der ach, das ist ein Horrorfilm. Geil. Das woran ein Horrorfilm. Könnte das nur liegen, dass du diesen Film geguckt hast? Bei dem Namen. Wie ist er nochmal? Conjuring. Alles klar. Warum? Ach so. Okay. Okay. Bist du ein Penner? Aber wird's Conjuring ausgesprochen? Ich hätte jetzt eher Conjuring gedacht oder so. Ich fand das schon sehr geil, wie Zack den ausgesprochen hat. Ich finde das reicht. Conjuring. Die ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, okay, ich mag keine Horrorfilme. Ein guter Horrorfilm. Also es ist nicht, geht nicht darum, dass halt Mord und Totschlag ist und alles wird platt gemacht, sondern es geht um paranormale Aktivitäten, um Dämonen und sowas. Es gab irgendwie ein Pärchen, das in den 60ern oder so so Vorkommnisse untersucht hat und da auch viel dokumentiert wurde, dass halt da wirklich irgendwie was passiert sein soll. Und das haben die im Film aufgearbeitet und natürlich noch ein bisschen untermauert mit Effekten und haben sich aber relativ viel auch an die Vorlage, also an die wirkliche Vorlage gehalten und haben das natürlich ein bisschen ausgeschmückt. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr spannend. Und von der Story auch wirklich sehr gut. Also auch ein sehr guter Storyfilm. Wenn man nicht nur Horror möchte, sondern auch noch einen guten Film dabei. Sieht man ja seltener leider.
Waren der Plot, sind in einem Ledersack hinterhergelaufen? Nee, kreuzen. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass South Park verschoben wurde? Ja. Nee. Nee. Wird im ersten Quartal irgendwann 2017 erscheinen. Also auf nächstes Jahr ist es verschoben worden. Sollte ursprünglich dieses Jahr noch erscheinen. Haben die aber Gründe angegeben? Was ach, das rum? Übliche. Na, wir wollen es verbessern. Wir brauchen mehr Zeit, um das Spiel besser. Bla. Ja, hätten sie doch mal nicht 3 Monate in die Nosulus reingelegt. sondern vielleicht in das Spiel. Naja. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Ist auch gar nicht so schlimm, finde ich tatsächlich, weil dann habe ich noch einen coolen Titel dann im Frühjahr. Wollte gerade ja, sagen, finde ich auch nicht so schlimm. So viel besser, wenn weil, ein paar Titel in Alter, im Frühjahr reinrutschen. Was jetzt, wenn ich aus dem Urlaub komme, was da rauskommt, ich weiß gar nicht, was ich zocken soll. So viele Sachen sind das, weil ich zuerst zocken soll. Was ist das eigentlich jetzt, wo du so schön deinen Gearscore für WoW hochgezogen hast? Und während du im Urlaub bist, kommt doch Karazhan raus, oder? Weiß ich nicht, irgendwann dann. Ja, du musst ja halt nachfahren. Ja. Und vor allem kommen dann halt die anderen 15 Spiele noch raus. Ja, genau. Wer weiß, ob ich überhaupt danach noch WoW tatsächlich zocke. Tja, das also, wird sich dann zeigen. Ne, macht mir halt jetzt gerade viel Spaß, aber wenn ich wieder aus dem Urlaub komme, ist Forza da, was wir auf jeden Fall, okay, wahrscheinlich hauptsächlich nur, werde ich das hauptsächlich in den Aufnahmen zocken. FIFA kommt dann raus, ja, dann irgendwann ist es dann soweit, dass dann Battlefield auch schon rauskommt. Und dann Call of Duty und dann Final Fantasy. Dann habe ich erstmal, glaube ich, genug. Wer weiß, was dann auch noch alles rauskommt, was ich jetzt gerade mal nicht aufgezählt habe, was ich vergessen habe. Wann kommst du nochmal wieder? 27. 27. Ach, das ist ja genau der Tag, bevor sie rauskommt, offiziell, glaube ich. Genau. Oder? Irgendwie so was. Ja. 2 Tage später FIFA. Oh, Mafia kommt am 7. Oktober auch raus. Ja. Guck mal, oh, das ja. kommt. Alter. Und 4 Tage später so kommt Gears Titel. Of War 4. Hm. Auch nochmal so ein kleiner Titel. 21. Oktober Battlefield. Und ja. Civilization, das neue. Und der Landwirtschaftssimulator kommt auch 4 Tage später. Das ist ja, sehr okay, das sind Aufnahmesachen, aber weißt du, dann, sowas wie South Park würde ich halt persönlich eher privat spielen. Ja. Weil das halt ja, dann das machen Christian, ja Dennis und Christian und Dennis ja. machen, ja. Deswegen bin ich eigentlich echt froh darum. Meinetwegen könnte auch noch sich ein Titel verschieben. Außer das ist Final Fantasy. Der soll jetzt rauskommen, bitte. Aber sonst kann sich doch irgendwie gewesen, so, ja. meinetwegen Gears of War oder Mafia könnte sich meinetwegen auch noch verschieben. Final Fantasy, wann soll Final Fantasy rauskommen? Ich glaube Ende November. Okay, ja, bis dahin ist da noch ein bisschen. Ja, wir hatten noch keine Version zum Anspielen bekommen. Sehr frech. Oh. Richtig also frech. Bei dem Wald-Event meinst du jetzt? Genau. Da gab es keine Anzugstation. Komisch, ne? Boah, echt frech. Ja, komisch ohne Strom. Ja. Mich hat schon gewundert, dass ich überhaupt Handyempfang habe. Okay, ich hatte euch vorm Podcast gebeten, einen Trailer anzuschauen fürs neue Call of Duty. Oh, ja. Habt ihr ja auch alle fein gemacht. Natürlich. Und was haltet ihr davon? Die Story sieht ziemlich fett aus. Die haben sich richtig viel Mühe mit der Story gegeben und haben richtig coole Charaktere da reingebaut, finde ich. Der Harrington ist böse. Was das ist da falsch? Egal. Das ist doch voll Wurst. Ist trotzdem eine geile Ungewohnt. Story dann damit. Voll ja, also ich habe einen Trailer gesehen ach, zu dem. Fuck, das war. Oh mein Gott, das habe ich ja überhaupt nicht gecheckt. Oh, Peter. Ja, John Schnee. Alter, das hast du direkt doch gesehen, Alter, Jon Snow war. Ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, ja, vor, allem, ich dachte vor allem, nur ja. deshalb bist du so gehypt von dem Trailer gewesen, weil du da voll, überhaupt voll nicht. Feierst. Okay, ich bin gehypt von dem Trailer gewesen, weil die, keine Ahnung, die Marketingkampagne für das Call of Duty verwirrt mich. Das erste Mal, dass ich, glaube ich, was richtig Cooles von dem Call of Duty gesehen habe, war während irgendeiner E3-Pressekonferenz, wo die das Gameplay gezeigt haben und Christian und ich lange gar nicht wussten, welches Spiel das ist. Das sah richtig cool aus. Aber dann gab es auch diese Ankündigungstrailer und so, wo ich so abgeturnt wieder von dem Spiel war und die Trailer waren auch richtig schlecht gemacht. Diesen einen Trailer, meine ich, der das zweitmeist gedislikte Video auf komplett YouTube ist. Aber dieser Trailer wiederum, das ist der Story-Trailer, von dem wir reden, der hat mir richtig Bock aufs Spiel gemacht, muss ich sagen. Ja, kann ich auch nur, also für die Singleplayer-Kampagne auf jeden Fall. Weil das scheint so, als wenn die eine richtig gute Story, richtig gute Charaktere haben, einen schönen Twist mit drin und es sieht gut aus. Weil das kann ich anhand des Trailers noch gar nicht festlegen, ehrlich gesagt. Also die Story ist ja bisher
okay, wir haben Menschen weggeschickt von der Erde, um neue Planeten zu suchen. Und dann haben die sich jetzt zusammengetan, um die Autorität der Welt zu töten. Ja, Problem, und dann was ich halt groß habe. Das ist nicht so krass, ehrlich gesagt. Das Problem, was ich halt habe, ist, dass es halt ein Singleplayer-Trailer ist von einem Spiel, wovon ich den Singleplayer seit Modern Warfare 2 nicht mehr gezockt habe. Genau, ich auch nicht, so, aber da werde ich den Singleplayer spielen. Ich bin, also das glaube ich fest. Ich werde mir mal einen Abend nehmen, 4 Stunden, und dann werde ich mir mal diesen Singleplayer-Kampagne komplett durchgeben. Diesen Singleplayer-Kampagne? Ja. Yeah. Weil das sah echt mega nice aus. Das hatte ich nämlich schon lange nicht mehr, dass ich bei einem Shooter Bock auf die auf Singleplayer-Kampagne hatte. Das letzte Mal, glaube ich, bei Wolfenstein. Und das war auch echt gut. Doom hat mich relativ schnell relativ kalt gelassen. Vielleicht, weil da auch so viel anderer Shit kam. Was aber ich glaube, von euch hat auch niemand Doom durchgespielt. Nee. Tatsächlich nicht. Nee. Da kam aber auch irgendwas anderes. Ich meine auch. Das ist auch sehr schnell wieder untergegangen, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber das kommt auch auf die Leute an. Ich höre immer den Podcast von Giant Bomb und die reden immer über Doom, Spiel des Jahres, bla bla. Und nicht mehr so, nein. War aller Liebe, aber nein. Ich habe es ja angefangen zu spielen. Es war auch okay, aber nein. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein Päuschen und sind dann gleich wieder da mit den E-Mails. Also bis gleich. Hi, ich bin Anna. Hi Anna, ich bin Christian Grey. Hättest du Bock, dich von mir stalken und sexuell erniedrigen zu lassen? Ja, aber nur, wenn du danach richtige Gefühle für mich entwickelst. Deal. Ende! War euch diese Zusammenfassung von 50 Shades of Grey nicht professionell und sexy genug? Dann geht auf audibletrial.com/peatcast und meldet euch für einen kostenlosen Probemonat an. Dann könnt ihr euch das richtige Hörbuch von 50 Shades of Grey besorgen und mit offenen Schenkeln die erotische Stimme der Sprecherin genießen. Wenn ihr euch über audibletrial.com/peatcast anmeldet, bekommt ihr ein Hörbuch komplett umsonst und könnt auf all euren Geräten gespannt lauschen. Und das Beste ist, dass ihr den Probemonat ohne Probleme mit ein paar Klicks kündigen könnt, wenn es euch nicht gefällt. Ich hab's selbst ausprobiert. Also meldet euch unter audibletrial.com/peatcast an und unterstützt den Peatcast. Wir sind zurück mit dem Peatcast. Wir beginnen mit einer E-Mail von Simon. Ach ja, übrigens, bitte schreibt E-Mails an peatcast@peatsmeet.de. In der vergangenen Woche kamen sehr, sehr wenige und wir brauchen mehr geilen Scheiß. Aber gut, die erste kommt von Simon. Mich interessiert es brennend, ob auch Menschen aus nicht deutschsprachigen Ländern eure Videos schauen. Ist das so? Wenn ja, aus welchen Ländern? Und wie viele? Eventuell auch abonniert? Fragezeichen. So, das muss ich jetzt mal kurz raussuchen. Müsste man doch eigentlich einen Blick in die Google Analytics werfen können, oder? Ja, das versuche ich gerade nämlich zu tun. Größtenteils sind es die deutschsprachigen Länder halt, ne? Tatsächlich. Also, logischerweise. Bist du schon da? Wo kann ich das denn sehen? Verdammt. Ist das Demografie? Nee, aber halt Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein. Würde ich jetzt unter die Top 5 so spontan schätzen. Würdest du? Okay, ja gut. Wiedergabeort. Aha. Nee, scheiße, das ist auch wieder was anderes. Ich habe das doch schon mal irgendwo gesehen. Soll ich jetzt gucken gehen? Also ich bin gerade drin, aber ich glaube, ich bin gerade der Einzige, der sucht und den armen Simon hier, um seine Fragen zu beantworten. Ich mach nicht schon, aber mein Internet braucht gerade ein bisschen. Bei Demografie sehe ich nur die Altersklassen. Das ist, die mit Abstand meisten sind 18 bis 24 Jahre. 43% unserer Zuschauer. Das kann ich sagen. Aber wo kann ich gerade nicht sagen? Ich bin gleich soweit. Analytics. Einnahmen, nee. das müsste doch unter Demografie irgendwie. Ja, das dachte ich auch. Aber das scheint da nicht zu sein. Haben die es rausgenommen? Aber ich weiß auch, dass es mal da stand. Irgendwo. So, wir wollen doch wissen, wie viele Leute uns abonniert haben, die nicht aus Deutschland kommen, ja? Und wie viele unserer Views nicht aus Deutschland kommen. Okay. Also. Der Bram weiß Bescheid. Ja. Sobald
die Analytics nicht abstürzen, weiß ich direkt. Ja, da. So, wir haben über 100.000 Abonnenten in Österreich, 75.000 Abonnenten in den Vereinigten Staaten, 55.000 Abonnenten in der Schweiz, 52.000 aus einer unbekannten Region. Alles klar. Ja, Nordkorea. Liegen keine Informationen zur geografischen Herkunft vor. Brasilien 26.000, Vereinigtes Königreich 22.000, Russland 19, Frankreich 16, Italien 13, Türkei 11, Japan 11, Spanien 11, Mexiko 11, Polen 10. Und der Rest wird langsam unwichtig. 10 oder 10.000? Ja, immer 10.000. Also immer, das waren immer Cars. Boah, geil, ey. 11.000 Leute in Mexiko. Viele Brasilianer. Ich glaube, das sind keine Brasilianer. Ich glaube, das sind Deutsche, die in Brasilien wohnen. Ja, glaube ich auch. Vielleicht wegen Olympia jetzt, oder Paralympics, dass so viele da sind und waren und uns dann geguckt haben. Also, wie ihr seht, von 2 Millionen ist das ja eher ein Witz, würde ich sagen. Also, sehr, sehr wenig Leute schauen uns da. So, nächste Frage kommt von Sebastian. Hi, mein Name ist Sebastian und ich besuche die 10. Klasse auf einer integrierten, ja, whatever. Also, um auf meine Frage einzugehen. Ich wollte euch fragen, was ihr von den sogenannten Stimmsynthesizierer Vocaloid Vocaloids sind voll cool. Nee. Er hat geschrieben Synthesizierer. Ach so, okay, ja, gut. Was wir von dem Stimmsynthesizer Vocaloid halten. Kennt ihr Vocaloid? Ja. Nö. Okay, Bram kennt das. Bram, erklär uns das. Vocaloids sind komplett, also es gibt zum Beispiel in Japan, also es ist ein japanischer Trend, da Vocaloids sind animierte Stimmen, die komplett ohne das Zutun menschlicher Stimme generiert worden sind, also rein am Computer generiert, aber die halt wirklich sprechen und singen. Und dazu gibt es dann halt auch Figuren, die tatsächlich Konzerte geben. Ich schick mal ganz kurz zumindest einen Eindruck habt. Mal gerade. Weil ich wusste das auch nicht. Und der Sebastian erklärt es ja auch in der E-Mail. Und deswegen, ich fand das so faszinierend. Das ist cool. Manche Vocaloids sind richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, also das ist halt im Endeffekt ein Programm quasi, wo du halt sagen kannst, okay, das ist der Text, das ist die Melodie und so soll das ungefähr betont werden. Und dann macht er das. Dann singt er das. Also das Programm singt das komplett. Und wenn du clever bist, dann machst du dir noch so, der Sebastian nennt es Maskottchen. Also du malst dir dann halt so Figuren oder animierst so Figuren, die du dir selber ausdenkst, die das dann quasi singen als die Stars. Ja, und manche sind sogar so bekannt, dass sie Konzerte geben. Dann ja, stehen das die halt schreibt er nämlich auch. Dann, die stehen so in der Mitte auf so einer LED-Säule, sag ich mal so. Könnt ihr euch noch an das Gorillaz-Konzert erinnern, wo die auch nur über LED die ganze Zeit mit Madonna das gemacht haben? Nee. Ah gut, okay, macht nichts. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, so eine runde LED, also solche Sachen funktionieren ganz oft auch über so eine Mittelbühne. Also nicht so ein typisches Konzertverhalten, so eine Bühne und die Masse steht davor, sondern eher, du hast halt die Halle und in der Mitte ist die Bühne und die Leute können überall drumherum stehen. Und da gibt's dann halt eine LED-Säule drauf, sodass man halt quasi von allen Seiten aus das sehen kann und die Figur wird darauf halt animiert und sieht dann halt so aus, je nach Perspektive, als wenn die sich halt auch drehen würde und so Geschichten. Okay. Ich habe auch gerade in TS einen Link geschickt, das bringt unseren Zuschauern noch nichts, aber das ist mehr so eine Art klassisches Konzert, wo halt vorne auch eine LED-Wand ist und da die Figuren drauf sind und da drüber sind ein paar Leute, die live auf Instrumenten spielen. Genau, aber die sind quasi nur die Begleitband, weil der Star ist ja der jeweilige, in dem Fall als Suki Kiyomi. Die beiden Sänger. Ja. Krass, ja, genau. Die animierten Figuren. Und das finde ich so faszinierend einfach. Ja, ne? Und du musst überlegen, weißt du, wie voll die Halle ist, weißt du? Ja! So, what the fuck? So, es ist ein Blick in die Zukunft. Alter, ich bin nicht so sicher, ob das ein Blick in die Zukunft ist. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, da Video, was du zum Beispiel geschickt hast, das ist ja schon von 2013, das Konzert. Und Vocaloid selbst gibt es ja auch schon noch mal ein bisschen was länger. Ich glaube, das ist eher wieder so ein weirdes Japan-Ding, was ich persönlich irgendwie cool finde, aber es ist trotzdem irgendwie natürlich total weird. Meinst du, das kommt nicht in den Westen? Boah, weiß ich nicht, mein ganz ehrlich, schon. Kanye West ist doch auch so eine Stimme. Ist nur einfach ein Körper, der macht da auch alles synthetisiert, das ist er doch gar nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob Jay das ernst gemeint hat. Seit Anfang 2004 gibt es sie schon, Peter, und bis jetzt habe ich noch kein großes Konzert hier gesehen. Also vielleicht kommen sie noch,
Aber langsam. Ach, seit Anfang 2004 gibt es die. Wie abgefahren ist das denn? Ja. Okay, und dann das ist auch das wirklich, Programm. Das ist, also, glaube ich, schwieriger zu vermarkten im westlichen Sinne. Also, wenn, dann müsste es ja über Amerika reinkommen, wahrscheinlich. Europa ist da ja meistens nicht so der Vorreiter für. Ja, und was halt ist, die Vocaloids gibt es halt auch ein offizielles Programm zu, das ist kostenlos, das kann man sich runterladen. Was? Ah, okay. Also, wenn der Sebastian hat, hier schreibt, dass es auch Konzerte auch in den USA und so schon gab. Ja, bestimmt. Von jedem Scheiß gibt es Konzerte. Weißt du? Und er schreibt, die Maskottchen werden ebenfalls nicht nur für Musik genutzt, sondern für alles Mögliche. Kleidung, Cosplay, Videospiele, PR, selbst animierte Pornos gibt es von ihnen. Na gut, das wundert mich jetzt natürlich auch nicht so. Ich wollte gerade sagen, da hast du dann wahrscheinlich da mehr Freiraum, weil du ja mit denen alles machen kannst. Die können sich ja nicht wehren, quasi, die Figuren. Wenn du Kanye West hast, dann sagt er irgendwann, nee, das mache ich nicht aus PR-Gründen, da habe ich keinen Bock drauf. Und da die Figuren, die ja zum Leben erwecken, mit denen können die ja alles machen. Die können die ja vermarkten, wie die wollen. Das stimmt. Das ist halt nochmal was anderes. Aber ich finde das verrückt. Ich finde das auch verrückt, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich bei uns auf vielleicht auf lange Sicht irgendwie mal hochkommt, aber es kann sich halt echt dauern. Gut anhören, glaube ich, weißt du, halt die Stimme Fall. Kann halt sich, die kann halt perfekt sein. Halt. Ja. Also die ist perfekt. Und naja, schon dann Vorteile. Fehlt der Charakter und das ist halt das, was wahrscheinlich in Amerika dann so ein bisschen fehlt. Da fehlt die ganze High Society-Scheiße, die dahinter steckt. Dass du keine Skandale, nix gibt ja da. Kann man ja provozieren, wie beim Wrestling. Ja, aber ich glaube, dafür ist halt der Markt noch zu konservativ, dass man da sagt, boah, ich muss da auf jeden Fall sowas machen. Das wäre halt mega nice, wenn so quasi ausgedachte Programme also wenn die Entwickler davon anfangen, ihre Programmfiguren, Maskottchen, dass dann noch so eine Story drumherum gestrickt wird. So, der ist jetzt mit dem zusammen, weißt du? Ja. Und nee, jetzt zerstreiten die sich und jetzt haben die ein Kind bekommen, weißt du? Und in 2 Jahren ist das Kind auf einmal so voll der bekannte Sänger. Ja. Alter, das ist noch voll das ausgenutzte Potenzial da. Muss nur ein paar Billo drin. Ja, wir wissen ja gar nicht, ob es sowas in Japan nicht vielleicht schon gibt, weißt du? Ja, das stimmt. Sein. Also, ich weiß das zumindest jetzt nicht, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass was hier, Kriai, Alter, hat jetzt ein Kind gekriegt mit dem und den, boah, der hat mich am Arsch, hat voll die andere beschissen. Da gibt's da so die bunte, nur über Vocaloids. Vor allem, die Szene ist ja viel, die kannst du ja auch viel schneller voranschreiten lassen. Dann kriegen die halt ein Kind und in 2 Jahren ist das halt ein Teenager. Peng. Ja, genau. Ja. Das ist ja, oder in 2 Wochen. Krass. Ja, du darfst es ja auch nicht zu schnell machen, weil dann verliert es an Bedeutung ja zu schnell auch. Du willst ja über Zeit auch was großziehen. Ich finde es halt krass, wie groß das tatsächlich krass. In Japan ist. Also, ja. Die sind auch noch schon weird, ey. Ja. Fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, glaube ich, für das ganze Thema. Mir fehlt die Fantasie, das ist eine falsche Formulierung. Du vermisst in dieser ganzen Geschichte die Menschlichkeit. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, sowas in einer Halle anzufeuern. So eine Projektion, so. Ja gut, aber was feuerst du in Hallen an? Menschen. Ja, tust du das? Ja. Okay, verdammt. Verdammt. Ja gut, dann hat das nicht geklappt. Ja, okay. Ja, deswegen fehlt dir halt die Menschlichkeit. Pechi Hatsune Miku ist ein weltweit bekanntes japanisches Idol. Was? Vor allen Dingen, wie kann sowas ein Idol sein? Das ist nicht mal ein Mensch. Weiß gar nicht, aber das Geile ist, es gibt ein eigenes Wikipedia-Artikel zu japanisches Idol. Achso, vielleicht heißt das Wort bei denen was anderes. Ich bin gerade dabei. Okay, kommen wir zu einer blöden Frage von Niklas. Den 12 zum Gruße, liebes Podcast-Team. Ich hätte eine zwar irrelevante, aber vielleicht auch sehr interessante Frage. In der Geschichte des Films wurden einige einmalige Sportarten erfunden, wie beispielsweise Quidditch oder Basketball und so weiter. Welche neue Sportart oder Kombination aus Sportarten würdet ihr gerne mal auf der großen Leinwand sehen? Ich wäre gespannt, ob ihr da auf lustige Ideen kommt. Mhm. Nächste Frage? Also ich fand klar. Auf der Gamescom... Wir sind so unkreativ. Ja, merke ich auch gerade. Schon, kennt ihr dieses Tischtennis mit dem Kopf? Ja. Das gab es auf der Gamescom. Das gab es auf der Gamescom und das habe ich zum ersten Mal live gesehen. Sonst siehst du es ja immer nur irgendwie im Fernsehen oder so. Aber live sieht das echt dämlich aus. Also,
weiß nicht. Fand ich irgendwie weird. Das wäre so ein Squad, der echt Rangers. Also der von außen halt echt komisch aussieht. Weil du die ganze Zeit mit deinem Kopf über der Platte hängst und dann versuchst irgendwie da den Ball drüber zu luppen. Also ich finde, Sportarten sind mittlerweile viel zu safe. Also Beispiel Formel 1, so. Das muss wieder gefährlicher alles werden. Und ich finde, dass die Filme haben da schon, gehen da schon in gute Richtung. Sowas wie Death Race oder so. Podracer, ist auch super. Death Race wäre echt mal geil. Ich weiß nicht, ob wir für Podracer schon die vernünftige Technologie haben. Aber Death Race, weißt du, es muss halt um ein bisschen was gehen. So, und die Sportler sind alle auch nicht mehr so, weißt du, da motiviert die Topen nur noch. Ja, genau, weißt du, es sind alles so gesichtslose Leute, die einfach nur Leistung bringen. Wo bleibt denn mal der Lebemann? Wo ist in der Formel 1, wo sind die Leute, die... Weißt du, wie hieß nochmal der Niki Lauda-Kontrahent von damals? Der Brite, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Ich würde sagen, dass ein Lewis Hamilton keine Persönlichkeit hat, gerade der... Keine Ahnung. Ein langweiliger. Du kennst dich einfach mit der Formel 1 im Moment gar nicht aus. Ich finde auch, dass er keine Persönlichkeit hat. Die sind viel zu gelackmeiert alle mittlerweile. Ja, genau. Alles klar. Ich laber Bullshit, darauf wollte die Frage doch hinaus. Aber ihr seid alle nicht in der. Ihr habt alle keinen Bock, aber ich merk's schon. Nee, ich hab Bock. Ich hab dir zugestimmt, Peter. Wenn ich eine Idee habe, ja, dann versuche ich da selber Geld draus zu holen. Ach so, also, das heißt, wenn du auf die Idee kommst, mit fliegenden Besen durch die Gegend zu reiten, ja, dann versuchst du da selber Geld draus zu holen. Was meinst du, wenn ich einen fliegenden Besen hier in der Kammer hätte, ja? Und wow. Ich damit dann Quidditch machen würde. Weißt du, wie schnell ich Millionär wäre? Ja, aber du wärst auch Millionär ohne Quidditch. Ja. Du wolltest nur den scheiß fliegenden Besen. Ja. Ja. Und vor allem wärst du der Einzige, der einen scheiß fliegenden Besen hätte und würdest alleine mit dir Quidditch spielen. Und der würde trotzdem verlieren. Wie auch immer. Aber, ja, damit zur nächsten Frage. Ja, damit zur nächsten Frage. Zurück ins Hauptstadtstudio. Keine Ideen hier rausspinnen. Aber du kannst mir gerne noch mal ein paar in peatcast@peatsmeet.de rausballern. Ja, ein paar gute Geschäftsideen. Von Pete kommt die nächste Frage. Moin aus dem Norden. Wie ich heiße, tut im Moment nichts. Ach, scheiße. Nein, er gibt sich als Trucker Pit aus, Peter. Egal, aber ich bin 14 eindeutig. Und ich habe eine sehr komische Situation auf einer Autofahrt mit meinen Eltern gehabt. Mir war langweilig im Auto und ich habe euren Podcast Nummer 47 gehört. Wisst ihr noch am Ende der Abi-Witz? NSDAB verbrennt die Duden. Ich hab mich übelst darüber beömmelt und circa 10 Sekunden lautstark gelacht. So ein richtiges Dennis-Lachen. Naja, jedenfalls fragten meine Eltern. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls fragten meine Eltern. Ach so, jetzt welche. Über was lachst du denn da so laut? Ich, immer noch voll am Feiern, erzähle den Witz. Meine Eltern reagieren auf einmal komplett geschockt. Oje. Das ist aber überhaupt nicht witzig. In der Öffentlichkeit sind solche Witze strafbar. Die haben mich dann mit Nachdruck gebeten, diesen Spruch nie einem Freund zu erzählen, da er weiterverbreiten könnte, dass der von mir sei und das unseren Ruf schädigen könnte. Sie haben mich dann unreif genannt und sind dann in leicht abwertendes Stillschweigen verfallen. Meine Frage nun, sind wir zu unreif oder haben meine Eltern einfach einen Stock im Arsch? Oh, fiese Frage. Also da wir ja Picasso. Ich würde gerne den Witz mal kurz hören. Moment, der Witz war doch dieses Abi-Motto. NSDAB verbrennt die Duden. Ach, ja, oh lol, Mann. Er ist voll der krasse, böse. Er ist halt schon ziemlich schwarzer Humor. Aber ich mag schwarzen Humor. Vielleicht bin ich halt unreif. Keine Ahnung. Also es ist halt echt. Also Punkt 1, ja, wir sind definitiv unreif. Ja, komm, Peter. Aber wir sind ja auch 30, wir sind nur so reif wie 20-Jährige, von daher ist das okay. Punkt 2, Humor darf sowas trotzdem, meiner Meinung nach. Satire darf alles. Ja, aber das ist keine Satire per se, das ist einfach nur ein Joke quasi. Ja, Satire muss schon irgendwie noch einen Hintergrund haben. Ja, hat er doch. Ja. Belustigung. Aber selbst das, also natürlich kann man über sowas lachen, aber sollte lieber Mr. Anonymous, du musst halt damit klarkommen, dass manche Leute anderen Humor haben und diese Art von Humor gar nicht gutheißen. Ich find's nur witzig, dass deine Eltern Sorge haben, dass ihr Ruf geschädigt wird, weil du solche Witze machst. Und man das nicht erzählen darf und damit man nicht nachher darauf kommt, dass er den Witz quasi begründet hat. Politiker.
Und das Böse, die Wurzel allen Böses. Vielleicht ist ja hier Pit der Sohn von der von der Leyen. Boah, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das würde wahrscheinlich passen. Ihr könnt ja gerne mal eine Mail schreiben an peatsmeet@peatcast.de, weil mich würde echt mal interessieren, ob wir Kinder oder Zuhörer haben, also die müsst ihr nicht sagen, was, aber von hochrangigen Vertretern aus der Politik. Das würde mich ja echt mal interessieren. Ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern, vielleicht, ja, genau. Wenn sie Bock haben. So wie es auf Reddit mittlerweile Trend ist, weißt du, so ich bin schwuler Profifußballer, fragt mich, was ihr wollt. Und ja. Dann antworten die Leute halt da drauf. Was machen wir jetzt mal umgekehrt? Also ich habe tatsächlich, am Wochenende waren Wahlen in Osnabrück und da war ich abends auf der SPD-Party, weil einige Bekannte von mir quasi drin sind und die haben gesagt, komm mal vorbei. Der SPD hat es mich auf die Fresse bekommen. Ja, genau. Hat man. Ja, wobei, das ist was anderes gewesen tatsächlich. Ach so. Weil da, auf Twitter habe ich darum gebeten, einen bestimmten Typen im Wahlkreis Leer zu wählen. Mir ist das scheißegal, ich kenne den Typen nicht mal. Aber der hat haushoch gewonnen. Und es ging mir nur darum, dadurch, dass der jetzt... Zu beweisen, wie viel Macht du hast. Okay. Nee, und dadurch, alles dass gut. Der jetzt in Leer eingesetzt wird, ist ein Kumpel von mir als Huckepack-Kandidat ins Europäische Parlament gekommen. Okay. Und der wird jetzt demnächst im Europäischen Parlament sein. Und vielleicht kann ich den mal fragen, ob der Bock hat, nach einem Jahr oder so mal zu erzählen, was da so abgeht. Ja, oder nach Beendigung seiner Karriere. Damit der auch richtig, ja, damit der richtig auspacken Karriere kann. Wahrscheinlich durch. Wenn er einmal im Podcast nach einem Jahr Europaparlament erzählt, ist er wahrscheinlich direkt dann gefeuert. Wenn er das rauserzählen würde. Der kann auch gar nicht Schnauze. Gefeuert werden, oder? Ich glaube nicht. Nee, aber er kann halt. Ja, er kann abgewählt werden. Er kann halt Klagen kriegen, wenn er Sachen erzählt, die er nicht erzählen darf. Ja, das kann er aber auch kriegen, wenn er es erzählt, wenn er nicht mehr drin ist. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Egal, wir haben keine E-Mails mehr bekommen. Ja, aber gut, Moment, dann letzte dann Woche. Pack ich kurz aus. Noch, falls Alter, du von letzter Woche nicht hast. Oder was? Ich pack ihn aus, Alter. Jawohl. Aus, oh, Herr, kurz rausgeholt. Oh, kurz gucken, wie ich bei Google auf Seite 2 komme. Moment, wie schaltet man das hier um? Das sind alle gelesenen E-Mails? What the fuck? Wie komme ich? Achso, ne. Wie komme ich auf die nächste Seite? Ich habe nur 50 E-Mails, die mir angezeigt werden. Ja. Hä, oben rechts sind Pfeile. Ja. Ja, aber du kannst halt beim Runterscrollen ist halt dann einfach Ende. Da hat er schon recht, das ist dämlich. Ja, aber die Pfeile sind halt oben. Also die Pfeile scrollen ja mit. Ach, das sind die Seiten. Ja, okay. Okay. Moment. Oben die Pfeile Nein. sind Seiten. Bei Bram nicht. Ich hab keine Pfeile. Du weißt nicht, wie du bei Google wie arbeitest du denn? Ich tippe immer in die, Suchleiste immer das ein, was ich suche. Meine du E-Mails weißt nicht, wie du auf die zweite Seite kommst. Na, keine Ahnung. Pass auf, bei dir steht doch oben links steht doch Google und da drüber und da rechts daneben das Suchfeld, ne? Ah, da. Ah, dann hast du die Pfeile gefunden. So. Bram entdeckt die Welt, ey. Ja, guck mal hier, die sieht man auch kaum, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, Peter Smith, was hast du letzte Woche? Welchen hat man da? Waffen ohne Lizenz. Guten Abend, liebes Pizmit-Team. Ich heiße Tjove heißt der, glaube ich. Tjove? Ja, männlich. Tjove. Okay. Schreibt er. Und ich höre bla bla, großer Fan, bla bla, Tour in Hamburg, bla bla, Baguette interessiert doch eh keinen. Ja, das war jetzt vorgelesen. Nun möchte ich aber zu meinem eigentlich wichtigen kommen. Interessiert mich schon. In Deutschland herrscht ja wie immer, wie jeder weiß, ein sehr striktes Waffengesetz, wonach nur sehr gefährdete Personen oder Sicherheitspersonal eine Schusswaffe besitzen und man sich tragen dürfen. Ausgenommen sind Schreck- und Gaspistolen etc. sehr Kleinwaffenschein. Allerdings konnte selbst ich vor 4 Jahren, damals stolze 13, eine voll mordtüchtige Waffe kaufen. Nämlich ein Rattanbogen. Heißt der Rattan oder Rattanbogen? Wie viele T's wird denn der geschrieben? Mit 2. Ich würde Rattanbogen sagen. Dann oder Rattan, ja. Okay. Dies ist zwar nur ein kleiner, klassischer Holzbogen, wovon Sepp sicher Bescheid weiß, eignet sich aber mit dem Pfeilen, Metallkappe, supi zum Leute erschießen und das sogar recht wirksam. Also wenn im nächsten derartigsten Nachhinein steht, wisst ihr, wen ihr anzeigen dürft. Meine Frage ist nun, was haltet ihr davon, dass man etwas so simplig totgefährliches Werkzeug ohne jedwede Registrierung selbst als Minderjähriger kaufen kann? Außerdem würde ich auch gerne noch wissen, wie allgemein zum Waffengesetz steht. Ist euch da das deutsche oder das viel geblamte amerikanische lieber? Also ganz ehrlich, ja, oh mein Gott, ich kann Leute mit einem Bogen killen. Wann habe ich das also letzte Mal gelesen, Bogen, dass jemand... Ich habe einen Bogen bei mir zu Hause rumliegen. Damit kann ich Leute töten, Punkt. Ja, okay. Aber wann hat das letzte Mal jemand mit einem fucking Bogen gekillt?
Aber es geht ja auch immer um weißt die du Effektivität. Kannst halt auch, so, ne? Kannst also ich auch kann auch Küchenmesser mit nehmen. Ja, echt und mal. Du kannst auch, das kann auch jeder Minderjährige ran. Das kann auch jeder in den Baumarkt gehen, glaube ich, jeder Minderjährige und sich eine Axt kaufen. Oder eine Schaufel oder ein Baseballschläger. Du hast Baseball ein bisschen Ahnung spielen. Und holst dir dann eine Kalaschnikow im Darknet. Ja, also ja, okay, dann ist aber verboten. Ja, das also, ja, okay, dann ist alles verboten. Du hast alles richtig ja, okay. gemacht. Und das ist auch verboten. Es ist auch verboten, den Bogen zu, auf Leute zu schießen. Ja. Logischerweise. Ja, das macht halt keiner. Ja. Das ist halt keine Automatikwaffe, es bringt dir nichts, der wird verwundet, der wird nicht safe getötet. Das ist keine Waffe. Du wirst ja auch gleich verprügelt, also. Das ist kein, ja genau, das im Ende, im Zweifel weicht der einfach dem Pfeil aus und verprügelt dich dann und murkst dich dann ab. Das ist so wie mit deiner Küchenmessergeschichte, dann dürftet keine Messer mehr geben. In dieser Welt. Bei einer Schusswaffe hast du halt das Problem, dass du mit dieser einen Waffe safe mehrere Leute in sehr, sehr kurzer Zeit töten kannst, ohne dass die sich wehren können. Deshalb ist zum Beispiel sowas verboten. Andererseits müsstest du theoretisch auch Autos verbieten, weil du damit durch Fußgängerzonen fahren kannst und diese alle plattfahren kannst. Okay, was war jetzt nochmal die Frage? Wie schlimm wir das finden, dass dann halt solche Dinger da kommen. Genau. Ich glaube, unser Waffengesetz ist schon ganz okay eigentlich. Ich finde das auch okay, dass hier nicht jeder hin zum Kunst mit einer Waffe rumläuft. Ich halte die Amis alle für bescheuert. Ja. Zumindest alle, mal, die dieses meinen, ja, Artikel 4 der Zusatzverfassung, Recht auf Waffe, schieß mich tot. Mikkel, du wohnst doch in Kiel, oder? Ja. Ey, was geht ab bei euch? Wieso? Giftangst in Kiel. Marzipan-Erpresser legt 3 Schulen lahm. Das habe ich auch gerade gelesen. Marzipan-Erpresser? Ja, der Marzipan-Erpresser. What? Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich habe es eben nebenbei auch kurz gelesen. Irgendwie wird hier so ein Koop, das ist so, kann man sich glaube ich so ein bisschen vorstellen, dass ja, die produzieren sehr viel Lebensmittel so für Supermärkte und so. Ja. Die werden wohl gerade erpresst von jemandem. Worum es da so geht, ist auch noch nicht so ganz klar. Man vermutet Geld. Und anscheinend erpresst er sie quasi von wegen, wenn ihr jetzt mir das Geld nicht gebt, dann jage ich irgendwelche Schulen in die Luft. Wir haben sie heute 3 Schulen hier evakuiert, weil wegen Bombendrohung. Krass. Wie abgefahren ist das denn? Gefährliches Pflaster hier, auf jeden Fall. Ja, ohne Witz. Und dann habt ihr auch noch einen Killer-Flipper bei euch in der Kieler Förde. Ja. Die nächste Geschichte hier ist irgendwie ein Delfin in der Förde. Und was machen die ganzen Leute? Die schwimmen da hin und wollen mit denen anfassen. Ey, da kriegst du auch echt Krise. Ja, und offenbar hat dieser Ostsee-Flipper einen Schweinswal getötet. Ernsthaft? Wenn ich der Bild glauben darf. Ja, wobei sie haben ein Fragezeichen dahinter gemacht. Wenn ich da draufklicke, sagt er wahrscheinlich nein. Ja. Ey, bei euch geht mehr Alter, also, richtig was ab. Und ich muss gleich mit dem Hund raus. Ja. Kann der Hund mal schön alleine machen, ey. Ja, Oskar, da guckst du doof jetzt, ne? Ja. Scheiße, ich will nicht allein raus, der hat bestimmt dann Angst, dass der Marzipan-Erpresser vorbeikommt. Oder der Killer-Flipper. Vor allem der Killer-Flipper. Ja, so habe ich ihn getauft. Die haben ihn Ostsee-Flipper genannt und das finde ich eine vertane Chance, ehrlich gesagt. Aber gut, zurück eigentlich zur E-Mail. Ja, nee, haben wir die Frage beantwortet? Ob uns das Ami-Gesetz oder das deutsche Waffengesetz lieber ist? Das deutsche Waffengesetz ist mir lieber. Logischerweise. Deutsche. Sehr gut. Ja. Hallo, liebes Pizmeet-Team. Ohne Mickel. In dieser Mail würde ich gerne Jay fragen, was er zur Bekämpfung von Schnecken im Garten mit Schneckenkorn zu sagen hat. Diese Frage frage ich, da mein Kater Schneckenkorn. Was? Achso, da mein Kater Schneckenkorn hat? Zu sich genommen hat und wie die meisten Säugetiere dafür wohl auf die grausamste Art und Weise mit dem Leben bezahlen musste. Meine Frage: Würdet ihr als Tierarzt ein Schneckenkorn im eigenen Garten benutzen oder nicht? Was ist Schneckenkorn? Gift? Schneckenkorn ist halt, was das für ein Gift ist, weiß ich nicht, aber ich habe halt schon Schneckenkornvergiftungen auch gesehen. Die sind übel. Die sind ziemlich übel. Meistens, wie er schon gerade sagte, bezahlen damit die Tiere, die das gefressen haben, mit ihrem Leben. Du hast halt deinen. Also du hast, es ist Ungeziefer, ne? Weißt du, ob ich jetzt eine Schnecke platt mache oder eine Fliege mit einer Fliegenklatsche umhau, weiß ich nicht, ob ich da, also es ist halt ein Schädling in dem Sinne für deinen Salat. Also irgendwie kann ich das dann halb verstehen, dass man sowas macht, aber halt Schneckenkorn zu benutzen, wenn du weißt, dass halt irgendwelche Katzen in deiner
Nachbarschaft sind oder irgendwelche anderen Tiere, finde ich das halt schon nicht so geil tatsächlich. Also die gehen da halt echt dran zugrunde. Gibt es denn keine Alternativen, um gegen Schnecken vorzugehen? Ich habe das nie gemacht tatsächlich, weil ich tatsächlich Schneckenfreund auch bin. Doch, früher als Kind immer gerne Schnecken gesammelt. Also so die, zumindest die mit Häusern. Nacktschnecken eher weniger. Worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, ich habe halt so, es gibt, glaube ich, so Becher eingraben, kenne ich, mit Bier füllen oder sowas. Dann plumpsen die da rein und ertrinken da so in der Art. Das gibt's halt auch, aber ich... Okay, auch nicht so freundlich. Schönste Tod, sag ich mal, ne? Ja. Ja, aber da würden Katzen zumindest nicht dran bei drauf gehen. Die Katzen würden da tatsächlich nicht dran bei drauf gehen. Also ich weiß halt nicht, was es da für... Also ich habe nie ein Anti-Schneckenmittel benutzt. In irgendeiner Art und Weise. Deswegen kann ich da auch jetzt nichts zu sagen, was man halt dagegen macht. Gibt es nicht total viele grausame Sachen, dass Schneckenkorn sehr böse ist? Die halt... Also wenn du Ameisengift oder so nimmst, die haben wahrscheinlich auch nicht den schönsten Druck. Dasselbe, dasselbe hast du auch mit oder Rattengift. Maulwürfe oder Kumarin ist auch ein ganz, ganz, ganz böses Gift, was halt verstreut wird auf Bauernhöfen oder sowas, damit die Ratten da fressen und dann verrecken. Und es gibt auch super viele Rattengift-Vergiftungen. Bei Hunden zum Beispiel, aber vor allem, weil halt dann auch irgendwelche Tierhasser das dann mit Fleisch oder sowas verpacken und die Hunde das dann dementsprechend fressen. Da gibt's echt ziemliche Arschlöcher auf dieser Erde. Also da kenne ich dann logischerweise, da kriege ich dann auch die Krise, weißt du, es ist halt schon für mich ein klarer Unterschied, sowas zu machen im Gegensatz zu Fabian. Ja. Da ist gerade mal eben der Feuermelder angegangen und keiner hat's gehört. Von nice, wenn mein Mikrofon einfach nicht darauf reagiert hat. Das ist echt uncool. Schneckenkorn. Okay. Bram. Gut, gehen wir weiter. Guten Tag, liebe Schnittchen. Am Mittwoch, den 7.9.2016, wurde der Unterricht an unserer Schule gestört, zur Freude der Schüler. Nachdem eine von unseren Mitschülerinnen etwas komisch gerochen hatte, wir hatten die Fenster weit offen, weil es viel zu warm war im Klassenraum, ich werde alle Details mit vorlesen, ging sie auf den Gang und zum Chemiezimmer gleich daneben, wo ihr mitgeteilt wurde, dass es ein Gasleck gibt und wir schleunigst aus dem Schulhaus müssten. Also sind die Schüler auf den Hof und wir haben gewartet, während ein Rettungswagen... manchen war übel, schwindelig und so weiter, und Feuerwehrautos ankamen. Später gab dann unser Schulleiter bekannt, dass wir unsere Sachen rausholen sollten und jeglicher Unterricht in dem vergasten Gebäude an diesem Tag, der noch stattfinden sollte, ausfällt. Der ganze Prozess von rausgehen, wieder reingehen, um das Zeug zu holen, dauerte etwa eine Stunde. Blöd nur für die Klassenstufe 11, ich unter anderem, die hatten nämlich Sport, also nicht in jedem Gebäude, und wir mussten trotzdem zum Unterricht antreten. Nur meine Frage, hattet ihr schon mal eine ähnliche Situation in eurer Schulzeit? Und Grüße von Nicole, Grüße an die ganzen Dullis vom Gymnasium Großheim, das wollte ich doch bitte ausrichten. Ja, das liegt in Dunkeldeutschland. Das steht hier. Aber ich kann erzählen, was ich will. Ich kann immer sagen, das steht hier. Das stimmt. Ich habe tatsächlich, kann ich eine Sache sagen. Und zwar ist mal während der Englischklausur bei uns der Feueralarm der Schule angegangen damals. Und es war mega praktisch für mich, weil ich natürlich unfassbar gut vorbereitet war. Hatten wir das nicht auch schon mal im Latein und in der Lateinklausur, dass der Feueralarm oder eine Probe losging. Ich meine schon, dass der irgendwas und wir konnten uns dann halt die ganze Zeit unterhalten, obwohl der Lehrer da nicht so viel Spaß bei hatte. Woran kann ich mich meine ich da meine, das war Latein. Ganz, ganz, ja. Mit Mr. PP, oder? Ja, genau. Ich meine schon. Ich bin mir da auch relativ sicher, dass es da irgendwie so eine Geschichte mal gab. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Surprise. Peter war ja sowieso der ganz, Streber, ganz den hat er sowieso nicht interessiert. Ja. Aber sonst Mikkel, so ein Gasleck oder sowas, hitzefrei. Your time to shine. Überleg die ganze Zeit. Mikkel war nicht in der Schule. Ach so. Die direkt übersprungen. Dann ist zu Pizmeet gegangen. Bei Mikkel gibt's eher so Baumschule und so weiter. Das ist da so gab's dann, wenn dann so Brandrodung. Weißt du, wir hatten einmal eine Bombendrohung. Aber das war, glaube ich, nicht während einer Prüfung oder so. Aber das war irgendwie, weil irgendjemand sein Abitur nicht schreiben wollte. Wir hatten mal einen Schüler gehabt, der ein Hakenkreuz auf den Tisch gemalt hat. Oh ja! Und dann die Kripo kam. Das fanden die Leute nicht so gut.
Ja. Der war nämlich immer sehr im Clinch mit dem Direktor. Ja. Das war, daran kann ich mir erinnern. Der halt hatte ausländische Wurzeln und das fanden die gerade deshalb auch nicht so witzig. Ja. Haben die den ein bisschen war interviewt, ob er denn Interessen verfolgen würde. Ja, hat er aber gesagt, ansonsten? Nein. Das ist echt so eine Frage. Also einmal hatten wir Schulunterricht. Schulunterricht, logischerweise hatten wir einmal Schulunterricht, hatten wir öfter. Einmal ist Französisch. Ein einziges Mal war ich da. Ja. Ja, aber dann hatten wir das mit der Englischklausur, das war halt cool, weil die ist dann auch nahtlos weitergeschrieben worden. Und bei uns auch. Was dann halt für mich zumindest tatsächlich den Vorteil hatte, dass ich die Möglichkeit hatte, mich kurz bei den Verfragen abzustimmen, ehrlicherweise, aber gut. Es wurde dann halt, ich meine ganz ehrlich, das war halt auch so damals so, ja, geht bitte nach draußen und redet nicht miteinander. Ja. Ach so, ja, natürlich, wir halten alle die Klappe, auf jeden Fall nicht. Ja, war eine meiner besten Englischklausuren ever. Ganz kurz sagen. Hat aber natürlich nichts damit zu tun gehabt, ja. Auch ganz wichtig. Nee. Ich habe einfach vorher krass gelernt. Wie sonst. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich auch noch nie was derartiges. Ich kann mich nur noch an eine Geschichte erinnern, die uns unser Chemielehrer mal erzählt hätte, dass zwei Schüler in der frühen Zeit noch, als das Gas für den Chemieunterricht noch nicht mit so einem Geruchstoff zugesetzt wurde, also ist halt echt schon länger her, tatsächlich bei uns auf dem Schulzentrum war das, zwei Hähne wohl offen gelassen haben und dann kam die nächste Stunde und dann einer dann mit dem Bunsenbrenner den Bunsenbrenner angemacht, da ist der Raum in Flammen aufgegangen. Boah, krass. Das ist heftig. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Hatten wir das bei uns nicht des Öfteren mal, dass unser Wetterchemielehrer ab und zu mal Experimente durchgeführt hat, die etwas stark riechend waren und dann der Unterricht in dem naturwissenschaftlichen Räumen leider ausgefallen ist? Das weiß ich nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass in dem Chemieraum immer schwarze Flecken oben an der... Die gab es auch an der Decke. Stimmt, da hat er immer gesagt, das waren Schüler, die ich nicht mochte. Weiß ich doch mal genau. Er war ein cooler Dude. Ja, die hat eine auch Stunde schon erstmal über Gott und die Welt geredet. Weiß gar nicht, ob der noch lebt, ey. Weiß ich auch nicht. So alt, damals schon gewesen. Oder sah zumindest cool. Alt aus. Er war cool. Na gut. Ich mochte ihn. Er hat gesagt, ich werde Mechatroniker. Der hatte keine Ahnung von Menschen. Nee, der hatte wirklich keine Ahnung von Menschen. Herr Peter, vielleicht hättest du ja besser Mechatroniker werden sollen. Ja, er hätte bestimmt ein geileres Leben als jetzt. Dann wärst du mit mir studieren. Was heißt das denn, Peter? Dass ich ein gutes Leben habe. Ach so. Das mich erfüllt mit Freude. Ah, okay. Gut, also ich habe keine Geschichten mehr. Gehen wir zur nächsten Frage. Ja. Moin an alle Podcast-Teilnehmer. Mein Name ist Mirko. Ich fahre täglich mit Bus und Bahn. Da passieren natürlich auch ab und zu sehr skurrile Sachen, wie besoffene Fußballfans oder Schüler, die sich mit dem Busfahrer prügeln und noch andere harmlose Dinge. Hattet ihr denn schon mal lustige, skurrile oder krasse Momente in Bus, Bahn, Taxi oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln? Ich freue mich schon auf eure lustigsten Geschichten. Heute. Peter ist immer mit dem Fahrrad gefahren, deshalb kann er wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Das stimmt. Ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren, ja. Ich vermeide Bus und Bahn so gut es geht. Und dafür steigt er sogar aufs Fahrrad. Ja, das mag man heutzutage nicht mehr glauben. Ich weiß noch, dass wir beim Fahrradfahren sind aber auch so ein, zwei Dinge passiert. Beispielsweise das Hinfallen, wenn es glatt war. Das war immer das Lustigste. Vor allen Dingen bei Blitzkälte oder wie Blitzeis. Wo du dann, du fährst halt ganz normal, fährst irgendwie so 2-3 Kilometer schon. Und von jetzt auf gleich hörst du auf einmal hinter dir, wie einer umfällt, guckst du nach hinten, schreist noch so, hä, was machst du denn? Und in der Sekunde knallst du dich selber auf die Fresse. Das war sehr, sehr lustig. Jetzt rückwirkend gesehen. Ja, wobei, wir haben uns dann direkt danach auch Schrott gelacht, tatsächlich. Aber diese eine bestimmte Straße, die war einfach schweineglatt, da mussten wir auch laufen. Voila. Ja, es war ja Feldweg, ne? Ja. Ja, ja, die ist erst viel später geteert worden. Ganz am Anfang, als ich zur Schule war, war das noch Sand. Genau, richtig. Und Sand da ist war glatt. Die schon geteert. Nein, da war nicht. Die dann schon geteert. Ach so. Genau, da war, aber irgendwann ist die geteert worden, nachdem die frisch geteert war, war die halt immer sehr glatt. Genau. Ach so. Gut. Das einzige Mal, was ich richtig Witziges hatte, war, ich musste immer eine relativ große Runde mit dem Bus fahren, weil ich am Arsch der Welt gewohnt habe, direkt an der Grenze. Und bin dann immer eine große Runde gefahren, aber die Weza-Leute, die nach Weze mussten, die waren quasi ganz am Ende, die mussten ungefähr eine halbe Stunde dann fahren, ich musste nur eine Viertelstunde fahren.
Und die Wezer-Leute waren meistens Leute bei, die aus einer etwas bedürftigeren Schule kamen. Also die bei uns in Kevlar gab es auch eine Sonderschule. Sepp sucht nach Worten. Ja, ich versuch's nett zu umschreiben. Oder das ist doch Sonderschüler. Es war eine Sonderschule. Und die waren immer, also die waren super nett, die meisten. Und dann gab es halt drei Assis dabei, die halt richtige Spackos waren und die haben. Ja, in jeder immer, Schule halt, war. Die haben halt immer den Bus auseinandergenommen, wenn sie noch zu viel Energie über hatten nach der Schule. Und dann hatten wir eine Busfahrerin, die Haare auf die Zähne hatte. Und ganz wichtige Side-Info hier. Ja, ja, weil die lässt sich nämlich nicht alles gefallen. Und dann haben die in so einem Ziehharmonika-Bus sich halt in diesen Ziehharmonika-Bereich gesetzt, wo halt jeweils auch zwei Plätze waren und haben da irgendwie Pogen gespielt oder keine Ahnung, die haben sich da gegenseitig irgendwie weggepokt und fanden das irgendwie super lustig und haben rumkrakelt und alles. Dann hat die einmal ermahnt, zweimal ermahnt und dann hat sie die bei mir hinten an der Grenze nachher rausgelassen. Was ungefähr, naja, ich glaube, ist es 10 Kilometer? 10 Kilometer ist und die hatten kein Handy und nix. Ja. Und dann standen die da bei mir an der Bushaltestelle und kamen dann. Das ist ganz schön scheiße. Darf sie das? Ja, klar. Ja, warum sollte sie nicht? Vandalen aus dem Bus schmeißen? Vandalismus? Klar. Da sind AGBs drin. Dem Busfahrer wird vorbehalten, bei Verstößen gegen die AGBs sich rauszuschmeißen. Auch als Kind musst du dich daran halten. Und, wobei, ja. Echt gute Frage. Was macht man denn dann? Einfach bei irgendjemandem klingeln und fragen, darf ich ihr Telefon benutzen? Wenn die klug genug dafür waren? Ja. Losgehen. Na, laufen. Ja, oder laufen, stimmt. Das ist tatsächlich eine Strecke, die du laufen konntest. Ich weiß im Endeffekt nicht, was die nachher gemacht haben, weil es halt eine Station vor meiner war, an der Grenze. Und da war ich sehr froh drum, dass die dann nicht alle mit zu mir getingelt sind. und die dann da einverstanden. Ja, haben die verdient. Man sollte den Busfahrer nicht ärgern. Man sollte nicht in die Hand beißen, die einen füttert. Ja. Das war sehr witzig. Warte mal, da bin ich nach Trier gefahren. Ich saß in so einem Regio, der da irgendwie zwischen Köln und Trier rumbimmelt. Da saß so eine ältere Dame drin, die. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob sie tatsächlich einen Aluhut auf hatte oder ob ich mir das so im Nachhinein einbilde. Aber die hat allen erzählt, wie sie abgehört wird und sie wird beobachtet und blub und bla. Das war schon ein bisschen freaky. Das war wie aus einem echt schlechten Film eigentlich. Aber die war völlig durch und da kam dann auch irgendwann, glaube ich, so die Polizei oder so, die dann von der Deutschen Bahn gerufen wurde, weil die war komplett durch. Ich kenne tatsächlich persönlich so jemanden, ja. Der hat den Mega-Aluhut auf, weißt du, der glaubt halt an jede Verschwörungstheorie, die der irgendwo bei YouTube mal gesehen hat. Mhm. Von Chemtrails über 9-11, über einfach alles, über die da oben, über keine Ahnung, wahrscheinlich glaubt auch an die Patriots von Metal Gear Solid und so, Also, ja, das ist echt krass, wenn dich mit jemand unterhältst und der halt immer so mit seinen Zitat Fakten kommt, ja, und du packst dir echt mal einen Kopf, weißt du, so, Alter, setz den Hut bitte ab. Weg damit. Das ist ja mega stressig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hab sogar, jetzt wo Mikkel das erzählt hat, von so komischen Leuten in der Bahn, fällt mir sogar noch eine ein, die war auch super creepy. Ich saß, das war in meiner Uni-Zeit, bin ich mit der Straßenbahn von St. Augustin nach Bonn gefahren, um dann weiter mit der U-Bahn zu fahren nach Köln, wo ich gewohnt habe. Und in Bonn, in der Straßenbahn, steigt auf einmal ich saß in einem Vierer, wo halt eine Frau mittleren Alters, ein Mann mittleren Alters, der mit Aktenkoffer von der Arbeit gerade und noch irgendwie ein Schüler, saßen wir in so einem Vierersitz. Und dann stieg ein afrikanisch-stammiger Mann ein, so Mitte 20 oder so, der dann einfach halt, weil alles voll war, dann im Eingangsbereich stand und sich an der Stange festgehalten hat. Und so nach 2-3 Minuten hat man der Frau angemerkt, wie sie etwas sehr stark nervös wurde, als sie den erblickt hat, wurde sehr, sehr hibbelig und bekam Schweißperlen auf die Stirn und war schon so, sehr unangenehm, wollte wohl flüchten, so kam einem das so rüber. und die Frau hat dann eiskalt angefangen, weil sie halt nicht weg konnte, weil die Bahn halt fuhr, und hat den Afrikaner dann beschimpft. Aber Scheiße. Nicht nur so ein bisschen, weißt du, so aufs Übelste.
von wegen, wie die denn in Afrika mit den Frauen umgehen, wie die Frauen vergewaltigen. Er kann der Typ auch richtig was für. Ja, ja, ohne Witz. Und hat ja dem, alles schuld. Und hat dem alles an den Kopf geworfen, was nur ging. Ich habe noch nie jemanden so beleidigen gehört, wie diese Frau diesen armen Mann beleidigt hat, der einfach nichts dafür kann. Nur wegen seiner Hautfarbe. Und hat wahrscheinlich irgendwie ein Trauma gehabt, wurde wahrscheinlich mal misshandelt von einem afrikanischstämmigen Mann oder was. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Das würde ich, weiß nicht, das schließt du daraus? Das unterstelle ich ihr einfach, weil sie war so gestört, sie kam einfach wirklich nicht drauf klar. Und nachdem dann alle Leute sie versucht haben zu beruhigen, so von wegen, hey, hören Sie doch mal auf, was soll das denn? Der arme Mann, der kann gar nichts dafür. Und, ne? Und die hat einfach weitergemacht. Die ist aufgestanden, wollte den dann sogar noch mit ihrer Tasche prügeln. Und dann haben die Leute die rausgeschickt und haben die aussteigen lassen. Und haben gesagt, nee, gehen Sie mal lieber. Und wenn Ihnen unbehaglich ist, hier, dann wenn Ihnen unbehaglich ist, Alter. Und die kann auch einfach sagen, dass sie Nazi ist, Alter. Ich weiß nicht. Also es kam so rüber, weil sie auch so mega verstört war in diesem Augenblick. Und so hilfesuchend aussah, als wenn sie da eine komische Erfahrung gemacht hat. Aber den typischen AfD-Wähler. Aber ich weiß, also die hatte auf jeden Fall einen Knacks weg. Ach nee, und noch eine andere Geschichte. Bonn ist so prädestiniert dafür. Ich bin da sehr viel Bahn gefahren. In der Bahn saß ich im Vierer und in dem Vierer gegenüber waren älteres Pärchen und irgendwie noch ein bekannter älterer Mann von denen und die haben sich irgendwie unterhalten und dann stiegen zwei Jugendliche ein, die so ungefähr 16 Jahre alt waren. Haben sich dann hingesetzt und haben irgendwie mit ihrem Handy Musik gehört in der Bahn und Füße auf die Sitze getan und haben sich lautstark unterhalten und meinten, ihnen gehört die Welt und sie wären die einzigen in dieser Bahn. Und das hat diesem alten Mann nicht gefallen. Und hat dann sie aufgefordert, die Musik auszumachen und die Füße runterzunehmen und bla bla. Die Jungs haben sich das nicht gefallen lassen, waren nämlich voll die Assis. Haben dann den Opi angepöbelt, was das denn soll, der soll die Klappe halten und sich verpissen, dann wäre doch nicht der Vater und das interessiert die doch alles gar nicht. Und der Opi, der hat, dem hat das nicht so ganz gefallen. Er hatte wohl Probleme damit, dass seine Autorität untergraben wurde. Und ist dann zu denen hingegangen, hat die dann angepackt, so von wegen, hey, das sind meine Enkel und jetzt zeige ich denen mal, was Manieren bedeuten und wie man sich richtig hinsetzt. Hat die dann am Arm gepackt, die Jungs sind dann völlig ausgerastet, haben den weggeschubst, der dann natürlich beim Bahnfahren direkt taumelt und hätte sich beinahe voll aufs Fressbrett gelegt. Dann haben sich dann Bekannten dazu gereiht, weil die das gar nicht lustig fanden, dass sie den Opi dann durch die halbe Bahn geschubst haben. Er hat angefangen, tatsächlich. Ja. Ich beziehe da gar keine Seite. Ich habe das nur beobachtet und habe gedacht, Leute, okay, ne, macht mal. Geht doch mal. tangiert mich bitte nicht. Und dann ist es aber nachher so eskaliert, es ging dann irgendwie 10 Minuten so, dann so eskaliert, dass die kleinen Kinder den Opa verprügeln wollten und ihm Schläge angedroht haben, von wegen, wenn du aussteigst, dann verprügeln wir dich und schubst nicht vor die Bahn. Verbal. Und haben ihn halt geschubst und wollten auf ihn los. Der eine Junge wollte den anderen etwas offensiveren Jungen zurückhalten. Also der eine hat den anderen zurückgehalten so ein bisschen. War nicht so ganz überzeugt von dieser Idee. Und den Opa zu verprügeln. Aber der eine hatte auf jeden Fall Bock. Und der Opa ist dann ausgestiegen, Bonn Hauptbahnhof, die Jungs dann hinterher und gab dann Rangelei. Und beim Aussteigen, ich musste da leider auch raus. Kriegsreporter Abstand, gemacht. Ich habe ein bisschen Abstand gehalten, weil mir da zu windig war. Und beim Aussteigen haben die den Opa halt geschubst. Der ist dann so ein bisschen auf die Knie gefallen. Und hat dann und die standen dann um den rum, haha, du alter Sack, ey, war, du hast uns gar nichts zu erzählen und wir gehen jetzt. Und dann zückt der Oppi sein Apfelschälmesser. Ach du Scheiße. Sein Schweizer Taschenmesser. Jawohl, Alter.
Hey, was los, dass er wahrscheinlich zum Äpfelschälen benutzt und seine Jackentasche hatte, ist so ungefähr von der Klinge her gewesen, so wie mein Zeigefinger. Also nicht das krasseste Messer, aber würde schon reichen für etwaige Eskapaden. Und dann ist der Opi, hat den gedroht, stand vor denen mit dem Messer und hat gesagt, ihr Rotzpengel, packt mich doch einmal an und ich stech euch ab so auf die Hand. Das ist okay, es ist so eskaliert. Und dann kamen halt die Bekannten von dem Opa, haben den zurückgehalten. Dann Passanten, die halt bei den Jungen standen, haben die dann beschützt. So eine Frau hat sich vor die geschmissen, hat den Opa irgendwie, die halt gar nichts davon mitbekommen hat, die da einfach nur stand. Ja. Hat sich dann vor die geschmissen, hat den Opa da zurechtgewiesen, was ist die Scheiße denn soll. Dann haben sie direkt die Polizei gerufen, die direkt da in der U-Bahn eine Station hat. Das ist das Beste. War dann auch direkt nach einer Minute da und dann ging's los, ey. Das war so krass. Habe ich erstmal gedacht, Mann, jetzt eskaliert das völlig und gleich hat da so ein Junge da so ein Messer in der Seite stecken, ey. Das war schon, ja, ist so eine Story aus der Bahn, die man nicht jeden Wäre ein geileres Ende gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja. Das war ja gar nichts keiner, passiert. Ja, keiner abgestorben. Keiner gestorben. Ja. Scheiße. Ja, war schon, läuft schon so ein Völkchen teilweise in der Bahn rum. Ja, jetzt, liebe Kinder, wisst ihr, warum ich öffentliche Verkehrsmittel meide. Und in Köln ist sowieso halt alles, was Obdachlose angeht, ist halt immer sehr, sehr krass, wie runtergekommen teilweise die Obdachlosen dann sind, die mit der Bahn dann fahren, die du einfach durch die Bahn riechst und wo du nicht sitzen möchtest. Also wo du es auch kaum aushältst, weil dieser Gestank so beißend ist, auch wenn der 10 Plätze weiter sitzt oder nur steht. Und teilweise vegetieren die echt vor sich hin. Das ist so habe ich mich gestern gefühlt. Sehr traurig, vor der Dusche. Aber auch echt nicht schön. Und dann setzt der sich genau neben dich und du denkst, du musst sterben. Ja. Jetzt bist du auch wieder krank. Was schön. Peter fühlt sich bestätigt. Ja. Nice. Auf jeden Fall. Ah, sehr ja. Nice. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Joa. Machen wir noch eine? Ja, klar. Oh, einen können wir auch noch. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Auf YouTube der Hashtag YouTube is over herum. Dort haben sich US-amerikanische YouTuber die Monetarisierung ihrer Videos aufgeregt. In dem unten verlinkten Artikel verlinkt hat auch mal, in dem das halt dazu war. Meine Frage, wie steht ihr dazu? Hat ihr auch schon davon betroffen? Hatten wir das schon? Letzte Woche. Das hatten wir letzte Folge. Oh, fuck. Sind wir durch jetzt, oder? Da war ich. Was du da letzte Folge, Bram? Ich hab die sogar vorgelesen. Ich weiß, deswegen. Keine Ahnung, vielleicht hat deine Mom zwischendurch was, wir haben zwei Fragen so beantwortet. Die und noch eine. Ja, ja ist das ja schlimmer gut. Als Peter, ey. Ist ey, doch gut, ja, ich doch. Moment, da muss ich mal schnell noch eine neue suchen. Hey, mein Name ist Patrick, bin 16 Jahre alt, ich zocke viel, mache mit meinen Freunden und ich und meine Freunde sind aber sehr Tick interessiert. Ich gehöre jedoch nicht zu den Jugendlichen, die zwar daran interessiert sind, aber radikal rechts oder links sind. Ich würde mich aber selbst einer demokratischen Mitte zuordnen. Meiner Meinung nach ist rechts und links der gleiche Scheiß, weil die Rechten all ihre Fehler auf Ausländer und den Staat projizieren und die Linken gegen den Staat selbst. Verpacken es jedoch meistens mit Sozialem. Die ist aber nur meine Meinung. Nur meine Frage. Wart ihr in eurer Jugend in der Politik interessiert? Oder habt ihr und eure Freunde über solche Themen diskutiert? Oder ließ euch das immer kalt? Ließ mich vollkommen kalt. Ließ mich also, auch immer relativ also, kalt. Okay, erste Mal wählen, dann hat mich das halt dann interessiert in dem Sinne, dass ich dann mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Wahl-O-Mat gab es damals schon. Sowas habe ich dann das erste Mal gemacht. Aber das erste Mal wählen ging, glaube ich, konnte ich war eh bei, nicht quasi. Ich konnte doof, bei der vorletzten Bundestagswahl konnte ich gar nicht mitmachen, weil ich da in Budapest zu der Zeit war und das mit dem Briefwahl vorne und hinten nicht geklappt hat mit dem Hin- und Herschicken. Deswegen konnte ich beim ersten Mal eh gar nicht wählen und mittlerweile ist das ja schon was anderes. Ich war immer sehr Politik interessiert, deshalb habe ich damals auch so wie gewählt. Mitunter wegen Wirtschaft und auch so ein bisschen Politik, aber aktuelle Politik, nicht die Politik, die man so im Politikunterricht meistens behandelt, was sowieso irgendwie von 1900 war. Wir hatten eine sehr, sehr gute Sovi-Lehrerin, die immer sehr aktuelle Themen behandelt hat, was mich dann nochmal mehr getriggert hat. Die immer noch bei meinem Neffen Englisch unterrichtet. Die ist so super
die Lehrerin. Echt immer witzig. Die ist echt gut. Steht meine Mama immer was von. Wenn die Mama einen Neffen von der Schule abholt. Die ist auch super sympathisch. Und die hat es damals bei mir gefördert, weil die den Sovi-Unterricht so gut gemacht hat, dass sie auch immer aktuelle Themen eigentlich behandelt hat, die maximal irgendwie ein Jahr alt waren. Und wir da recherchiert haben und diskutiert haben. Das war eigentlich immer sehr cool. Da war ich zu der Zeit sehr politikinteressiert. Mittlerweile flacht das alles sehr viel mehr ab, weil eigentlich jeder sich nur noch die Scheiße von A nach B wirft. Ja, weniger mittlerweile. Ja, ich kann mich da selbst sehr gut anschließen. Also ich lese auch sehr gerne und sehr viel darüber und so, aber man wird dann irgendwie so ein bisschen Politik verdrossen, auch wenn ich das nicht für richtig halte. Auch wenn ich das nicht für richtig halte und ich trotzdem wählen gehe und mich dafür trotzdem interessiere. Trotzdem oft sehr frustrierend. Aber es fuckt einen so ab, was da in der Politik teilweise passiert. Ja. Gerade mit dem aktuellen Hintergrund auch wieder. Es ist einfach, weiß ich nicht. Man müsste wahrscheinlich selber viel aktiver sein, um das in Richtungen zu lenken, die man selber eher für das Richtige hält. Aber naja. Was ich halt schon immer schwer fand und auch immer noch schwer finde, ist, gerade wenn es um Politik auf Bundesebene und so geht, ist halt die Komplexität. Weil selbst Dinge, die mir auf Anhieb eigentlich sehr sinnvoll oder einfach erscheinen, an jeder Sache hängt so ein Schwanz, der nicht so einfach zu durchschauen ist. Ja. Meistens und immer ein ganzer Wirtschaftsschwanz mit ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen. Ja, alles Mögliche kann da dran hängen, ne? Und das ist erfordert halt unfassbar viel Zeit, sich damit vernünftig auseinanderzusetzen und wirklich jede Seite vernünftig zu verstehen, die ich nicht bereit bin aufzubringen dafür, tatsächlich. Und das halte ich auch nicht für gut, aber so sehe ich das halt selber. Was aber jetzt, wo gerade in Osnabrück die Kommunalwahlen waren, das hat bei mir tatsächlich großes Interesse geweckt, weil hier noch auf diesem kleinen Rahmen politische Entscheidungen verständlich sind für mich. Ja. Also die Komplexität ist deutlich geringer und dann finde ich es wieder spannend, weil wenn ich verstehe, was Seite A, Seite B, Seite C will und ich die Vor- und Nachteile von allen Dingen auch verstehe, dann finde ich es schon wieder interessant, vor allen Dingen, weil es mich auch direkt beeinflusst. Mhm. Also wenn es alleine um Straßenbau beispielsweise geht, mich beeinflusst das halt, wenn da eine Straße ist oder nicht. Und das ist halt relevant für mich. Ja, du kannst genau das vergleichen, dass du entweder soll die Straße gebaut werden oder nicht. Oder auch wenn das super, und das alleine ist schon wahnsinnig komplex, weil du hast halt nur so und so viel Geld jedes Jahr zur Verfügung. Und beispielsweise, wenn du dafür was investiert, würde da was wegfallen. Wo fällt denn da jetzt genau was weg? Könnte man nicht von woanders noch was wegnehmen? Weil das ist vielleicht doch relativ wichtig. Oder ist das da überhaupt wichtig? Was genau hat das überhaupt für Änderungen, wenn du da jetzt eine Straße baust? Übersteigst du eventuell die von der EU vorgegebenen Schadstoffdinger, die du an bestimmten Orten innerhalb der Stadt halt haben darfst? Es gibt halt überall so Sensoren, die das halt sammeln und messen und wenn du da eine Straße baust, kannst du vielleicht einen anderen Sensor entlasten, wo wir jedes Jahr übersteigen und Geld bezahlen müssen und dann könntest du den Verkehr ein bisschen in die Richtung umleiten, sodass sich das besser verteilt und man keine Strafe zahlen muss und so weiter und so fort. Und da geht's nur um eine scheiß Straße in fucking Osnabrück und da hängt noch viel mehr dran, als ich was gerade gesagt habe. Weswegen ich Politik auf Bundesebene, da versuche ich es gar nicht erst, weil das ist dann ja noch tausendmal komplexer. Und da sind die Entscheidungen meistens aber auch nicht so unterschiedlich, so krass unterschiedlich, dass der eine sagt ja und der andere sagt nein. Meistens unterscheiden sich die politischen Entscheidungen ja durch Nuancen. Ja, aber allein die Tatsache, okay, wir haben jetzt dieses Problem, okay, wie könnten wir das lösen? Okay, dann müssen erstmal so ein 20-köpfiges Team engagiert werden quasi, die dann erstmal recherchieren und dann irgendwann dir so einen 200-seitigen Bericht vorlesen und den kannst du dir dann erstmal durchwühlen und dann kannst du anfangen, darüber nachzudenken, was denn jetzt die richtige Entscheidung wäre, beziehungsweise was jetzt genau passiert. Also musst du das halt nicht alles komplett selbst aneignen, du hast halt deine Mitarbeiter, die für dich recherchieren können und dir dich beraten natürlich auch, aber nichtsdestotrotz, du musst da super viel beachten und das ist zu viel für ein Hobby. Da spiele ich lieber Videospiele. Ja, geht mir dann auch so. Gut. Wow. Brams Meinung zu dem Thema werden wir nicht erfahren.
Ach ja, stimmt, meine eigene Meinung. Entschuldigung, ich war was? So, ich war noch so, so eher so im Ich-fuck-euch-aus-Modus. Ich habe tatsächlich damals drüber nachgedacht, in Weze die Alternative für Weze zu gründen und habe mich dann damit tatsächlich auseinandergesetzt, was ich denn da machen müsste, um das zu machen. Alternative für Weze? Ja, also eine Wahlalternative einfach zu machen. Und mein Hintergedanke war, ich dachte mir, damit kannst du bestimmt leichtes Geld verdienen. So ehrlich kann ich ja mal sein. Dann habe ich mich nämlich schlau gemacht, dass man irgendwie pro Stadtratssitzung irgendwie 350 Euro Entschädigung gekriegt hat, wo ich mir dachte, boah, cool, weißt du, jeden Mittwoch musst du dann dahin und machst das dann halt und das sind dann 1200 Euro im Monat, die da hast. Das war meine krasseste Initiative im Bereich Politik selbst. Politik interessiert bin ich immer, also ich lese halt viel Zeit und andere Magazine zu dem Bereich. Und, was für eine Zeit? Zeit. Also für die Leute, die es nicht kennen. Manche. Genau, also es ist eine Zeit. Wer kennt das nicht? Das ist eine fucking Wochenzeitung, oder? Also ich wette, einige Leute aus unserem Podcast jetzt bei Ich lese Zeit nicht wissen, was gemeint ist. Wette ich. Ja. Du hast Ähnliches gut wie die Bravo, liebe Zuhörer. Genau, auf jeden Fall, halt, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall finde ich das halt immer unfassbar spannend, aber ich habe da das gleiche Problem wie bei Peter, dass ich viele politische Entscheidungen nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, einfach weil, naja, alle Seiten zu hören und die ganzen Kompromisse sowohl von den Lobbyisten als auch von anderen Abgeordneten als auch von Interessenvertretungen und sind halt so komplex, dass man da einfach viel zu Zeit rein investieren müsste, um alle Seiten zu beleuchten und zu verstehen, warum wird so gehandelt, wie gehandelt wird. Ja, das ist dann meistens für mich eher so ein, jo, beeinträchtigt das mein Leben direkt? Ja, nein, vielleicht. Und dann danach mache ich dann von mir abhängig, ob ich solche Entscheidungen gut oder schlecht finde. Ja. Aber eine Meinung haben wir eigentlich zu allem, vielleicht kennen wir uns noch nicht mit allem aus. Also wie halt wahrscheinlich jeder. Ja, also bis auf hoffentlich die Politiker. Naja, den Eindruck hat man auch nicht immer, aber ja. Das ist halt so ein bisschen auch, was ich leicht frustrierend finde, wenn man bedenkt, dass viele Politiker mittlerweile ihren Job auch selber nicht mehr so 100% ernst nehmen, was ja allein schon die Rate zeigt der Politiker, die regelmäßig bei den Sitzungen überhaupt erscheinen. Ja. Die ist ja nicht so hoch. Ist ja, die kommen kurz vorm Urlaub, kommen die alle nochmal, um sich abzustempeln. Ja, da hat ja damals die ARD auch diese Teilnahmeliste für die einzelnen Sitzungen gemacht, weil jeder Bundestagsabgeordnete kriegt ja eine Entschädigung oder so einen Diätenzuschlag dafür, für jede Sitzung, wieder teilnimmt, und wir einfach so auf der Liste, so doppelt so viele Leute standen, als im Saal sind. Ja. Das finde ich schon wieder traurig. Dann. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr das schon macht, liebe Abgeordnete, dann setzt euch doch bitte richtig hinter, ja? Ja, ohne Witz. Ich habe auch kein Problem damit, dass ihr vernünftiges Geld verdient, solange ihr euren Job vernünftig macht. Richtig. Aber die müssen doch nebenbei noch bei VW den Dieselskandal runterhandeln. Ja, geht doch nicht. Daher. Oder eben nicht. Den Job vernünftig machen. Dann habe ich auch kein Problem damit, dass die irgendwie 8000 Euro im Monat bekommen. Ja, absolut, da stimme ich Dennis zu. Zusätzlich, ja. Also wenn wir über solche Politiker reden, dann machen sie es ja in der Regel Vollzeit. Ja, ich rede schon von den Vollzeitpolitikern. Okay. Also bitte macht das Vollzeit, kümmert euch da vernünftig drum. Dann habe ich, wie gesagt, auch kein Problem damit, dass ihr im Sommer irgendwie 3 Monate frei habt und so ein Scheiß und richtig viel Geld verdient und eine coole Pension habt. Ja. Guter Job muss gut bezahlt werden. So sehe ich das auch. Weil wenn ihr halt nur abfuckt, ja, dann bitte vergrabt euch. Dann haben sie das System erfolgreich ausgehebelt. Ja, und aber dafür ist das halt dieser positiven Note. Lass uns den Podcast beenden. Machen wir das. Das war die Nummer 80. Wir danken vielmals dem netten Gast Mikkel für sein Beisein. Sehr gerne. Und danken euch fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hallo, wer ist denn da? Hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin 12 Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, beim Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen.
und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich, ja. Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden, aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf www.peatsmeet.de, da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware, ja, und da gibt's dann den Peatsmeet Porno PC. Und dann drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen, ja, und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja, du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja, schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp. Kein Problem. Du klangst auch genauso wie ein kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. Yay. Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche.